Es ist der 29. August 2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler, der unvorsichtigerweise vorhin, kurz bevor wir hier loslegen wollten, ein Update gestartet hat und natürlich jetzt hier komplett vom Update-Wahnsinn träumen darf. Aber das macht ja nichts, weil ich muss nichts sehen, denn ich habe ja zwei erfahrene Gärtner an meiner Seite, nämlich den lieben Sebastian zum Beispiel. Hallo, guten Abend, Sebastian. Guten Abend zusammen. Und an dessen Seite, quasi an unserer, wie auch immer, den lieben Lars. Hallo Lars. Ja, schönen guten Abend allerseits. Auf die Claudia müssen wir leider verzichten. Die ist unterwegs. Was schrieb sie uns? Im Harz. Und da gibt es neben der Schmalspurbahn, neben der berühmten wahrscheinlich auch nur schmalbandiges Internet. Also sie ist da irgendwo in einer Ecke, wo kein guter Netzverbindung existiert. Da müssen wir leider heute auf sie verzichten. Aber wir grüßen und winken in den Harz. Hallo Claudia. Hallo Claudia. Und wir grüßen einen Gast, den wir uns eingeladen und auf die Gartenbahn gesetzt haben, nämlich den, ja, bei so vielen Namen weiß ich gar nicht, wie ich ihn nennen soll. Ich nenne ihn jetzt mal Sven. Hallo, guten Abend, Sven. Ja, hallo und guten Abend. Wie nennst du dich denn eigentlich? Daniel oder Mr. Wallace oder Evil, also Teufel? Was ist denn für dich jetzt die richtige Bezeichnung? Also ich reagiere auf die Namen inzwischen alle und auf Daniel, Dan und Daniel inzwischen in der Tat auch. Also ist mir eigentlich ziemlich egal. Also ich heiße eigentlich Sven. Ich habe den Nickname Dan Wallace oder Daniel Wallace jetzt aber auch schon seit, ich will sagen, 20 Jahren und bin auch irgendwie schon in der ganzen Zeit auf Veranstaltungen gewesen, wo man dann auch eher mit Nickname angesprochen wird. Und ja, so dementsprechend hat sich das so eingebürgert. Wo kommt dieser Dan Wallace, Wallace? Also bei Wallace denke ich ja irgendwie an, warum denke ich dann an Schaf? Wegen Wallace und Gromit vielleicht? Ja, genau, ne? Da war doch was. Das waren aber keine Kommt das Schafe. Daher oder hat das noch eine andere? Nee, das war mal ein Rollenspielcharakter von mir. Also neben vielen anderen Hobbys gehört halt auch irgendwie so Pen-and-Paper-Rollenspiel dazu. Also so das Schwarze Auge und Shadowrun und Cyberpunk und all sowas, GURPS. Und ja, Daniel Wallace war irgendwann mal ein Rollenspielcharakter von mir. Und dann habe ich mich in irgendeinem Forum, was da mit dem Rollenspiel zu tun hatte, so angemeldet, weil das war halt die Zeit, wo man uns noch erzählt hat, man sollte sich sinnvollerweise mit nicht mit Klarnamen irgendwo anmelden, weil das gefährlich wäre. Und ja, dann ist der Name irgendwie bei mir geblieben. Ich hieß auch mal schrecklicher Unterstrich Sven, so an diversen Stellen, aber da hießen doch mehrere. Naja, und als dann der schreckliche Sven und der Daniel Wallace irgendwie zusammenkamen, wurde dann da der Evil Daniel Wallace draus. Und weil das für Twitter zu lang war, dann der Evil Dan Wallace. So wird ein Schuh draus. Klar, jetzt also eigentlich bist du der schreckliche Sven, aber dann wurde der Evil Dan Wallace daraus. Ja. Ist ganz einfach eigentlich. Frag mich doch. Ja, es ist, wenn man es weiß, ist es ganz, das ist wie immer, ne? Kaum macht man es richtig, funktioniert es auch schon. Aber das ist ja immer das Problem, es richtig zu machen. Das Große. Ja. Das hat einfach damit zu tun, dass ich meinen Nachnamen nicht so gerne in die Öffentlichkeit herausblasen möchte. Ich glaube, ihr kennt ihn inzwischen alle. Es ist jetzt aber auch kein großes Geheimnis, aber so im Internet und so muss das nicht sein. Und weil ich damit auch relativ leicht zu finden bin. Aber gut, wenn die Leute meinen Vornamen halt kennen, dann sprechen die mich so halt auch an. Und das war dann speziell, als ich mit dem Podcasting angefangen habe, auch gar nicht mehr wegzukriegen, dass die Leute mich dann halt mit meinem in Anführungszeichen richtigen Vornamen angesprochen haben. Wobei gut, dadurch, dass viele dann das Wallace irgendwie ignoriert haben und dann Daniel zu mir gesagt haben über das letzte Jahr oder so oder anderthalb vielleicht, reagiere ich inzwischen auch darauf. Ich bin da relativ einfach gestrickt. Wenn man mich so nennt, dann höre ich da drauf. Aber das mit dem Teufel, wird das auch häufig hervorgehoben, dass man dich den Evil, den Bösen nennt irgendwie? Ich reite da manchmal so drauf rum. Also ich kann ja manchmal nicht umher, irgendwie dann auch mal Leute irgendwie doof von der Seite anzuquatschen oder so. Und
dann auch mal irgendwie, das kaputt machen ist zu hart, aber wenn irgendwelche Leute dann irgendwie so, hoch, und dann könnten wir dies und das und jenes, und dann, wenn ich dann so sage, so, ja, und dann werdet ihr verhaftet, weil das nämlich alles illegal ist. Dann so, oh, du bist so böse. Ja, das steht drauf. Es ist im Namen. Okay, das ist natürlich ein schöner Freibrief an der Stelle dann. Was erwartet super, ihr? Es steht ne? ja drauf. Wenn ihr euch hallo, mit mir ich abgebt. Ich hab's euch gesagt. Genau. Klar. Verstehe. Wir nennen die nur noch Susi, steht hier gerade im Chat. Joa, da wünsche ich viel Spaß bei, aber du musst dir nur mal angucken, von wem das kommt, dann der ist nur neidisch, weil ich der bessere Sven bin. Hallo Sven. Achso, das ist ein anderer Sven, ah, okay. Ist aber, der ist aber total unwichtig, den brauchst du nicht merken. Okay, okay, muss man nicht kennen. Muss man nicht hören, ja. Nein, das ist, der, das, ist Sven aus, das ist der Sven aus Kiel, der den Och Menno-Podcast macht. Ach so, ach Menno, och, ah ja, genau. Von dem Svenno War und ja, genau. Genau. Ja, das ist ja, ich, also im Moment kann ich persönlich sehr, sehr wenig nur irgendwie was Neues wahrnehmen. Von daher, lass mir gerne von euch Dinge erzählen, aber aus eigener Anschauung kann ich da gerade gar nicht so viel dazu beitragen, das Ganze. Wir haben dich ja eingeladen, Sven, weil jetzt gerade eben das CCC-Amp gewesen ist oder das CC-Camp. Ich habe nachgezählt, also man schreibt das wohl nur mit drei Cs und danach ein Amp wie Amplifier, was ja auch nicht ganz falsch wäre. Weil ich war nicht da, der Sebastian war nicht da und ich hätte eigentlich total gerne von dir, von Lars und von Claudia heute eine richtig schöne Erlebnisschilderung vom Camp gehabt, wie das da so war und so. Jetzt ist Claudia leider nicht da, aber ich denke, Lars und du, ihr macht das trotzdem, oder? Klar. Oh, so viel Begeisterung bringt mich immer völlig aus dem Häuschen. Also mit Claudia wäre natürlich besser gewesen, deswegen ja. Auch, ja, weil die hätte natürlich auch noch ein bisschen mehr Insider-Perspektive mitbringen können. Davon abgesehen wird alles mit Claudia besser und okay, das, also ich will sie nicht kochen oder so, also falsch. Salz, Pfeffer und Claudia, bitte. Richtig, genau. Claudia, kannst du einmal ins Essen schwitzen? Ich habe gehört, das wird dann besser. Nein. Ja, okay. Ja. Also das soll schon einen größeren Teil unseres Gesprächs heute ausmachen, also die Schilderung vom Camp und so ein bisschen Atmosphäre abschmecken. Natürlich müssen wir dich vorher ein bisschen vorstellen. Du bist ja kein Unbekannter mehr in unserem Podcastland jedenfalls, obwohl du ja irgendwie, oh, mein Rechner ist gerade von blau auf schwarz umgeschlagen. Jetzt ist er ganz schwarz. Ups. Und jetzt startet er neu. Ja, stand ja auch drauf. Ich bin ein paar Mal neu gestartet. Ich sollte mich nicht davon beeindrucken lassen. Männer, die wo war ich denn jetzt gerade? Was für uninteressante Sachen hat der alte Mann gerade erzählt? Ich habe es vergessen. Du sagtest, auch dass zugehört? Du mich irgendwie sehr gut. Du sagtest, dass ihr mich irgendwie vorstellen müsst und dass ich ja jetzt kein Unbekannter mehr in eurem Podcast-Land bin. Richtig, stimmt ja auch, ne? Ich hatte doch, wie war dein Name noch? ne, du hast ja doch so eine schöne Geschichte gehabt, wo du vor 2 Jahren, wo ich irgendwie mal in so ein Küchenteam einsteigend gewesen bist und auf einmal eine tragende Rolle übernommen hast. War ich da und ging nicht wieder weg, ja. Genau, er kam, sah und blieb. Mist, und brachte ja. ständig neue Sachen mit. Wie war das noch? Irgendjemand hat sich gemeldet, der hat so eine große Pfanne. Das war damals schon sehr skurril irgendwie, zumal, also ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aber ihr kennt wahrscheinlich auch die Situation, man plant halt irgendwas so mit Bekannten und einigermaßen Freunden oder so, also jedenfalls mit so einer überschaubaren Gruppe und dann kommt irgendwie von außen jemand, den eigentlich so gar keiner so richtig kennt, der will dann oder setzt dann aber irgendwie so, so Maßstäbe da so neu und irgendwie hat man das Gefühl, da verselbstständigt sich gerade irgendwas, da wir verlieren so ein bisschen die Kontrolle und das kann auch schon mal schief gehen. Also ich habe das auch schon in nicht positiver Weise erlebt und deswegen bin ich noch immer sehr verwundert, dass
da der Mut war, zu sagen, ja, okay, den kennen wir zwar nicht, aber der darf jetzt mal maßgebliche Verpflegung für uns organisieren. Das fand ich schon irgendwie gut. Also wir reden vom Potsdok, nicht, dass das überhaupt nicht verstanden wird. Ist tatsächlich sogar nur ein Jahr her, also 2018. Echt? Ja. Gottes Willen. Es ging mir übrigens exakt genauso, ja. Also es war ja so, dass ich euch alle im Podcast gehört habe. Also ich habe den Sendergarten gehört und ich habe auf Distanz gehört und Radio Mono und so was auch alle anderen Leute, die so ums Podstock herum aktiv sind, so einen Podcast machen, da habe ich sehr viel von gehört. Und dann hörte ich in einem alten Podstock-Podcast, glaube ich, irgendwie so, ja, wir haben da irgendwie einen Caterer und naja, das mit dem Caterer lief ja nicht so gut und wie machen wir denn das und die Mahlzeit da, die ist ja irgendwie schwierig und habe ich gedacht, okay, hinfahren wolltest du eh, wenn du hinfährst, kannst du auch was machen und mein Vater hat halt irgendwie vor Jahren mal diese riesengroße Pfanne da gebaut, die ist ein Meter Durchmesser, es wird da immer von 1,20 Meter und von 3 Metern Durchmesser, also El Fano hat nur 1 Meter Durchmesser. Ach komm, das stimmt doch nicht. Es ist ein ehemaliger, Fake News. Nein, es ist ein ehemaliger Klöpperboden, also ein Behälterboden aus Edelstahl. Ich weiß gar nicht, relativ stark, also irgendwie 5 mm, 8 mm, also nicht ganz dünn. Und ja, da sind so Griffe dran und ein großer Paella-Brenner drunter und da drin kann man dann halt ordentlich Essen machen. Und dann habe ich halt gedacht, naja gut, ich habe hier irgendwie ein Foto von mir mit dieser Pfanne. Ich schreibe jetzt mal an orga@podstock.de einfach eine E-Mail so nach dem Motto, hey, ich habe gehört, ihr habt da irgendwie eine Mahlzeit, wo ihr einen Caterer holen wollt. Ey, also bevor ihr einen Caterer anheuert, kann ich auch einfach Bratkartoffeln machen. Ich habe da so eine Pfanne. Ja, und dann wurde ich irgendwie auf den Orga-Slack eingeladen und habe erstmal den totalen Starflash gekriegt, weil so Gott, alle Leute, die einen Podcast ich höre, sind hier. Oh Gott. Ja, dann habe ich mitgekriegt, ihr seid eigentlich gar nicht so, also... Ja, total. Wie denn? Also was hast du gedacht, wie wir wären? Ich meine, wir sind ja sowieso alle nicht so, wie wir, also wir sind ja sowieso alle anders. Also, aber was heißt denn Starflash? Das, also ich hatte, Martin, dich hatte ich mal auf einem MINT-Korrekt-Hörertreffen, ich will nicht sagen getroffen, sondern gesehen. Einfach, wir saßen uns irgendwie gegenüber. Und Lars hatte ich dann relativ kurz vor dem Podstock auf einem MINT-Korrekt-Hörertreffen auch getroffen, aber sonst kannte ich ja einfach niemanden und habe also halt eure Podcasts gehört und so und das wie soll man das sagen? Also es sagte mal jemand irgendwie, früher waren die Rolling Stones meine Helden und heute seid ihr das und das war bei mir halt auch ein Stück weit so, also irgendwie so. Man hat die Leute halt im Ohr und hat natürlich irgendwie das Gefühl, man kennt die und ist auch ein Stück weit Fan, sag ich jetzt mal. Und dann plötzlich sind die halt da. So. Und wenn man könnte denen irgendwie schreiben und die würden das auch lesen und die würden vielleicht sogar antworten. Und das war schon sehr merkwürdig. Also als ich dann mit dem vollgeladenen Sprinter mit Elfano hinten drin die lange Auffahrt da zum Podstock-Gelände hochgefahren bin, zu der Kulturherberge hochgefahren bin, da hatte ich die Hosen voll. Weil es hätten ja jetzt auch alle irgendwie ganz komisch sein können und ich war auch total überrascht, dass die Gruppe mir da so vertraut hat, weil ich halt auch gedacht habe, Mensch, die kennen mich alle nicht, die haben mich alle noch nie getroffen. Wir blödeln jetzt irgendwie so ein bisschen auf Twitter rum, aber das war's ja auch schon. Und ich war, um ehrlich zu sein, total überrascht, weil ich halt gedacht habe, ja, und wenn ich jetzt einfach nicht hinfahre und irgendwie einen Tag vorher sage so, ach ja, nee, ist mir was dazwischen gekommen, ich kann doch nicht, so dann wäre hier gekniffen gewesen. Also. Ja, dann hätten wir doch Spitzer Taxi kommen lassen müssen und das ist da ganz schön weit weg, glaube ich. Nee, also das sind so Sachen, da stehe ich, wenn ich da so rückblickend darüber nachdenke, muss ich immer noch so ein bisschen schmunzeln und sage, ja, ist irgendwie anders, als man das vielleicht so aus so einem Sicherheitsaspekt oder so mit seiner konservativen, das wird bestimmt schief gehen mit seiner negativen Vorerwartung so machen würde. Aber ich finde es großartig, dass das so geht. Auf jeden Fall. Also ich sag mal, da Leuten auch einfach mal vertrauen und zu sagen, okay, warum sollte die Person uns irgendwie was Böses wollen? Das ist ja, wäre ja auch Blödsinn, ja?
Nee, das muss ja noch nicht mal in dem Sinne, sagen wir mal, vorsätzlich sein, sondern manche, es gibt ja auch so manche Menschen, die überschätzen sich und ihre Kraft. Und es gibt tatsächlich so Situationen, wo dann jemand sagt, ja, ich kümmere mich oder ich mache das oder nee, ich brauche euch nicht kümmern, ich mache das alles. Und dann kommt die Person zwar und fängt an, aber dann ist die Aufgabe plötzlich doch viel größer, als die Person es selber vorher so gesehen hat, und dann funktioniert was nicht. So, aber das war bei dir nicht der Fall. Du hattest das ziemlich gut im Blick da. Also, du hast das nicht zum ersten Mal gemacht. Sowas. Nein, ich habe das nicht zum ersten Mal gemacht. Also aus dieser ganzen Rollenspielgeschichte heraus und da auch Battletech, das ist so ein Konfliktsimulationsspiel, also so mit so kleinen Figuren, die man da über die Platte schiebt nach bestimmten Regeln. Heraus bin ich halt auch so dazu gekommen, dass ich Conventions organisiert habe, also irgendwelche Fantreffen und ähnliches. Und da habe ich die letzten 10 Jahre lang irgendwie so eine Gruppe von bis zu 60 Leuten halt auch immer schon bekocht, mit einem anderen zusammen, also mit Helfern natürlich, aber Helferinnen. Hm. Aber ja, so von daher kannte ich das. Das war also nicht mein erstes Rodeo. Ja, aber Pizzateig hattest du noch nicht in deiner Fahne bis dahin. Nee, hatte ich in der Tat noch nicht. Wobei, das war ja auch wieder so ein Ding irgendwie mit diesem Pizzateig. Das war ja im Prinzip die Fortführung dessen, dass wir das einfach so dem Roddy übergeholfen haben, wo auch keiner so richtig wusste, ob der das wirklich kann und ob der das wirklich hinkriegt. Roddy kann alles. Ja, dass Roddy unfassbar kompetent in ganz vielen Dingen ist, das steht ja völlig außer Frage. Aber ich meine, als wir dann morgens um 2 an der Theke beschlossen haben, dass Roddy jetzt den Pizzateig macht, weil er da offensichtlich am besten für qualifiziert ist, da wusste ja auch keiner, ob das klappen würde. Ich war mir nur ziemlich sicher, wenn ich es mache, geht schief. Also in solchen Situationen morgens um 2 an der Theke redet man ja gerne von Schnapsideen, ne? Aus denen wird dann normalerweise nichts, aber da wurde dann auch was draus. Herrlich. Auf jeden Fall. Ja gut, wir nehmen also wahr, du bist schon Podstock-erfahrener Teilnehmer, und wie es allen Menschen, die bei Podstock vorbeischauen, üblicherweise geht, entwickeln sich dann meistens Projekte daraus, und bei dir ist es nicht anders. Wir reden gleich noch ein bisschen mehr darüber. Wir gucken jetzt erstmal in die neue Ernte, denn wir haben so ein paar Rückmeldungen zur letzten Sendung bekommen. Da würde ich ganz gerne noch was dazu sagen, bevor das Ganze verschwindet. Wir gehen mal eben in die neue Ernte. So, Aushilfsrechner 1 hat ihr gerade den Dienst angetreten, das ist schön. So, ich habe in der letzten Ausgabe das neue kleine Format von der Monika Nahlinse vorgestellt und habe konsequent und ja, ich weiß nicht, stoisch, habe ich immer vom Fieberthermometer gesprochen und dem Angebot, was sie halt macht. Und natürlich, ich wusste es auch, weil sie war ja schon mal bei uns und wir wissen, dass es um Fasern geht. Natürlich, sie ist ja eine Faserfrau, und das englische Wort für Faser ist halt Fiber. Sollte man eigentlich wissen, ne? Glasfaser, ne? The Fiber to Home und so weiter. Ich weiß nicht warum, aber mein Gehirn hat einfach gesagt, das heißt Fieber, und habe das ja auch konsequent durchgehalten. Sowohl ihr Mann, der Chris Marquardt, als auch sie haben sich daraufhin gemeldet. Und zum Beispiel hat Chris geschrieben, huhu, höre gerade eure Vorstellung vom Fiberfussel von Nahlinse. In den Setzlingen nur ein kleiner Hinweis, der erste Teil des Titels spricht sich Fiber, Englisch für Faser, nicht Fieber. Sowohl beim Fiberfussel als auch beim Fiberthermometer. Nur so ergeben die Titel auch Sinn. Da haben die beiden natürlich völlig recht. Ach so, Monika hat noch gesagt, mein Podcast wurde vorgestellt, aber leider hat man mir erhöhte Temperatur, also Fieberthermometer sozusagen, zugeschrieben. Das war sehr, sehr, sehr schön humoristisch zurückgemeldet. Es tut mir sehr leid, dass ich da an der Stelle einfach so einen komplett blinden Fleck im Ohr gehabt habe. Also es heißt natürlich Fiber und Fiber, 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 Fiber. So ein bisschen wie das Cyber, Cyber, Cyber. Auch nicht. Liegt total nah, aber nein, ich habe es konsequent ignoriert. So, und dann haben wir noch Geschenke bekommen. Das eine ist eine Audiogrußkarte vom Oboeman. Und der Sebastian hat die, glaube ich, schon akustisch vorbereitet. Spiel doch mal ab. Hallo zusammen, grüßt euch in den Sendegarten der Christian, der Oboeman vom Womukum Podcast.
Ich schicke wieder mal Audio-Ansichtskarten aus dem Urlaub und immer dann, wenn ein richtiger Podcast, das hattet ihr ja gerade in eurer Folge, die ich momentan gerade höre, also immer ein richtiger Podcast, der eben ja hausgemacht selber mit Feed und eben nicht irgendein eine Wiederholung, eine Radiosendung. Immer wenn so ein Podcast in meinem Podcatcher landet während des Urlaubs, gibt es auch eine Audio-Ansichtskarte. Wie gesagt, eure Sendung bin ich noch nicht ganz durch mit der Vera, also eher den Anfang. Genieße das sehr. Das Lustige ist, ich mache Urlaub in einem Garten. Und was kann es da Besseres geben als Grüße in den Sendegarten aus einem Garten? Bin in der Nähe von Toulouse bei meinem Sohn, der hier ein Haus hat und einen großen Garten. Und da laufen Enkel rum und da liege ich jetzt auf meiner Liege. Der Wohnwagen steht in der Garageneinfahrt. Ich liege unter einem dichten Kirschbaum, der mir ganz tollen Schatten wirft von der heftigen Sonne, die da hier in Südfrankreich von da oben runterkommt. Weiter drüben ein ganz toller Lavendelbusch, schon ausgeblüht, aber riecht unglaublich stark. Einige Büsche blühen, die Wiese ist eher braun, es hat zwar gestern Nacht ein bisschen geregnet, aber das ist eben im Sommer so. Ja, also ein Audio-Ansichtskarte aus dem Garten in den Sendegarten. Ich wünsche euch noch viele schöne weitere Sendungen und jetzt höre ich dann auch eure aktuelle Folge mit der Vera nachher gleich wieder weiter. Liebe Grüße, der Obermann. Ja, da sage ich doch ganz herzlichen Dank im Namen des ganzen Sendegartenteams für diese wunderbaren Grüße vom Lavendelbusch sozusagen. Habe ich das richtig verstanden? Da laufen Enten rum oder Enkel? Was hat er gesagt? Okay, liebe Hörer, wenn Sie das richtige Wort wissen, schreiben Sie eine Postkarte. Adressieren Sie ihn an den Sendegarten. Zu gewinnen gibt es 2 Freikarten. Für? Irgendwas, keine Ahnung. Für Pottruhe. Pottruhe, Freikarten für Pottruhe, wenn es dann noch gibt. Schauen wir mal. Genau. Also ich glaube, ich hatte Enkel gesagt, aber sicher bin ich mir auch nicht. Bist du auch nicht, ne? Dann darfst du zum Pottruhe kommen. Beide Antworten sind richtig. Oberschiedsrichter Sebastian sagt, beide Antworten zählen. Selbst vielleicht hatten die Enkel Enten auf den, in den Händen. Vergiss es. Ja, gut, die Enkel, die berühmtesten Enkel sind ja wohl die Enkel von nee, es ist Onkel Dagobert, ne? Das passt also auch. Das sind die Neffen, nicht die Enkel. Ich komme noch mal rein, okay? Ja. Ich weiß auch nicht. Die Enkel ist doch vom Großvater. Ach so, ja, der ist ja Onkel. Ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Genau, genau der ich Vater hatte von Donald. Genau, ne? Richtig. Und ich hatte irgendwie Onkel, der... Gut. Wo kommen die eigentlich her? Das war aber trotzdem eine schöne Idee. Und dann Enkel und Enten und das, ja, und dann fielen die Wegelchen ab von meinem Metaphernwagen. Ja, gut. Schwarz-weiße Grüße aus Enkelhausen. Alles klar. Dankeschön, Umwumukum, immer wieder schön von dir zu hören. Umwumukum Podcast ist sein Angebot. Das ist, wie war das noch? Um steht für Umziehen, Wo für Wohnwagen, Mu für Musik und Kum, warte mal, was war denn das Con? Ah, das hat noch so einen schönen, das war doch von seiner Tochter erfunden. Ah, was war das denn noch? Wisst ihr das zufällig noch? Nee. Umwumukum. Ich gucke in den Chat, weil normalerweise, ach nee, die machen sich Gedanken über DuckTales. Nein. Sagt mir doch mal was, wofür Umwumukum nochmal stand, das Kum. Das muss doch auch einen Grund haben. Umwumukum. Das war so ein schönes Wort und mir fällt es nicht mehr ein. Okay, wir kommen später wieder drauf. Irgendwann fällt es mir wahrscheinlich ein. So, wir haben noch ein Geschenk bekommen. Das zählt aber richtig in Mark und Pfennig oder in Groschen und Taler oder in Euro und Cent. Nämlich, wir haben schon wieder eine Auphonic-Spende bekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir dürfen schon wieder 10 Stunden drauflegen. Von einem leider unbekannten Spender, der uns seinen Namen nicht verraten hat. Aber egal, wer es war, ganz vielen lieben Dank dafür. Das heißt, wir müssen weitermachen.
Das ist schön. Okay, das war schon die neue Ernte, soweit ich sie zusammengetragen habe. Ich bin im Moment wirklich, was so Eingangskanäle angeht, so ein kleines bisschen halbblind, weil ich mit vielen anderen Sachen zu tun habe, gerade dienstlich. Muss mich entschuldigen, falls irgendwas jemand geschrieben hat und das ist jetzt einfach ignoriert worden. Keine böse Absicht, ist einfach Unvermögen. Sorry. Und dann gehen wir mal auf die Gartenbank. Ich gucke gerade, wurde das gerade aufgeklärt im Chat, das mit dem Kumm? Nee, die reden einfach immer noch. Ich glaube nicht auf eine seriöse Weise. Ach so, die machen nur Faxen da, ne? Okay. So würde ich es im Moment mal deuten. Ja. Okay. Der Klaus Backhaus hatte noch Cum Opticum geschrieben, oder? Ja, Panoptikum war vergeben, darum Cum Nopticum, aber das konnte ich jetzt auch nicht mehr zuordnen. Das war viel einfacher. Das kann doch nicht wahr sein, dass uns das Einfache gerade nicht einfällt. Egal. Egal. So, wir kommen wieder zurück zum Sven, zum Evil Dan. Wo ist wie auch immer. Also was haben wir jetzt gerade schon von dir gelernt? Meine Battletech-Leute haben damit ja noch seit, wie gesagt, über 10 Jahren Spaß. Ich bin da also auch der Walatze und weil ich dann auch auf den Konster immer ziemlich aktiv bin, war dann auch Wall-E und mich kann man mit Namensverballhoren, Hornungen und so nicht mehr schocken. Okay, ich habe hier leichte Aussätze. Habt ihr die auch oder bist du bei mir jetzt wieder? Also ich höre das bislang nur bei Sven. Genau, Sven hatte gerade Aussätze. Okay, Sven, was das Sven Aussätze hat, macht ja bei mir kein Problem. Lag. Du weißt wo? Nee, ich kann nicht sagen, woran das lag. Also okay. Ich habe nichts angefasst. Ist egal. Ich habe immer Angst, dass es bei mir ist. Aber letztes Mal war ja bei mir die Leitung tatsächlich ein bisschen heruntergekommen, sozusagen, tatsächlich allen Ernstes. Gestern hat sich ein Techniker der Telekom damit beschäftigt und hat irgendeine Magie gemacht und plötzlich habe ich 5-mal so viel Download und 10-mal so viel Upload wieder. Das so, wie es sich gehört. Dankeschön an diesen Techniker, dessen Namen ich leider nicht verstanden habe, weil die akustische Verbindung von diesem Telefon derartig schlecht war, dass ich mich echt frage, ist das ein Kommunikationsunternehmen oder nicht? Das ist schon wirklich beeindruckend übel. Egal, es funktioniert wieder. Wir hatten gerade schon von dir, Sven, so ein bisschen mitbekommen. Also du bist also physisch, menschlich, als Person in diese Podcast-Welt, als Caterer sozusagen reingepurzelt. Wie bist du denn eigentlich zum Hörer überhaupt geworden? Wie bist du in diese Podcast-Welt überhaupt reingekommen? Was war deine erste Droge? Ich fürchte, ich habe gerade immer noch irgendwelche Aussetzer, wo ich dich manchmal höre und manchmal nicht. Ich befürchte, das ist in die andere Richtung auch so. Ich habe mich gehört. Aber das liegt vielleicht daran, dass ich neben dir sitze. Also gerade war es gut bei dir, Sven, aber es war jetzt auch nur sehr kurz, was du gesagt hast. Von dem Satz von Sebastian habe ich zum Beispiel auch nicht gehört. Ob es hilft, wenn ich nochmal neu anrufe? Spannend. Also dich hören wir jetzt gerade sehr gut. Ja, sonst probier nochmal gerade durchzuwählen. Genau. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie dran. Wir probieren, die Leitung zu unserem Nahostkorrespondenten wiederherzustellen. Schalten Sie nicht weg, es bleibt spannend. So. Es bleibt spannend. Keep. Hörst du uns wieder? Da bin ich wieder, aber ich habe immer noch das gleiche Problem. Ist irgendein Hintergrundprozess angesprungen? Backups? Cloud-Sync oder Updates. Sowas? Was gehen würde. Was meinst du, nicht alles verstanden? Das kann man. Satin, hör auf! Sebastian, was können wir tun? Können wir irgendwas tun, außer zuwarten, aggressiv? Aggressiv. Ich könnte die Kiste ja. Ja, das könnte helfen.
Aber sonst fällt mir auch nichts ein. Ich verrate euch jetzt die Lottozahlen von nächster Woche. Oh, ich habe relativ regelmäßig Aussetzer. Also so wir hatten auch gerade, wir haben zum Beispiel, was du vorgeschlagen hast, nicht gehört. Neustarten war mein Vorschlag. Ah, jetzt ergibt der Sinn. Satz auch Sinn. Mach das doch mal bitte. Ja, warte, ich gucke noch, aber bleib noch gerade dran. Ich gucke gerade mal nach deiner Leitung, ob ich da was sehen kann. Wenn es daran liegt, dann wird wahrscheinlich auch ein Neustart nicht viel bringen. Jetzt stelle ich mir vor, wie du, Sebastian, mit der Lupe ins Kabel guckst und guckst, ob bei Sven Licht an ist. Nee, die Leitung sieht zumindest bis zum Router okay aus. Also ja, probier mal einen Neustart. Ja, okay. Du kannst bis bei Sven zum Router gucken. Wenn der Router es zulässt oder der Provider, dann geht das. Krass. Ein guter Netzwerkadmin lässt das auch zu. Immer diese Admins, die Ping-Pakete sperren, können auch. Ach, du hast hingepinkt. Okay. Ja, das ist schon mal ein ganz gutes Indiz, ob das funktioniert. Beziehungsweise das macht mein System automatisch und ich kann auch in die Historie gucken. Es ist zum Debugging ganz sinnvoll, wenn ich irgendwie mal eine Nachricht bekomme, da hatte Studio Link Aussetzer, dann kann ich relativ schnell sagen, ob es an der Leitung lag oder nicht. Was ich noch wenn nicht du sagst, so. Dein System? Meinst du dann dein Studio Link System? Ja, ja. Das, okay, aha. Das hilft schon ganz gut, auch um so Statistiken zu sammeln. Um zu wissen, wie du. Lastverteilung ist und sowas, oder? Ja, eher wie die Qualität der Netzwerkverbindungen sind, genau. Na, ob Paketverluste auftreten, ob es Jitter gibt, also ob da in der Latenz halt Schwankungen sind. Ja. Dafür ist das schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt. Der Metacast mit den drei Leuten, Martin, Phil und Jan, die haben ja die Herausforderung, dass der Jan nun nach Kanada geht und sie möchten aber trotzdem weiter podcasten. Der Martin erzählte in der letzten oder vorletzten Metacast-Ausgabe, dass er mit dir das technisch besprochen habe und du gesagt hast, müsste eigentlich gehen. Wie siehst du denn das, wenn der jetzt da von Kanada aus reden will? Kann das gut funktionieren? Ja, also solange er nicht die Zentrale macht, wird das funktionieren in einem jetzigen Zustand. Und die Latenz über den Teich, wird die unerträglich werden oder auch gut sein? Die werden dann natürlich höher sein. Das ist Physik, die kann man leider nicht überwinden. Aber es gab schon Gespräche. Also MinCorrect hat ja auch schon mal, also wenn die Netzwerkqualität auf beiden Seiten okay ist, dann spricht da eigentlich nicht so viel gegen. Also ja, es ist höher, aber es ist noch akzeptabel. Ja, ob sich das in der Gesprächsdynamik dann irgendwie stark bemerkbar macht, das muss man dann sehen. Ne? Aber ja, es sollte nicht so gravierend stören, wenn alles gut geht, dass es jetzt gar nicht funktioniert. Ja. Naja, wir haben ja den Travis ja auch schon mal in der Sendung gehabt und das war ja irgendwie gar kein Problem. Also kein nennenswertes wohl. Ich habe keines in Erinnerung. Nö, also das ist eigentlich auch okay. Also klar, dann sind halt mal kurze, längere Pausen dabei, wo man halt dann kurz, aber es wird, also wir reden hier über Millisekunden nach wie vor und nicht über Sekunden, also insofern ist das kein extrem störendes Phänomen. Ja, immer wieder faszinierend, deine Technik, dein Bouquet von Anwendungen, die du da zusammengestellt hast. Ja. Jetzt fragen wir uns natürlich alle, wo ist der Sven geblieben? Macht er irgendwas? Neustart. Ach so, okay. Deswegen hat er auch den. Und Updates. Deswegen hat er auch den Chat verlassen. Gut. Hat er sich über Twitter gemeldet vielleicht? Oder meldet sich überhaupt irgendwas hier? Nö. Schön ruhig hier. Ah.
Ja. Ja, dann. Können wir vielleicht erzählt doch mal was bei euch. Ja, hatte so. Ich auch gerade überlegt, wo wir irgendwas vorziehen. Hm? Macht das ja, irgendwas vorziehen? Ja, gerne. Was aus dem, da gibt es zum Beispiel was im Querbeet. Oh, wenn wir jetzt eine Kategorie springen, verkraften das unsere Kapitelmarken? ich wusste nicht, dass die generell durchsortiert sind. Ich habe die für flexibler gehalten. Ja gut, aber wir müssten dann quasi wieder eine Kapitelmarke zurücksetzen. Auch die Quatsch, Gartenbank. Boah, wir können auch irgendwie auf der Gartenbank. Nach der Gartenbank oft. Ja. So ja gut, ich meine, wir haben ja eh nicht so viel im Querbeet, also machen wir gerade Querbeet. Da gibt es eigentlich nur den Punkt, dass das Roadcaster Pro mal wieder ein Update bekommen hat, ein Software-Update, neue Firmware. Neue Features? Ja, unter anderem. Also was zum Beispiel jetzt gehen soll, ist, dass es einen sogenannten Podcast-Transfer-Mode gibt. Das bedeutet, bisher war es ja so, oh, da kommt der Daniel, Sven. Ja, hallo Ali. Ja, und hörst du uns wieder besser? Jetzt höre ich euch wieder. Ich bin mir fast sicher, dass die Windows Firewall plötzlich der Meinung war, dass Studio Link irgendwie böse wäre. Okay. Denn jetzt gerade beim Starten sagte sie mir hier, willst du dieses Programm wirklich zulassen? Ich sage, ja, wie die letzten 70 Mal auch schon. Ja, wobei normalerweise blockiert sie es dann hart weg, wenn sie wirklich... Dass sie nur so Aussetzer durchlässt, ist ein bisschen merkwürdig. Aber gut, vielleicht war wirklich irgendein Hintergrundprozess angesprungen, der da die Leitung belegt hat. Das kann ich mir bei der Leitung, die ich habe, kaum vorstellen, aber gut. Hm. Na gut. Also ich kann den D-Slam aus dem Fenster sehen. Also. Ja, wir sind gerade mal ins Querbeet gesprungen, um die Pause zu überbrücken. Super. Das machen wir gerade zu Ende, das Thema. Es geht um das Roadcaster Pro Firmware Update 2.0. Ich halte so lange die Klappe, da kenne ich mich nicht mit aus. Ich kann auch nur berichten, weil selber habe ich es ja auch nicht. Also es gibt einen neuen Podcast-Transfer-Mode. Bisher war es so, dass die Micro-SD-Karte, die verbaut ist, wo auch zum Beispiel aufgezeichnet wird, halt, wenn man da die Aufnahme rankommen möchte, halt musste man die bisher rausholen und dann in den Rechner stecken. Das geht jetzt einfacher, indem man einfach im Gerät sagt, geh bitte in diesen Podcast-Transfer-Mode und dann bietet sich das über USB auch als externes Laufwerk an und man kann direkt auf die Audiodateien zugreifen und ja, die dann direkt runterladen über USB. Also eigentlich eine normale Funktion für einen Rekorder, oder? Ich weiß gerade gar nicht, wie es beim H6 ist. Hat das einen Transfer-Mode? Ja, ne? Ja, also ja, klar. Für mich ist das so, ich kenne es ja halt nicht anders. Ich nehme da irgendwas drauf auf und wenn ich dann das, was ich da aufgenommen habe, im Rechner haben will und mache eine USB-Verbindung, dann kann ich es wie selbstverständlich das wie ein externes Laufwerk benutzen. Ja, ist kann auch Fotos da drauf sehr speichern. Praktisch, aber das zeigt, das ist halt so ein bisschen dieses Thema beim Roadcaster Pro, dass viele Features, die man so für selbstverständlich erachtet hat, auch wie diese Mehrspuraufnahme, dass die erst so nach und nach mit diesen Firmware-Updates kommen. Also wurde anscheinend sehr stark mit der heißen Nadel, könnte man vermuten, entwickelt, um die erste Generation rauszubekommen. Oder man macht es halt wirklich so ganz modernen Entwicklungen nach Kundenwünschen. Kann ja auch sein, keine Ahnung. Kann man machen, aber dann sollte man nicht diesen Preis für das Gerät von vornherein nehmen, finde ich. Gut, es wird ja kostenlos nachgeliefert, diese Updates, ja, okay. Aber ja. Ja, das weiß man aber im Voraus nicht. Ne? Ja, das also das ist klar, so ganz am Anfang fand ich das schon recht sportlich. Es gibt dafür ja auch keine Roadmap, also es werden zwar ein paar Features immer wieder angekündigt, aber so. Roadmap muss das doch heißen. Roadmap. Ja. Entschuldigung. Rödelmap. ist es nicht die Rode Map? Sorry. Aber okay, ja. Das musste raus. Ja, ich muss eben einen in die Wortspielkasse tun. Ja. Oh, da ist aber noch Platz. Also da können wir noch was reinwerfen. Ja. Da geht noch was. Ja.
Dann wurde das Soundpad erweitert, indem man da mehr Bänke zur Verfügung hat, um da halt, wenn man verschiedene Podcast-Formate hat mit verschiedenen Sound-Files, dann kann man die halt so ein bisschen vorbelegen. 64 insgesamt sind dann möglich und so die ein oder andere Funktion ist auch dazu gekommen. Dann gab es noch an dem Broadcast-Ready-Features, dass wenn man also irgendwie so Livestreams macht, dass quasi die Pre-Fade-Geschichten etwas anders eingestellt sind, sodass man halt wirklich direkt senden kann. Genau, und auch in dem Handling, wie man quasi externe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, dass man die dynamisch zuschalten kann, wer gerade zu hören ist oder nicht. Solche Verbesserungen sind da jetzt vorgenommen worden. Da müssen wir mal in die Details gucken. Da ich das Gerät jetzt nicht habe, kann ich da jetzt nicht so ganz nachvollziehen, hundertprozentig, welche Einstellungen da jetzt in dieser Geschichte gemeint sind. Von den Punkten, die Ralf, glaube ich, da irgendwann mal aufgegriffen hat, den hatten wir auch schon verlinkt, wo er das Gerät mal auseinandergenommen hat, habe ich zumindest jetzt von der Liste nichts gesehen, dass da irgendwas offiziell verbessert wurde. Aber sie haben ihn ignoriert, böse. Aber es kann ja trotzdem sein, ich meine, man kennt das ja so und many bug fixes oder so steht ja häufig noch irgendwo drunter und vielleicht fällt das irgendwo unter den Kleinigkeiten, die sie auch noch mit dem Update behoben haben, drunter. Es gibt anscheinend nach wie vor größere Update-Sprünge, wo halt Features nachgerüstet werden, also insofern kann man jetzt nicht unbedingt so stark meckern. Nee, das ist ja im Grunde sehr schön, dass sie sich anscheinend wirklich um das Produkt kümmern und dann auch schauen, was können wir da noch hineinzaubern und dann eben auch die entsprechenden Funktionen dafür anbieten. Das finde ich also so gesehen gut. Das ist halt eine neue Philosophie, dass man scheinbar Sachen erstmal so in einem, sagen wir mal, Ursprungszustand ausliefert und dann mal guckt. Kann man ja machen. Ja, so neu ist das aber gar nicht. Es gibt ja den Begriff der Bananensoftware auch schon ewig. Ja. Also Software, die beim Kunden reift. Und das ist eben auch bei Mobiltelefonen und vielen, vielen anderen Dingen schon seit Jahrzehnten der Fall. Also hier ist das nur so bei dem Preisniveau, in dem sich das Gerät bewegt, finde ich das schon, ja, ich will nicht sagen ärgerlich, aber sagen wir es mal so, am Anfang hat sich das Gerät durch so ein paar Lücken ja wohl ein bisschen disqualifiziert, zumindest für mich persönlich, auch wenn andere sehr happy damit sind. So allmählich wird das Gerät technisch interessanter, aber inzwischen habe ich ja was anderes und ich würde das Ding gerne einfach mal ein paar Stunden in Ruhe ausprobieren, um zu gucken, was ist dran. Das würde mich schon neugierig machen, aber wahrscheinlich wirklicher Bedarf ist bei mir da nicht mehr. Was mich halt wirklich nur erschreckt hat, war dieses schnelle Übersteuern und digitale Übersteuern, was da wohl stattfindet. Und das ist schon ein relatives No-Go nach wie vor. Ich hoffe, dass sie das in den Griff bekommen, weil das macht natürlich ganz schnell Aufnahmen kaputt, wenn man in solche Bereiche ganz schnell reinkommt, ohne es wirklich zu merken. Und ja, vor allem, wenn man sich anguckt, was man in der Preisrange sonst noch so an Audiogeräten kriegt, ne? Richtig, normalerweise erwartet man in der Preisrange eine Qualität, wo man mit sowas nicht rechnen muss. Wo liegen wir jetzt ungefähr? Bei 500 oder wo ist das? Zwischen 500, 600 Euro, ja. Ja, genau, 575 okay. Beim T. Ja, ist aber günstiger geworden, das war ne, knapp über 600, glaube ich. Das waren mal 650 ungefähr, ja. Was auch schon also mit einem Freund und Musiker und audiophilen Menschen, der sich also auch so mit Musiktechnik viel beschäftigt und nicht der Ansgar ist, über dieses Gerät unterhalten und der sagte dann, naja, für euch Podcaster müsste doch eigentlich so ein Rack-Mixer total perfekt sein, weil ihr braucht ja eigentlich gar keine physikalischen Knöpfe in aller Regel. Und ich habe mir dann daraufhin so einen Rack-Mixer zugelegt, der dann, ich sag mal, noch ein 100er teurer war als der Rödelcaster und wo dann auch kein Kopfhörerverstärker drin ist und so weiter und so fort. Aber das Ding hat 20 Eingänge, ja. Und kosten Honi mehr. Gut, das bin jetzt wieder ich, dass ich es einfach total übertreiben muss. Aber ja, ich wollte sagen, wie willst du mit 20 Leuten reden, ne?
Nein, aber das dann hat man das schon. Die Freakshow halt, hätte letztens welche gebrauchen können. Ja. Wer? Die Freakshow auf dem Camp. Da waren ich dann hatte ganz kurz, so. Ich hatte die Kiste ja mit. Ich hatte ganz kurz überlegt, ob ich sie holen soll, aber es war ein bisschen zu weit. Nein, also, wenn man sich dann anguckt, was man da trotzdem so machen kann, naja gut, dann denke ich mir halt auch, gut, also ich werde einen Rödelcaster nicht mehr brauchen, weil ich habe jetzt die 5000 Watt Podcast-Maschine, wie ich sie liebevoll nenne. Ja. Nee, hätte ich mir auch gerne auf dem Podstock näher angeguckt, aber da, wie das halt immer so ist, hat man da so wenig Zeit, aber wir werden sicherlich mal die Gelegenheit nochmal haben, sonst musst du das mal zum Orga-Meeting oder so nochmal mitbringen, dann können wir uns das nochmal genauer angucken. Also ich mag dieses Rack-Mixer-Konzept, finde ich auch in der Tatsache sehr, sehr cool. Ist natürlich alles mit den Standards immer so ein bisschen schwierig, aber ja, ist aber schon ganz nett. Also kann man schon nette Dinge mit anstellen. Kannst du mich mal kurz aufklären, um was für ein Gerät redet ihr denn? Von was für einem Gerät redet ihr jetzt? Rack-Mac oder Rack-Mic oder wie heißt das? Ein Rack-Mixer. Du hast im Prinzip einen Mischer, wie man den so als Gerät mit so Schiebern drauf kennt. Nur der ist zum Einbauen in so ein 19-Zoll-Rack, also so als Einschub im Prinzip. Und ja, der hat halt keine physikalischen Kontrollen, sondern das gibt entweder eine App oder in dem Fall bei dem Gerät, das ich habe, läuft eine HTML5-Webseite drauf und man hat sämtliche Kontrollen in Anführungszeichen virtuell. Und dann kann man sich übers Netzwerk mit dem Ding verbinden und kann dann alles damit machen, was man mit so einem Mischer auch kann. Aber dadurch, dass das Ding halt keine Knöpfe und keine Fader und keine Lampen und nix hat, ist es natürlich sehr viel günstiger. Der Vorteil ist halt auch, du kannst das Ding halt direkt auf die Bühne stellen, hast halt so kurze Kabelwege und ziehst dann in der Regel irgendwie Netzwerkkabel oder so raus. Teilweise gibt es dann Modelle, wo du dann quasi nochmal ein externes Mischpult hast, was dann quasi über Protokoll nochmal mit dem Rackmixer sprechen kann. Und dort dann hast du halt wirklich nochmal physische Knöpfe, die du drücken kannst, oder halt du bedienst es wirklich komplett remote über eine App oder ähnliches. Ja. Genau. Und ich sag mal, man kann da halt so lustige Sachen machen, wie bei mir, glaube ich, 8 AUX-Mixer rausziehen, die auf einzelne Kopfhörer legen, also weil ich einen Kopfhörerverstärker da drunter habe. Und das heißt, das könnte sich jeder von euch mit seinem eigenen Gerät einloggen und dann den eigenen Kopfhörermix nochmal verstellen oder solche Geschichten, was kein Mensch braucht, um ehrlich zu sein. Aber der Nachteil ist, diese Multitrack-Recording-Funktion, die hatte in dem Fall halt nur das Spitzenmodell. Und es gibt die Dinger auch in kleiner. Also ich habe jetzt einen Soundcraft und es gibt auch, ich weiß gar nicht, einen 5-Kanal und einen 12-Kanal oder irgendwie sowas, was ja für Podcasting völlig reichen würde. Aber die haben halt die Multitrack-Recording-Funktion nicht, sondern die können nur die Stereosumme aufnehmen. Dann haben wir wieder den Anfang vom Rödecaster. Ja. Genau, ich habe dann auch schon gedacht, ob man Soundcraft vielleicht mal steckt, so nach dem Motto, Leute, hier, es gibt da irgendwie, weil die Dinger sind dann deutlich günstiger als der Rödelcaster. Und selbst wenn man dann noch einen Kopfhörerverstärker dazu kaufen muss, ist das viel, viel günstiger als der Rödelcaster. Ich habe schon überlegt, ob man die Leute mal steckt, so nach dem Motto, hey, es gibt da irgendwie eine riesengroße Podcasting-Szene und ihr hättet das perfekte Gerät, wenn ihr nur das Multitrack-Recording dazu packt. Ja, klar. Interessante Variante. Zum Rumtragen ist das natürlich gar nicht geeignet. Ne? Das ist wirklich nur so eine Festinstallation dann auf einer Bühne. Ja, geht so. Also ich habe es jetzt in einem Rack mit Rollen drunter. Da kann man es halt durch die Gegend rollen. Man kann das Ding ja aber auch zum Beispiel in so einen Trolley einbauen. Ne? Also dann kann man es halt wirklich einfach als Kiste mit Rädern und einem Griff dran in der Gegend rumrollen. Da gibt es sogar Koffer, die richtige 19-Zoll-Einschübe haben, die man dann benutzen kann, ne? Genau, und die Dinger sind nicht so wahnsinnig tief. Von daher ist das an sich schon eine ganz nette Variante. Das ist natürlich, ich sag mal, Profi-Equipment, ne? Ja, oder ambitionierte Amateure oder Hobby-Podcasterinnen und Podcaster brauchen sowas halt manchmal auch. Also. Sag ruhig Bekloppte, also. Juhu! Ja, es, ja, jein, ne? Ja, klar, also man hat immer, also ich kenne das von mir, ich habe immer ein Gerät mehr hier herumliegen, als ich tatsächlich brauchen würde. Das ist so,
ein bisschen gaga, das stimmt schon. Aber seitdem ich so eine Grundausstattung habe, hat dieses Kaufen, Haben, hat Gott sei Dank nachgelassen. Also ich versuche jetzt einfach mit den Sachen, die ich habe, klarzukommen. Getreu dem Motto, das, was du hast, setz sinnvoll ein, dann wird das, was dir fehlt, nicht wichtig sein. Und dann funktioniert das meistens auch schon. Ein Pöt. Das ist ein Spruch von meinem Vater. Der ist super. Ich weiß nicht mehr viel von meinem Vater, der ist gestorben, als ich noch sehr klein war, aber das war ein Spruch, den bringe ich mit ihm in Verbindung und ab und zu kommt der hoch und nordert mich dann wieder ein, sodass ich dann denke, also eigentlich hast du schon ganz viel und wenn du das nur gescheit kombinierst, dann kannst du dir fast alles irgendwie zusammenstellen und das super tolle Gerät oder die super tolle, was weiß ich, brauchst du eigentlich gar nicht. Es ist nur dieses haben wollen und wenn man dann mal umzieht und muss den ganzen Krempel mit sich rumschleppen, dann kommt schon die Frage auf, warum habe ich das eigentlich alles? Was ist doch nur Ballast? Weg damit. Ja, ich habe die Tage im Sendegate gesehen, dass da noch ein Headset angeboten wurde. Da wäre ich dann beinahe noch schwach geworden, weil ich dachte, ich lege noch eins hin, weil ich vielleicht im nächsten Aufnahmesituation... Oh, was denn für ein Headset? Das Standard-Headset, hätte ich fast gesagt. Ja, es gibt das ja den inzwischen mehrere, Gedächtnis-Headset. Aber das von den beiden Standard-Headsets, die es gibt, das teurere. weil ich demnächst wahrscheinlich so eine Aufnahmesituation habe, wo ich tatsächlich ein drittes brauchen könnte. Aber ganz ehrlich, das ist so ein Luxusproblem, weil kann ich genauso gut auch das Reportagemikrofon in die Hand drücken, dann wird das auch funktionieren. Aber so für einen kurzen Moment tauchen diese Impulse ja doch auf. Genau wie das, was jetzt auch auftauchte, das wollte ich noch eben erwähnen, das neue Zoom F6, was vorbestellt werden kann. als ich das gesehen hatte, hatte ich auch so einen instantanen, oh, das will ich bespielen, Impuls. Nicht, dass ich das Ding jetzt wirklich bräuchte, aber es scheint sehr, sehr coole Aufnahmen machen zu können, die kaum zu übersteuern sind, weil das Ding einfach so einen großen Spielraum hat. Das würde ich also wirklich gerne mal ausprobieren, das Ding. Das ist also so ein Multitrack-Field-Recorder mit 6 Spuren und 6 XLR-Eingänge. Schön, ne? Schön kompakt. Ja, das ist auch hübsch. Hat ein hübsches farbiges Display und Regler, die anscheinend nicht ganz so leicht zu verdrehen sind wie beim H6. Ja, also das Ding würde mich dann auch nochmal interessieren. Aber da steht tatsächlich auch eine Preisnummer, also eine Summe dran, wo ich sage, Schluck. Nee, absolut nicht. Tja. Achso, das mit dem Reglerverdrehen beim H6, hatte ich das erzählt, dass ich mir hier so ein Käfig, so ein Überrollbügel zugelegt habe dafür? Ich hatte das, glaube ich, auch per Twitter so ein bisschen rumgeschickt. Lars, du hattest mich ja mal auf so eine Quelle aufmerksam gemacht, wo man tatsächlich solche, ja, was sind das, so 3D gedruckte Plastik Überrollbügel bekommen kann, die man dann da anstelle der rechts und links befestigt, also das sind ja so Führungen rechts und links und man mit 2 Schrauben fest, die kann man dann da rausmachen und stattdessen kann man das dann da reinmachen. Funktioniert so, also wenn es hier so auf dem Tisch liegt und theoretisch ganz gut, ich bin mal gespannt auf den ersten Einsatz im Feld, ob das dann auch tatsächlich gegen unbeabsichtigtes Verstellen richtig schützt. Es ist unverschämt teuer, aber ich habe mich auf dem Schiff, wo wir waren, bei der MS Wissenschaft, habe ich mich so geärgert, dass das zum 100. Male passiert war, dass ich gesagt habe, also das Geld setze ich jetzt einfach mal ein, um diesen Schmerz endlich mal loszuwerden. Mal gucken, ob es klappt. Ja. Gut, das wollte ich nur erzählen. Deine Erfahrungen werden mit großer Neugierde aufgenommen, weil ich habe das Problem ja auch schon gehabt. Gut. Jo, also, Röde arbeitet sich an seinem Caster ab und wir haben immer wieder was zu erzählen. Sehr schön. Haben wir noch was im Querbeet? Nö, ne? Nee. Dann kommen wir doch jetzt wieder zurück zum Daniel. Sven, Mr. Valatze. Zum Gast. Ach, nochmal mehr. Oh, kriegst nochmal eine Fanfare. Doppelt hält besser. Jo, hallo.
Hallo. Wir waren, glaube ich, stehen geblieben bei der Frage, wie du überhaupt zum Podcast-Hörer geworden bist. Was war deine erste Droge, glaube ich, war meine Frage. Ich meine aber jetzt die akustische, die anderen kannst du weglassen, das interessiert dir nichts. Ach so, schade. Ja, nein. ich war damals in einem Internetforum zu einem YouTube-Kanal, Geek and Sundry hießen die. Und haben viele Leute irgendwie auf YouTube rumgemacht und mit YouTube rumgemacht. Und dann ging es los mit diesen YouTube-Hangouts, wo man dann relativ simpel da so Videos mit mehreren Leuten telekonferenzmäßig aufzeichnen konnte. Und dann hatte irgendwie jeder seinen eigenen YouTube-Kanal, auch von den Fans. Und wir haben da halt irgendwie rumgerödelt. Und dann ging die YouTube-Geschichte dann irgendwann vorbei und dann ist bei vielen Leuten Podcast übergeblieben. Und so bin ich irgendwie auf Podcasts gekommen. Und dem YouTube kam Podcast? Ja, weil ich sag mal, viele Leute haben dann gesagt, okay, also irgendwie mit Video und hier Aufzeichnung und so weiter, das ist eigentlich, wenn wir sowieso alle rumsitzen und reden, dann muss man uns eigentlich nicht im Video sehen. Und so sind die Leute dann in großen Zahlen irgendwie dahin gekommen, dass sie halt dann Podcasts gemacht haben. Und davon sind, glaube ich, noch zwei über. So, aber damals waren das halt viele. Ja gut, und dann kam dazu, dass ich dann irgendwann angefangen habe, Konferenzvorträge von englischen oder amerikanischen Hacker-Konferenzen zu gucken. Und dann kamen natürlich auch irgendwann die Vorschläge zum Kongress, wo ich dann eine MinCorrect Live-Show gesehen habe und dann gedacht habe, oh, es gibt auch deutsche Podcasts. Was? Ja, das waren deine ersten deutschen? Und dann habe ich angefangen, MinCorrect zu hören, genau. Und ach, ja, wow. Fand die am Anfang auch sehr merkwürdig, weil irgendwie sehr lang und wie, nur am Anfang? Viele Insider-Witze und da gewöhnt man sich dann dran. Wenn man dann erstmal irgendwie die kompletten Folgen nachgehört hat, dann kennt man die Insider-Witze ja und dann geht's ja. war das die Show unter der Rolltreppe oder schon auf der Bühne, die du gesehen hast? Ich glaube, das war schon die nach der Rolltreppe. Nee, es war nicht die Show unter der Rolltreppe, genau, das war die danach. Ja, die war schon die auf der Bühne, ja. Geht nicht in Saal 1 Show, war das wahrscheinlich. Nee, das war die davor, glaube ich. Die nicht in Saal 1 Show, die kam dann ein Jahr später. Ach, die kam noch ein Jahr später? Okay. Ja. Aber gut, du nagelst. Das ist ganz witzig, ne? Das ist auch nicht genau. Das fühlt sich alles noch so frisch an und gleichzeitig, wenn man aber in den Kalender guckt, sind das irgendwie schon 5 Jahre oder so. Gestern habe ich gehört, seine kleine Tochter ist auch schon 4 und ich habe gedacht, ja. Ey, die ist doch gerade erst geboren worden. Ey, wo ist denn jetzt? Genau, schön? Das hatte ich auch, ja. Wo kommt ja, denn die? Genau. Die kann schon löten? Hey, was können Säuglinge heutzutage denn schon? Das ist echt irre. Ich komme da nicht mehr so richtig mit. Aber auch das wurde ja letzthin einmal kurz angesprochen, das mit der Zeitwahrnehmung. Wie war die Theorie? Die Taktfrequenz, mit der wir Zeit wahrnehmen, verändert sich im Laufe des Lebens. Also wahrscheinlich nehmen wir alten Menschen dann nur noch jede zweite Minute wahr oder so. Und dann, klar, dann sind plötzlich 2 Jahre, fühlen sich dann an wie ein Jahr. Das macht Sinn. Das hat, glaube ich, Reinhard erzählt. So als letztes, kurz, aber schön. Oder ich habe das noch anders in Erinnerung, aber ja, doch, so ungefähr war es ja. Wie hast du es in Erinnerung? Komm, erzähl mal richtig. Nee. Du, ich könnte es jetzt auch nur zusammentüdeln. Also wenn ihr es nochmal hören wollt, dann hört euch die MinCorrect-Folge dazu an, bitte. Es gibt irgendein Buch, da wird über, wie war das denn noch? Das ist ein Mensch, der hat auch immer irgendwie so Aussetzer. Und der merkt das daran, dass er ein Huhn sieht und ein Korn. Also, und das Korn liegt vor dem Huhn auf dem Boden. Und er schaut die ganze Zeit hin und irgendwann ist das Korn weg. Und er weiß, das Huhn muss das Korn gepickt haben. Aber das Picken selber hat er nicht mitbekommen. Also das fand ich so von der Vorstellung her so schön oder so ein bisschen irre auch, dass du weißt, hier ist gerade was passiert. Aber du weißt auch, du hast keine Wahrnehmung von dem, was passiert ist. Das hat mein Hirn so ein bisschen verdreht. Ich weiß nicht mehr, wie war das? Was war das denn noch für ein Buch? Oh, heute weiß ich wieder gar nichts. Ja, es ist genau. Es ist das der gleiche Zustand. Super. Okay, also du bist über MinCorrect zum deutschsprachigen Podcast hören gekommen.
Ja, und da habe ich eine ganze Weile in Anführungszeichen nur MinCorrect gehört und halt meine Amis. Und ja, dann, ich glaube, der nächste war in der Tat auf Distanz, weil Lars halt bei MinCorrect erwähnt wurde. Oh, Lars, hör mal. Guck mal. So kommen die Hörer zu dir. Das war das Schönste, ja, wo ich Lars dann das erste Mal getroffen habe und wir standen da und dann sagte jemand irgendwie ganz schmeichelhafte Sachen und Lars wurde irgendwie immer kleiner und immer kleiner und oder wollte zumindest immer kleiner werden. Und als ich dann irgendwie sagte so, ja, nee, also das war ja auch in der und der Folge, die war ja auch super und oh, du hörst mich auch. So, ja. Das war im Labor, ne? Ja, genau. So, mhm. Ich hab auch alle alten Folgen nachgehört. Oh. Moment mal, am Ende von Auf Distanz wird doch einem Sven regelmäßig gedankt. Bist du das womöglich? Vielleicht. Okay. Okay. Mhm. Ich spoilere okay. Jetzt mal, schön. Dass du den Ralf auch kennst. Also. Ihr wart auf meiner Liste der üblichen Verdächtigen, aber jetzt weiß ich es, dass es stimmt. Ja, nein. Also wir haben uns da auch schon ein High Five für gegeben, denn sowohl Ralf als auch mir war irgendwie nicht klar, dass der andere jeweils der andere ist. Wie man manchmal so ist halt. Genau. Wer könnte Ralf sein? Keine Ahnung, ich kenne keinen Ralf. So richtig durcheskaliert ist mein Podcast-Konsum. Also der war vorher schon ganz schön ausufernd, aber richtig durcheskaliert ist er dann halt nach dem ersten Podstock, weil da musste man ja dann die Podcasts von all den netten Menschen hören. Ich habe vorher nicht gedacht, dass ich irgendwie mal Personal Podcasts irgendwie hören würde. Ich war kurz vorher, war ich auf Jörn Schaas feinen Podcast gestoßen und jetzt höre ich doch so einige. Ja. Das ist wirklich faszinierend. Also bei mir war es etwas andersrum. Ich habe zum Beispiel den Brombeerfalter, habe ich vorher gehört, bevor ich das zum ersten Mal getroffen habe. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich auf den gekommen bin. Aber diese Tatsache mit dem Busfahren und so, irgendwie war das ja auch mal so eine Art Kindheitstrauma. Trauma, Quatsch. Kindheitstraum, einen Busführerschein zu machen. Warum auch immer. Ich habe tatsächlich schon mal angefangen zu sparen, weil ich dachte, ich mache einen Busführerschein für nix irgendwie, weil man muss man den ja auch irgendwie alle 5 Jahre auffrischen und so und das kostet immer wieder Geld und wenn man den dann nicht benutzt, macht das überhaupt keinen Sinn, aber ich fand irgendwie die Vorstellung, so ein großes Gefährt elegant durch die Straßen zu lenken, fand ich irgendwie unglaublich toll. Ich glaube, das ist überhaupt nicht so toll, wenn man das täglich machen muss, aber man kann ja so ein bisschen rumträumen. Und dann habe ich halt mitbekommen, oh, da ist ein Busfahrer, der erzählt von seinen Reisen und von dem, was er so mitmacht und so, wow. Und dann hat er auch noch so nett erzählt und auch noch so mit so viel Wortwitz. Das ist ja nun wirklich etwas, was den Brombeerfalter echt auszeichnet, dass er auch ganz viel Spaß am Verdrehen von Worten hat. Und ich höre sowas einfach gerne. Den habe ich beim Podstock dann kennengelernt und gesagt, oh, ich höre dein Angebot. Da war er so ein bisschen verwirrt auch. Aber ich kenne genau den Effekt, den du gerade beschrieben hast, wenn man dann plötzlich mitbekommt, ach, der ist das oder die ist das, ach so. Und plötzlich wird ein bis dahin vielleicht auch eher uninteressanter Personal Podcast dann doch interessant, weil man irgendwie merkt, die Person macht neugierig und dann ist es schön, wenn man dann noch so ein bisschen nachhören kann. So, also das fand ich auch sehr interessant, diesen Effekt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Bei mir sind das teilweise verschiedene Entitäten in meinem Kopf. Also irgendwie die Leute, mit denen ich auf Twitter rumblödel, die Leute, die ich kenne und die Leute, die im Podcast ich höre, die sind irgendwie unterschiedlich. Und in dem Moment, wo ich die Leute dann wieder treffe, dann dauert so eine Stunde oder zwei, bis diese drei unterschiedlichen Entitäten in meinem Kopf wieder eins geworden sind. Von einer und derselben physikalischen Person? Ja klar, also wenn die Leute einen Podcast haben, dann ist das halt ein Kanal quasi und irgendwie Twitter oder irgendwie Schreiben mit denen ist irgendwie ein anderer Kanal und die Person dann physisch vor sich haben, ist noch ein dritter. Und bis ich dann irgendwie wirklich endgültig für mich verstanden habe, dass das jetzt irgendwie alles drei die gleiche Person ist, das dauert bei mir manchmal ein bisschen. Ist ein ganz witziger, ich meine, ich kenne das inzwischen, es passiert oft genug. Aber ja, ich kenne das inzwischen. Also ich sag mal jetzt bei Lars und auch dich, Martin, treffe ich irgendwie oft genug, dass, also ja, vor allem Lars jetzt in letzter Zeit, dass das jetzt nicht passiert. Aber so bei Daniel zum Beispiel dauert es immer ein bisschen.
weil ich den halt so nur auf dem Podstock bis jetzt, ja gut, und dann nach dem Podstock bei dem Auf-Distanz-Kurs Baikonur-Event in Köln und naja, gut. Lars, du kennst den Effekt, erzähl uns von dir. Nee, es ist im Prinzip, was Sven gesagt hat. Man hört einen Menschen und begegnet ihm dann irgendwann persönlich und ja, man hat vielleicht auch schon irgendwie andere Vorstellungen. Das ist gerade dann, wenn man dem Menschen zum ersten Mal begegnet, immer noch so ein bisschen so ein ja, so eine Sache, die man irgendwie zur Deckung bringen muss, wie früher im Prinzip so bei coolen Radiomoderatoren, hätte ich fast gesagt, wenn man den dann das erste Mal sieht, sieht er irgendwie ganz anders aus, als man sich das vorgestellt hat. So, und ja, das oder auch Moderatorinnen selbstverständlich. Und ja, das habe ich so jetzt mit einigen Podcastern in deutlich abgeschwächter Form eben auch in den letzten Jahren noch erlebt. Und ja, dieses erstmal. Ja, dieser Mensch, den erlebt man jetzt eben in einem persönlichen Miteinander. Man unterhält sich vielleicht oder kriegt mit, wie er sich in der Gruppe unterhält. Und das ist dann vielleicht doch anders, als das in dem Podcast war. Und ja, es ist trotzdem der gleiche Mensch und das muss eben irgendwie sozusagen zusammengefügt werden. Ich weiß nicht, Sven, meinst du ungefähr sowas? Ich kann das auch sonst nicht kaum besser ausdrücken. Doch, genau so. Also man weiß natürlich intellektuell, dass das die gleiche Person ist, aber diese Dissonanz, die bleibt ein bisschen, ja. Oder diese, weiß ich nicht, wie soll man das nennen? Kann das auch damit zusammenhängen, dass wir uns, wenn wir so in so ein Mikrofon sprechen, doch irgendwie ein bisschen verstellen und so eine Kunstform oder sowas von uns erfinden, die mit dem man dann also, was weiß ich, in der Kaffeeschlange irgendwo beim Potsdok oder so, dann trifft eben auch gar nicht unbedingt gemein das Gleiche ist, sondern eben so eine Kunstfigur irgendwie ist. Kann das auch da reinspielen? Naja, es gibt auf jeden Fall einen Filter. Ich würde im Podcast sicherlich nicht alles erzählen, was ich so in einem sehr freundschaftlichen, gebundenen Miteinander so vielleicht mal ausplaudern würde. Also hier sprechen wir über Podcasts und solche Dinge, aber und manchmal erzählt man auch mal was Persönliches, aber es gibt eben auch Dinge, die würde ich hier eben nicht erzählen, sondern unter Freunden, das können durchaus viele der Podcaster sein, das sind auch viele Podcaster, die ich im Laufe der Jahre jetzt kennengelernt habe, aber ich würde es eben nicht im Podcast sagen, nicht alles. Also ja, da gibt es Unterschiede. Ja, ja, da muss man, glaube ich, dann auch, nicht bestimmbar ist. Ja. Man muss das Format, glaube ich, auch unterscheiden. Also der Sendegarten-Lars ist ja nun deutlich anders als der Auf-Distanz-Lars. Danke, dass du das ansprichst. Das habe ich genau im Kopf gehabt. Ja. Hm? Es gab einen fantastischen Moment, als Lars beim Quantenrost zu Gast war. Und er dann anfing so zu erzählen und dann irgendwann so eine längere Erklärung abgab und dann fiel er aus seiner ESO-Schwurbler-Rolle, die er da angenommen hatte, so ein bisschen raus und plötzlich erzählte er mit dem Auf-Distanz-Duktus diesen totalen Blödsinn, den er sich da ausgedacht hatte. Und es war fantastisch, ja. Ich habe also das Mikrofon ausgemacht und genossen. Das war toll. Was bitte ist der Auf-Distanz-Duktus? Das würde mich auch interessieren. Sehr seriöse, sehr, sehr ruhige, sehr professionelle, würde ich es mal nennen, was Lars da bei Auf-Distanz an den Tag legt. Also, so redet Lars ja selten im Alltag. Ja. Wie er da spricht. Es fiel damals besonders auf bei der Folge, die du mit Nikolas gemacht hattest, gemeinsam, wo ihr dann wo auf Distanz zum ersten Mal nach meiner Wahrnehmung so eine Doppelmoderation oder Dialog oder irgendwas war, das war schon ganz anders als die Episoden vorher. Aber ist klar, wenn du alleine zu Hause sitzt und ein Skript ins Mikrofon sprichst, ist eine andere Situation, als wenn du halt mit jemandem gemeinsam nachdenkst, was haben wir da gerade erlebt und gesehen. Ja, aber ja, lass uns zurück zu Sven gehen. Das ist viel zu viel Lars gerade. Okay, wenn ihr den Gesprächs-Lars mehr hören wollt, dann hört auf Distanzkurs Baikonur. Stimmt, da kann man auch den Gesprächs-Lars hören. Okay, gehen wir vom Lars weg. Macht er sich wieder klein? Nein, aber Sven ist nun mal klein. Gast.
Ja, ach, das ist ja nicht, macht ja nichts. Apropos klein, ich hatte übrigens gedacht, dass Malik, Letty und Lars alle ungefähr so groß wären wie ich. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ihr könnt ja mal so selber rausfinden, wie groß die Leute sind. Ich möchte sagen, ich lag bei allen dreien heftig daneben in verschiedene Richtungen. Okay. Sehr gut. Okay. So, wir sind also gerade schon, haben wir schon gehört. Also ich will noch, bevor wir zum Camp kommen, noch ganz kurz über deine Projekte sprechen, Sven, Daniel, ja, das Evil, Wallis. Können wir ja kurz halten. Du hast gerade schon den Quantenrost angesprochen, wo Lars zu Gast war. Das ist ein Projekt, das ist inzwischen beendet. Was war denn das? Ganz kurz. Für alle, die es noch nicht kennen. Beendet. Ist nicht beendet? Hallo? Da kommt noch mal was. Also bitte noch im Podcatcher lassen, wir arbeiten dran. Techniker ist informiert. Aber das ist aber jetzt die Dreingabe, oder? Bin ich so falsch informiert? Was das so wird. Aber nein, wir haben da eigentlich nichts zu verlautbaren lassen. Von daher, ich will da jetzt auch, also gut. Also ich erzähle erstmal, was es ist. Der Quantenrost war eine blöde Idee, die der Kai Daniel Du, auch bekannt als der Hobbykoch-Podcaster, auf dem Podstock hatten, als wir da irgendwie am Grill rumhangen und geistige Getränke zu uns nahmen und wobei da an denen lag es nicht. Irgendwie lagen da so Stücke mit so Himalaya-Salz und die haben wir dann auf den Grill gepackt und dann haben wir angefangen Blödsinn zu reden, so nach dem Motto, ja, der Grill muss ja auch harmonisiert werden und deswegen hier diese Salzkristalle. Und dann gab ein ESO-Schwurbel Unfug den anderen. Und dann irgendwer sagte dann, wie das auf dem Podstock immer so ist, Mensch, da müssen wir einen Podcast draus machen, das ist ja unfassbar. Und das haben wir dann gemacht, das hat, ein halbes Jahr gedauert oder so. Aber im Prinzip reden wir so 20 Minuten totalen ESO-Unfug und beziehen den halt aufs Grillen. Da gibt es dann also die Carbonfrequenz, auf die man also alles harmonisieren muss und worauf man sich einstimmen muss. Und es gibt den immer wieder erwähnten Quantenrost-Webshop. Das Produkt ist jetzt auch gar nicht so teuer. Und wo wir dann immer auf irgendwelchen Unfug verweisen, den wir da verkaufen. Und da haben wir uns dann... Männerkohle, ne? Sowas in der Art, genau, zum Beispiel. Genau, Mutterkohle und Vaterkohle. Und also ein Unfug halt. Ich habe keine Ahnung. Also Kai in dem Fall, aber... Ja, meistens werden diese Produkte dann noch wirklich völlig spontan reingeworfen und dann es ist im Prinzip Improvisation, was wir machen, also Improv-Theater. Und wir werfen uns da halt so diese Ideen zu. Kai macht, glaube ich, etwas mehr Recherche als ich. Also ich gehe da relativ kalt rein. Ich höre mir halt irgendwie vorher so ein bisschen komische Musik an und um so ein bisschen in diesen Headspace zu kommen, und dann geht's bei mir los, während Kai wirklich irgendwelche ESO-Seiten durchforscht. Ja, dann haben wir jede Menge Gäste eingeladen und da haben wir so einmal die komplette, unser komplettes Podcast, also euren kompletten Garten durchgewildert. Und dann waren also vom Herrn Quantenrost, hätte ich fast gesagt, vom Herrn Kohlenpott über den Hobby-QS bis halt zum Herrn auf Distanz und ganz viele andere, waren halt schon ganz viele Leute da und haben mit uns irgendwie ESO-Unsinn geredet. Und das macht Spaß zuzuhören. Ich bin nicht so der Konsument dafür. Nach fünf Minuten tue ich mich immer schwer und weil es ist zu nah an dem, was wirklich die Menschen glauben. Weißt du, mir fehlt so ein bisschen die satirische Überhöhung, weil eigentlich es ist gar nicht mehr satirisch zu überhöhen, weil die Wirklichkeit ist ja schon fast so. Ne? Und ja, wir waren dann Chibo hat irgendwie energetisierende Steine verkauft oder so, ja. Oder angeboten. Ja, es ist unfassbar. Wo ist noch die Distanz? Ja. Also wir hatten das wirklich, dass auch Kai und ich und einige andere liebe Leute, hallo, ihr wisst, wer ihr seid, bei der MinCorrect Live Show in Düsseldorf waren und dass wir da dann wirklich gedacht haben, so, verdammte Axt, ey, das ist ja, also da geht es auch viel um so ESO-Unsinn und energetisiertes Wasser und all so ein Zeug. Und wo wir dann halt gedacht haben, so, verdammt nochmal, die klingen genau wie wir. Nein, wir klingen wie die. Und
Das Feedback haben wir schon einige Male gekriegt, dass also viele Leute gesagt haben, ich kann mir das nicht anhören, das ist zu nah am Original. Und ach, ja. Bin ich alleine? Okay. Nee, überhaupt nicht. Das okay. Ist so mit das häufigste negative Feedback, das wir kriegen. Nur ich weiß halt auch nicht, wie wir es noch mehr überhöhen sollen, ja. Also außer ja, das ist schwer. Das ist wirklich diesen schwer. Ständigen Verweis auf einen nicht existierenden Webshop und ja, das ist irgendwie das ständig dann aufs Grillen zu beziehen und irgendwie über gar gerade zu reden und gar Meistergerade und was weiß ich und da irgendwie alles reinzuwerfen und es immer bizarrer zu machen, aber man kommt da nicht hinterher. Also die sind da auf der rechten Spur so schnell unterwegs, da kommst du nicht vorbei. Feier. Ja, da wird die Fantasie von der Realität überholt. Das ist das Problem. Naja. Nein, und also wir haben uns überlegt, dass wir den Quantenhorst so lange machen, wie er Spaß macht. Und er macht nach wie vor Spaß. Jetzt ist der Kai aus privaten Gründen ausgestiegen, also auch im Guten. Also wir haben uns nicht gestritten oder irgendwas. Und hat gesagt, wenn du Bock hast, das Ding weiterzumachen, dann mach's weiter. Und ich habe gesagt, ich habe Bock, das weiterzumachen. Und ich bin gerade in Verhandlungen mit verschiedenen Leuten, ob die da nicht vielleicht einsteigen wollen. Und ich habe auch noch mehrere Leute, die gesagt haben, pass auf, ich muss noch als Gast vorbeikommen. Ich habe folgendes Thema schon mal vorbereitet. Und ja, ich werde das auf, nein, ich sage jetzt nicht auf jeden Fall, aber ich habe vor, das weiterzumachen und da noch ein bisschen Spaß mit zu haben. Und mit wem und ob es dann eine feste zweite Co-Moderation gibt oder nicht oder was oder wie, das müssen wir sehen. Ich habe auf jeden Fall Leute, die gesagt haben, ich würde es machen. Und ja, schauen wir mal. Okay, es geht aber, es muss immer ums Grillen gehen oder kann man auch die Esoterik einer Mikrowelle oder sowas besprechen? Ja, wir sind da ja flexibel. Wir haben ja auch schon die Kabelfolge gemacht, wo uns der Udo ganz großartig beraten hat. Und an der Stelle, da sind wir also ganz offen. Ich habe ein Treffen der esoterischen Backwarenindustrie besucht und da einen Pizzabäcker kennengelernt, der mich da beraten möchte. Also wir werden da wahrscheinlich noch mehr Blödsinn machen. Also es wird um Lebensmittel okay. weiterhin gehen und das Grillen wird immerhin eine Leidenschaft bleiben, aber schauen wir mal. Die Backwarenanhänger. Okay, da sind sie wieder. wo kann ich den finden? Unter quantenrost.de oder was ist die Adresse für alle, die jetzt reinhören wollen? Wir sind bei Podigy, von daher ist es quantenrost.podigy.io und wir sind in den gängigen Podcast-Verzeichnissen und auch bei so einem bösen Streaming-Dienst sind wir verfügbar. Was? Ihr werft euch den Mainstream an den Hals? Ja, wir sind da nicht so. Ja, also genau. Das Witzige ist beim Quantenrost, dass es gibt im Prinzip so mehrere Gruppen an Leuten, die den hören. Also die Downloadzahlen sind jetzt nicht fantastisch, aber die sind auch gar nicht schlecht. Wir waren selber überrascht. Und das ist halt irgendwie so meine Bubble hier so in der Gegend, die dann auch gerne mal mit mir im Biergarten irgendwie brainstormen. Und ich habe da dann schon öfter mal das Trello auf dem Handy aufmachen müssen, um da irgendwie mitzuschreiben, weil die Leute einfach völlig freitreten. So, das ist die eine identifizierbare Bubble und eine andere ist wirklich die deutsche Podcast-Szene. Dann stehst du auf einer Podcasting-Veranstaltung neben einem echten Star der Szene, der also mehrere Größenordnungen mehr an Hörerinnen und Hörern hat. Und dann kommt jemand auf dich zu und sagt, hallo, ich höre den Quantenrost und dreht sich so im letzten Moment von der anderen Person weg zu mir. Und ich denke so, Moment, Star steht neben mir. So, wieso redest du mit mir? Tja, weil es voll, also ich will mich nicht keine Stars in dem Sinne halt gibt, sondern einfach nur tolle Anbieter und tolle Angebote. Das ist viel schöner als danke. Star. Danke. Ja. Genau. Ja, okay, und das ist das zweite eine. Und genau, bis einen Abend vorher entstanden auf dem Potsdok. Auch um 2 Uhr nachts an der Theke? Also an der Bar? Ja, in der Tat. Das okay, hat aber ich sehe schon, wo dein kreatives Potenzial sitzt. Ich ahne es. Hör bloß auf, ja. Da hatte der Stefan aber schon ausführlich drüber gesprochen. Denn das ist Was ein Krach, der Heavy Metal Podcast, den ich mit Stefan und Björn zusammen mache. Also dem Sunday Morning Cast Stefan, auch bekannt als Ansgar, der Toningenieur, und mit dem Hobby QS Björn aus Hamburg. Und. Ja, wir reden über schwere Metallmusik. Kannst du das nochmal sagen? Wo kommt der her? Aus Hamburg.
Das ist doch großartig. Ich sehe ihn direkt vor mir. Schön, sehr gut. Sehr gut. Ist, schöne Grüße an auch, und das B-Görnchen. Ist auch im Chat, glaube ich, ja. Hallo. Ja, genau. Zu unterreichen unter wasnkrach.de, also wasnkrach, alles in einem. Und sehr witzig, wir kriegen da viel Feedback, dass so dieser norddeutsche Slang so geil wäre. Den sprechen ja aber nur Björn und ich und Stefan überhaupt nicht. Der ist da immer ein bisschen, ich will nicht sagen beleidigt, aber sagt ihm doch auch mal, dass sein erzgebirgischer Slang schön ist. Ja, aber ich meine, erst durch den Kontrast wird ja das Hamburgische so richtig schön deutlich. Wenn der jetzt auch noch Hamburgerisch sprechen würde, dann wäre das ja kein, dann würde das ja gar nicht mehr so auffallen. Ihr braucht ihn als Counterpart. Ja, einer muss aber auch Hochdeutsch sprechen, genau. Ja, ich weiß nicht, ob das Erzgebirgische jetzt so hoch ist, aber gut. Also das Erzgebirgische haut bei ihm ja nicht so durch, aber dadurch, dass er jetzt ja da irgendwie jenseits des Weißwurst-Äquators wohnt. So, hier wird sofort im Chat geschrieben, ich mag Stefans Dialekt. So, damit das mal klar ist. Ja, der ist super, also gar nichts gegen einzuwenden. Es ist, ja, wie gesagt, wir reden über Heavy Metal und Hard Rock und irgendwie überhaupt Musik im Allgemeinen. Und ja, wir wollten irgendwie mal mit einer Stunde oder so anfangen. Ich glaube, die letzte Folge war jetzt über 3 lang. Passiert. Aber jetzt, du hast ja ein 12-Kanal-Gerät gekauft für 2 Podcast-Angebote. Ich finde das zu wenig. Ist da noch was in der Pipeline? Kommt da noch was? Nee, ich habe mir ein 6-Kanal-Gerät gekauft, das ich hier jetzt auch gerade benutze. Und ich habe mir ein 20-Kanal-Gerät gekauft für Spaß. Falls du mal mit dir selber diskutieren möchtest. Oder anderen Leuten. Nein, ich hab mir halt überlegt, irgendwie, dass das H6 ist super, um hier zu Hause ein bisschen aufzunehmen als Interface, und das ist super, um irgendwo hinzugehen und jemandem das Mikrofon ins Gesicht zu halten. Und das ist irgendwie so für die meisten Dinge völlig ausreichend. Und wenn man dann mal viel braucht, dann will man ja auch viel. Und dann war halt die Frage, kaufe ich mir ein L12, kaufe ich mir einen Rödelcaster oder was gibt's denn sonst noch? Und dann hat mich halt dieses Soundcraft-Gerät angesprungen. Und ich habe mir gedacht, ja, noch ein 8-fach Kopfhörerverstärker dazu. Und dann kann ich kein Szenario sehen, in dem mir irgendwie die Kanäle ausgehen. Ja, genau. Das kann ich mir auch nicht mehr vorstellen. Also da, also Spielleiter Johannes, come at me. Also. Stimmt, natürlich für so Projekte wie Puerto Partita live auf der Bühne oder so, da braucht man natürlich doch den einen oder anderen Eingang, wenn man nicht das Mikrofon herumreicht, was natürlich auch geht, haben die ja auch schon gemacht. Klar, ja, ist super. Natürlich auch eine schöne Dynamik dann auch, also man muss das ja alles mitnehmen. Apropos Martin, wo wir die ganze Zeit hier über coole Technik reden und so weiter, du hast irgendwann mal gesagt, dass du so ein riesen Atmo-Fan bist und jetzt hört man nichts mehr, verdammte Axt. Ich habe meine Waschmaschine im Nebenraum laufen gehabt und ich habe extra ein Mikrofon rübergestellt und das hier mit rangehängt und ich fürchte, die Waschmaschine ist fertig. Jetzt kann ich die Geräusche gar nicht einsprechen. Ach, wie gemein. Sowas ärgerliches. Das ist aber nett. Das ist aber nett. Das finde ich aber klasse. Dankeschön. Soll ich rübergehen und sie nochmal anmachen? Verdammte Axt. Ja, mach mal. Jetzt nochmal Wacker eben. Den Schleudergang. Steht der Wasserkocher daneben, dann kann ich den nochmal anmachen. Ich habe gerade hier vorhin extra die Backkunkel zugemacht, damit es möglichst keine Hintergrundgeräusche gibt. Es ist hier so warm und stickig. Vielleicht überlege ich mir das nochmal. Aber apropos warm und stickig. Jetzt kommen wir doch mal zum Camp. Chaos Communication Camp. Wo ich die ganze Zeit schon... Das ist eine Überleitung. Tja. Von der Waschmaschine über die heiß und stickig zum Camp. Warum bist du da hingefahren? Ich wollte sowieso schon länger mal auf so ein Chaos-Event, denn meine Podcast-Werdung, Podcast-Mensch-Werdung, wie auch immer, hatte ja nur auch irgendwie damit zu tun, dass ich da so Congress-Videos gesehen habe und so weiter, und ich wusste ja auch, dass ihr alle da regelmäßig auftaucht. Jetzt ist mein Problem in Anführungszeichen, dass ich zwischen den Jahren aus Gründen schwer Zeit habe. Und wobei kann ich ruhig sagen, also ich habe eine Fernbeziehung, meine Freundin wohnt in Köln, ich wohne an der Nordseeküste und zwischen den Jahren oder um Weihnachten und Neujahr herum ist halt eine der wenigen Zeiten, wo wir uns mal mehrere Wochen am Stück wirklich sehen, mal abgesehen von Sommerurlaub und ähnlichem. Und da ist es dann halt schlecht zu verkaufen, dass ich dann da mal irgendwie ein paar Tage weg bin
Und sie mitbringen ist auch keine Option. Sie hatte also sehr wenig Interesse dran und hätte dann da auch wahrscheinlich sehr wenig Spaß nur. Und ja, das geht dann halt nicht. So, und ja gut, jetzt Camp ist halt im Sommer. Da habe ich das Problem nicht. Und dementsprechend war dann halt klar, gut, wenn ich irgendwie ein Ticket kriege, dann fahre ich zum Camp. Und ich habe irgendwie ein Ticket gekriegt. Wie hast du das geschafft? Ich habe meine Hilfe angeboten und dann war wohl noch irgendwie ein Voucher über, bevor die allerletzte Runde dann anbrach, und dann habe ich auf dem Weg einen Voucher bekommen. So nach dem Motto, hey, würdest du uns immer noch helfen? Ja, ich habe aber kein Ticket. Oh, dann probier's doch nochmal. Und ich hatte vorher noch so ein, zwei andere Wege aktiviert, die aber leider nicht funktioniert haben. Und ich habe im Kids Space mitgekocht. Ach, hey. Aber auf einen Meter Durchmesser oder kleiner? Nee, Fanno wollte man nicht haben, Marty McFry schon. Also ich hatte die Fritteuse mit. Ach. Und ich habe dann in so einer kleinen Halbmeter-Pfanne da irgendwie dann noch so ein bisschen gekocht. Aber da können wir vielleicht gleich chronologisch noch so ein bisschen über die einzelnen Tage reden. Aber ja, also das ich hatte da mal. Das ist eine sehr gute Idee. Mhm. Hatte da Gerät und Hilfe angeboten und ja, so kam das dann. Ja, wenn wir es chronologisch angehen wollen, dann müssen wir, glaube ich, 10 Tage vorher starten, wo irgendwie, ich glaube, Lars und ich uns unterhielten und feststellten, wir fahren da hin und auch einige andere, und wir wissen alle gar nicht, wo wir unser Zelt aufstellen sollen, weil wir sind nicht bei so einem Village dabei. Was machen wir denn jetzt? Und dann war die Idee da, halt so ein eigenes kleines Village vom Zaun zu brechen. Ja, es wurde eins, ne? Wir hatten nicht die Idee eines Village, sondern waren einfach so am Überlegen, wie können wir zusammen zelten, und dann haben wir nach einer Studio-Link-Session an einem Samstagmorgen mal die Camp-Orga angeschrieben, und die haben gesagt, ja, dann macht er halt noch ein Village. Wenn ihr nicht so viele seid und nicht so viel Platz braucht, dann kriegen wir das noch hin. Und das war von der Orga wirklich sehr, sehr großartig eingefädelt. Wir haben also wirklich alles gehabt, was wir brauchen, und die Location war auch echt cool dort auf dem Platz. So. Das hätte kaum besser laufen können. Super. Auf jeden Fall. Ich habe das auf dem Plan gesehen. Er war irgendwie zwischen zwei so Zentralen irgendwie. Ich habe die Begriffe vergessen. Aber was war rechts und links von euch? Zwischen Helpdesk und Heaven im Prinzip. Ja, ich meine, das klingt ja schon mal sehr, sehr gut. Obwohl. Ja, also wir mussten da eigentlich. Seitdem war unter Kontrolle. Es sind im Prinzip alle wichtigen Leute, die man irgendwie sehen wollte, sind da vorbeigekommen. Da kann man gar nicht meckern. Ihr habt euch gar nicht wegbewegen müssen. Also wir haben in der Tat wirklich viel einfach nur da gesessen. Also natürlich sind wir auch rumgelaufen und haben uns Sachen angeguckt und so. Aber Eskalation kann ich. Ich hatte jetzt nur einen halbvollen T6 mit, keinen Sprinter. Und aber natürlich auch eine kleine Anlage und ein bisschen Soundgerödel, also die 5000 Watt Podcast-Maschine und noch mein Party-Mixer und das H6 und noch ein paar Kopfhörerverstärker und ein paar Headsets und einen Haufen Kabel und was man halt so braucht. Und was ist die 5000 Watt Podcast-Maschine? Das ist dieses Rack, von dem ich vorhin schon erzählt habe. Das ist also dieser Rack-Mixer nebst. Aber da ist doch nicht 5000 Watt drin normalerweise. Nein, überhaupt nicht. Nein, weit weg davon. Das ist aus einem uralten YouTube-Video hier, die 5000 Watt Bass Machine. Ah, okay. Das ist so eine Neuvertonung vom Herrn der Ringe, wo dann die 5000 Watt Bass Machine vorkommt und deswegen die 5000 Watt Podcast Maschine. Verstehe. Ist das mit Gabba Gandalf? Das ist Gabba Gandalf, ganz genau. Ah, ja. Ich bin Podcast-Sven. Das ist meine 5000 Watt Podcast-Maschine. Genau. Ja, dann haben wir da rumgesessen und irgendwie mit den Effekten auf meinem Party-Mixer rumprobiert und Leute angequatscht, die vorbeiliefen, und gekocht und gelötet und uns einen reingelötet und ja, versucht. Ja, das geht mir aber jetzt zu schnell. Wir waren gerade noch 10 Tage vorher. Genau. Ihr habt euch so quasi da 10 Tage vorher Kontakt aufgenommen, habt festgestellt, ach Lars, du bist auch da. Ach Sven, du bist auch da. Lass uns doch unsere Zelte zusammenknoten. Und dann habt ihr euch ein Village
organisiert. Was kennzeichnet so ein Village denn eigentlich? Haben die dann Strom- und Wasseranschluss, einen eigenen Mülleimer oder was? Ab wann ist man denn ein Village? Sobald die Village-Orga sagt, du bist ein Village. Ja, du kannst normalerweise, nehmen wir mal an, wir wären pünktlich gewesen, dann ist die Sache jetzt einfacher. Du kannst halt also einfach sagen, wir sind eine Gruppe von Leuten, wir brauchen Platz und zwar so und so viel, wir brauchen Strom und zwar so und so viel und dann kannst du eben noch eine Eigenbeschreibung angeben, zum Beispiel was du dort machst, ob du selber vielleicht noch Sessions anbietest und so weiter. Und ja, also man kann wenn du auch einfach Möbel mieten, also Bierzeltgarnituren, genau, Tische genau. Und also ein Kuchen. Ah ja, mhm. So, und dann wird dir eben Platz zugewiesen und wird versucht, noch Rücksicht zu nehmen auf eventuelle Wünsche. Ja, und dann hast du halt ein Village. Ich hatte im Vorhinein auch gedacht, dass das eine wahnsinnig komplizierte Geschichte ist und meine Güte, sonst wären wir wahrscheinlich auch eher auf die Idee gekommen, zumindest ich wäre wahrscheinlich eher auf die Idee gekommen, ja, machen wir ein Village draus, dann wissen wir, dass wir zusammen zelten können. Ich dachte alle zum Village, das wäre so ein riesen magisches Ding, so etwas auf die Beine zu stellen und ja, die haben einfach gesagt, ja, ihr wollt zusammen zelten, hier kriegt ihr ein Village, Peng, hatten wir eins. Dauerte irgendwie, ne, innerhalb von einem Tag war alles gegessen. Die reine Reaktionszeit oder die reine Orga dafür, dass wir ein Village hatten, waren wahrscheinlich irgendwie nur eine Viertelstunde. Ich dachte wirklich, das wäre irgendwie eine hochmagische Geschichte und war es nicht. Und ich würde es auf jeden Fall beim nächsten Mal mit dem Wissen, wenn ich nochmal ein Ticket bekäme, genauso wieder machen. Nur dann schon, pünktlich. Die wurde schon in so eine Art Register aufgenommen. Ja, das konnte man. Das offizielle Register der Villages. Ja, man konnte sich dann eben selber eintragen dort. Und das haben wir dann gemacht. Genau. Und es war sehr lustig. Die Claudia kam dann auch vorbei und wir haben ihr so ein bisschen, sie hat ja auch bei der Village Orga mitgewirkt. Irgendwie was genau, weiß ich auch nicht. Und ich erzählte ihr dann halt, wie das bei uns so gelaufen ist und dass das alles doch ziemlich kurzfristig war. Und sie grinste dann nur oder lachte dann und sagte dann so, ach so, ihr wart das. Wir waren aber noch lange nicht die Letzten. Also da kamen noch einige und irgendwie am quasi Tag minus drei oder so kamen wohl auch noch welche. Aber das war dann wirklich zu spät. Okay. Da werden keine Villages auf Vorrat irgendwie Last-Minute-Buchung vorgehalten. Das machen sie dann nicht. Also der Platz ist jetzt auch nicht super eng, aber es ist nicht so, dass welcher zu verschenken wäre. Also man muss jetzt nicht Zeltwand an Zeltwand an Zeltwand stellen, aber dass da jetzt irgendwo noch wirklich, ich sag mal, 20 Quadratmeter zusammenhängende Wiese irgendwo gewesen wären, so war es definitiv nicht. Okay, das sind dann doch schon eng. Also ich meine, ich habe diesen Film gesehen von der Sandra Trossel, von der hatten wir ja letztes Mal schon gesprochen. Da schien mir das schon doch auch locker gestellt zu sein. Aber das ging jetzt anders. War das ja, also man kann's denn voller als letztes Mal? Das kann ich nicht sagen, weil ich das Mal davor nicht da war. Aber man konnte zwischen den Zelten schon noch langlaufen. Wobei bei einigen Villages, die müssen dann ja auch mit dem Platz, den sie haben, erstmal haushalten. Da war es doch ganz schön eng so gefühlt. Bei uns ging es. Bei uns liefen aber auch diverse von diesen Schmalspur-Bahnschienen irgendwie quer durch. Dementsprechend darauf konnte man nur schlecht zelten. Da mussten wir dann also ein bisschen Platz dazwischen lassen. Aber ja. Wobei Peter sein Zelt irgendwie genau zwischen die Schienen so aufgestellt hatte, dass es tatsächlich problemlos abspannbar war und er dazwischen den Schienen eine ebene Fläche hatte. Das fand ich auch ziemlich schräg. Oder ich habe mich verguckt, aber ich meine, dass er tatsächlich zwischen den Schienen war. Ja, und auch der Laszlo hat es irgendwie geschafft, sein Zelt genau zwischen Schienen und Gebäudewand zu zirkeln. Der hatte, glaube ich, auch zwei Zelte mit und mit dem ersten hat er das Maß genommen und gesagt, nee, das klappt nicht und im zweiten Anlauf lief es dann. Das heißt aber, die Schienen wurden von Schienenfahrzeugen dann jetzt nicht benutzt. Also da fuhr keine Lokomotive durchs Zelt oder so? Unsere Schienen nicht, nein. Andere Schienen schon. Aber es war wohl vorher klar, wenn man irgendwie aktive Schienen auf seinem Acker irgendwie hatte, dass dann klar war, okay, diese Schienen nicht bebauen und die anderen schon. Okay. Ich habe irgendwie gelesen, dass Leute gesagt haben, die Schienenfahrzeuge, die da rumgefahren sind, die Züge, so sagt man ja wahrscheinlich, wären ganz schön laut gewesen und hätten teilweise auch ein bisschen gestört. Habt ihr da auch was von mitbekommen? Ich nicht.
Nee, also von lauten Zügen hätte ich nichts gehört. Allerdings, wir waren jetzt ja von den aktiven Schienen auch ein Stück weg. Also ich kann mir da einfach kein Urteil erlauben. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Also ihr schien von den aktiven Schienen getrennt zu sein. Genau. So schien es. So schien es, genau. Was war denn euer erster Tag überhaupt? Tag 1 für dich, Lars, beispielsweise. Wann bist du denn da aufgeschlagen? Ja, an Tag 1, am Mittwoch. letzte Woche Mittwoch, ja. Also gestern vor einer Woche, ja. Ja, und ich heute an Tag -3, also am Sonntag davor. Aha, du hast also schon... Oder nee, wir haben Tag 0, also Tag -2 technisch gesehen, Entschuldigung. Ja. Die Küche also aufgebaut dann. Ja, nee, da war die Küche noch gar nicht aufgebaut. Also, ja, wir haben erstmal das Zelt aufgebaut, also unsers und unsere kleine Küche, die wir da hatten, und irgendwie unseren Plunder erstmal hingeworfen, sodass wir dann irgendwie klarkamen. Und an dem Tag haben wir dann auch gar nichts weiter gemacht, außer irgendwie so eine Instant-Nudelsuppe warm und irgendwie ein Bier auf. Und mehr passierte da dann auch nicht. Und ich bin dann am nächsten Morgen, hatte ich dann dem Andreas geschrieben, der die Kidspace-Küche da gemacht hat, so, wie sieht's denn aus, wann bist du denn da, wann kann ich denn mal irgendwie die Fritteuse abwerfen und mal Hallo sagen? Und der schrieb dann zurück, ja, so bis 10 bin ich wohl hier. Ja, dann habe ich halt Marty McFry, die Fritteuse, in den Bollerwagen gesetzt und bin dann mal rübermarschiert. Und ja, dann wurde ich auch gleich verhaftet, denn es klärte sich relativ schnell, dass die Gulaschkanone noch abgeholt werden würde müssen und dass der eigentliche Koch nicht da wäre und Andreas dann also auch nicht und dass irgendwer Abendbrot kochen müsste, woraufhin ich dann gesagt habe, ja, dann mache ich das. Und ja, wie du? Ja, also wie viele Leute sind wir? Okay, 100, kein Problem, kann ich. Und was haben wir denn da? Was ist denn der größte Topf, den ihr habt? Ja, da kommt noch die Eventpfanne. Ich sage, Eventpfanne klingt gut, dann machen wir China-Nudeln. Dann ist irgendwer zur Metro gefahren und hat da eingekauft und nach meinen Vorgaben. Und dann habe ich da den ersten Tag eine für meine Verhältnisse kleine Pfanne Nudeln gemacht. Zweimal. Ja, du hast schon wieder begeisterte Anhänger gefunden. Ja, und dann hinterher noch eine große Portion Schmorgurken dazu, weil sie also uns echt Jahre vom Kopf gefressen haben. Also die China-Nudeln kamen ziemlich gut an. Dementsprechend mussten wir dann noch mit dem, was noch da war, ein bisschen nachkochen. Aber das hat sehr gut funktioniert. Und parallel haben dann ganz viele Leute, die, glaube ich, sonst hauptsächlich irgendwie mit Technik rummachen, gesagt, ach, wir machen mal was mit Holz und kleinen Tieren und haben angefangen, eine Küche zu bauen. Die hatten also wirklich einen großen Stapel mit Platten und einen großen Stapel mit Kanthölzern und daraus haben sie dann so nach und nach eine Küche gebaut. Das habe ich dann nach dem Kochen, bei dem Kochen, vor dem Kochen noch mitgemacht, dass ich da dann also irgendwelche Tische zusammengeschraubt habe und irgendwelche Tresen und ja, das haben die dann auch 2 Tage lang gemacht und dann war eine ziemlich geile Küche da. Wie ist denn das überhaupt mit der Verpflegung? Also hat da jedes Village sozusagen sein eigenes kleines oder größeres Koch-Equipment oder gibt es da zentrale Versorgung? Also kann man da auch irgendwo gegen Geld essen oder wie ist denn das so grundsätzlich gedacht? Die Antwort ist ja. Also alles. Genau, also es gibt einige Essenstände mit wechselnder Qualität und wechselndem Angebot. Und auch mit wechselnden Preisen, sag ich mal, also von sehr fair, sehr lecker, sehr cool bis zu ganz schön teuer und ganz schön mittelmäßig war alles dabei. Dann kann man natürlich einfach selber kochen und sich seine Ramen-Nudeln auf dem Campingkocher warm machen. Und es gibt mehrere zentralisierte Angebote. Eins davon ist die Engelküche, wo man also, wenn man engelt, sich von den Mecklenburgern bekochen lassen kann. Gut, die gibt es beim Kongress ja auch. Also von denen war letztes Jahr jedenfalls die Rede. Da hieß es immer, man sollte nach Möglichkeit engeln, weil da gäbe es das wirklich gute Essen. Sonst würde man ja nur von diesen Messeständen irgendwie, halb gute Sachen bekommen. Genau, da haben der Hobbyquerschnitt und seine Liebste auch reichlich mitgekocht dieses Jahr. Und ja, die haben da natürlich richtig auf die Kacke gehauen, ne? Also die hatten eine richtig große Küche mit richtig gutem Equipment und ich habe es nur von außen gesehen, aber das war schon so, okay, Respekt, Eskalation könnt ihr.
So, und es waren aber mehrere Bereiche. Also es gab noch die Food Hacking Area, die sich also dann wirklich darauf selber spezialisiert haben, da irgendwie zu kochen. Dann gab es das WOC, das Waffle Operations Center, die also Waffeln gemacht haben. Dann gab es bei mehreren größeren Villages eigene Küchen, die da auch teilweise auf Anmeldung oder gegen Kohle Leute mitverpflegt haben. Und ja, und wie gesagt, bis hin zum ganz einfachen Campingkocher oder dem selbstgemacht mitgebrachten Gasgrill. Alles möglich, alles. Hat man denn auch mal so quasi von Village zu Village mal so sich was über den Zaun gereicht? So nach dem Motto, was gibt's bei euch? Oh, das ist aber lecker, darf ich mal probieren oder so? Wir haben das auf jeden Fall gemacht. Also bei uns kamen die Nachbarn des Öfteren mal vorbei und naja, wir hatten hin und wieder mal was über. Das wird jetzt wahrscheinlich niemanden überraschen. Und die haben dann auch teilweise ihre eigenen Sachen mitgebracht oder auch einige andere, ich weiß jetzt nicht, wen ich alles namentlich erwähnen darf und wen nicht, aber einige andere aus der Potstock-Family, die in anderen Villages waren, kamen dann zu uns rüber und hatten auch teilweise Leute mit und dann haben wir halt auch einfach geklärt, wollt ihr nächstes Essen mitessen, wir fahren heute einkaufen, können wir gerne machen und dann sind die mit uns zu uns dazugekommen und haben dann ein bisschen was dazugegeben zu den Einkäufen und das haben wir alles sehr unbürokratisch geregelt. Wie es jetzt bei den anderen Villages war, kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass man sich bei den Hexen zum Beispiel rechtzeitig anmelden konnte, um dann da auch mitzuessen, was wir nicht genutzt haben, weil wir halt im Prinzip alles selber hatten. Und ich sag mal, wenn man dann da auch seinen großen Gaskocher und den Grill und alles mitschleppt, dann will man den ja auch benutzen. Also. Ja klar, eigentlich schon, ne? Klar. Aber was ist so mit Abwasch? Ich meine, wenn du einen schmutzigen Topf hast und hast aber eigentlich nur ja, Wiese um dich herum, wo machst du das wieder sauber? Ich laber jetzt die ganze Zeit, Lars, wenn du was sagen möchtest, dann hau einfach rein, ne? Dann musst du ja schneller sein als ich. Das ist schon gut, hau rein. Okay, also es gab da mehrere Möglichkeiten. Zum einen, ich hatte einfach eine Abwaschschüssel mit und wir haben dann einfach Wasser heiß gemacht es gab ja Möglichkeiten, Wasser zu zapfen an verschiedenen Stellen auf dem Campground und wir hatten einfach ein paar Kanister mit. Und dann Wasser in die Schüssel, Heißwasser oben drauf, Spüli und gib ihm. Das war so die eine Option. Die andere Option war Spülen as a Service. Das gab also mehrere Stellen, wo Industriespülmaschinen vorhanden waren und da konnte man dann seinen Kram hinbringen, den da dann, ich weiß gar nicht, selber, glaube ich, in so Körbe einräumen und dann haben entsprechende Engel den Kram dann durch eine Industriespülmaschine gezogen. Ach, das ist ja schick. Das ist ja wirklich schick. Ich meine, mit der Industriespülmaschine beim Potstock gab es ja auch nur gute Erfahrungen sozusagen. Das ist natürlich eine gute Idee. Das habe ich selber nicht gemacht. Das haben dankenswerterweise in der Regel unsere Gäste übernommen und Gästinnen, die dann quasi so als Gegenleistung dafür, dass wir sie bekocht hatten, dann uns sich um unseren Abwasch gekümmert haben, was ich ausgezeichnet fand. Entschuldigung, dass ich so auf der Küche rumhacke, aber das ist irgendwie so das Wichtigste. Habt ihr denn dann so gesagt, so hier, heute gibt es um 12.30 Uhr Mittagessen? Wurde das irgendwo ausgehängt oder wie habt ihr euch auf einen Rhythmus geeinigt? Oder gab es Eternal Buffet, also ständig und rund um die Uhr? Kann ich mir da nicht vorstellen bei der Dimension. Weder noch. Also, wir haben zwar einfach irgendwie so verabredet, so zum Beispiel war für den einen Abend auch was geplant und dann stellten wir fest, ja, haben wir gerade gar keinen Bock, noch irgendwas zu machen. Zwischendurch hatte man aber so eine Kleinigkeit sich nochmal reingedreht und dann hat man festgestellt, ja, ich glaube, das Chili-Kochen hatten wir dann einfach mal einen Tag verschoben und haben dann einen Tag später, gab es dann Chili. Das war jetzt einfach so, man hat sich einfach mal eben kurz drauf verständigt, man traf sich ja eh den ganzen Tag immer wieder und dann lief das einfach, also das wurde nicht bürokratisch. Ja, wir hatten einen Abend, hatten wir ein großes Grillen, wo dann also auch, jetzt droppe ich doch mal ein paar Namen, also die Min-Korrekten waren mit Familie da und hier der Christian vom Polenpott war mit Familie da und ich sag mal so die ganze Potstock-Bubble, die sich irgendwie gefunden hatte und da waren dann, weiß ich gar nicht, 16 Leute oder noch mehr. Und da haben wir dann einen Abend halt bei uns richtig schön gegrillt, also von irgendwie Zucchini und Paprika über Leber und Bratwürste war dann da einmal alles am Start. Und
Ja, sonst haben wir uns zwischendrin halt mal einfach eine Dose warm gemacht. Also wir haben auch mal irgendwie eine Portion Ravioli aus der Dose gefuttert. So nach dem Motto, oh, wenn du keine Ravioli aus der Dose gefuttert hast, dann war es auch kein Festival. Ne? Dann morgens um 3, wenn man dann irgendwie wieder zurückkommt von so einem Spaziergang und merkt, Gott, die Temperaturen sind gerade unter 10 Grad gesunken. Ich brauche jetzt irgendwie noch was Warmes, bevor ich ins Zelt krieche. Dann, ja, wie gesagt, so eine Tütensuppe oder sowas war dann auch schnell gemacht. Das war so ganz, ganz unbürokratisch, ganz entspannt. Wir hatten so zwei so Campingküchenschränke da, wo dann einfach was drin stand und wo dann auch klar war, da darf sich jeder dran bedienen. Wir hatten so einen kleinen gasbetriebenen Mobilofen dabei. Wer mehr dazu wissen möchte, ich glaube, in der letzten Folge vom Camping Caravan Podcast wurde das Ding ausführlicher erwähnt. Und dann haben wir uns zwischendrin einfach ein paar Brötchen gemacht, morgens oder auch abends, und den Käse und Wurst irgendwie gegessen. Also ganz entspannt halt. Ganz entspannt, okay. Ich weiß von dir, Lars, dass du manchmal bei so Events schon mal die Verpflegung außen suchst, weil du da nicht so weh zurechtgekommen bist. War für dich aber auch kein Problem, dass ich da satt zu essen. Naja, oder musstest du auch schon mal in die Dönerbude nebenan? Nee, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist tatsächlich genau so gewesen, dass Sven diese Situation eben kennt und ja im Prinzip die ganze Zeit auch mit berücksichtigt hatte, wenn also zum Beispiel eben Chili, was ich nun mal selber nicht mag, noch irgendwie mal ein Thema war, dann war eben auch noch eine Kleinigkeit zum Grillen da. Da gab es überhaupt gar keine Sorge. Ein bisschen schmunzeln muss ich, dass wir irgendwann abends mal tatsächlich noch Bock hatten auf Kroketten mit Bratensoße, die es an irgendeiner Bude gab, und das ein absoluter Skandal war, dass die den Laden gerade, bitte? Die blöden Penner. Dass die also tatsächlich die Bude gerade zugemacht hatten und wir die Kroketten mit Bratensoße, die in dem Moment essentiell waren, die wir unbedingt haben wollten, in dem Moment nicht bekommen haben. Oh, das ist ja böse. Ja. Ich hatte die tagsüber tatsächlich einmal so als Zwischensnack ausprobiert, und das war tatsächlich eine recht leckere Kombi. Naja, das musst du es aber auch Abend richtig erzählen. Da hat uns Lars alle heiß gemacht auf diese Kroketten mit Bratensoße und ist dann los, um sie zu holen. Und alle so, ja, dann nehme ich auch noch eine Portion. Als Sammelbestellung. Dann sollte Lars eigentlich mit 4 Kroketten, Portionen Kroketten mit Soße zurückkommen. Und der Typ sagt zu ihm, ja, nee, ich habe schon zu. Wo ist denn die Schlange hier? Ja, ich würde 4 Portionen nehmen. Ja, nee, lohnt sich nicht mehr. Da kam Lars irgendwie unverrichteter Dinge zurück und wir haben kurz diskutiert, ob wir den Laden anzünden. Frittieren. Da haben wir natürlich den ganzen nicht ernsthaft Laden diskutiert. Genau. Aber es wurde ein gewisser Running Gag, dass es keine Kroketten mit Bratensoße gab. Also nächstes Potstock, Kroketten mit Bratensoße. Aber hallo. Wir haben eine Fritteuse und wir werden sie benutzen. Das lässt sich ja bewerkstelligen, tatsächlich. Kannst du dich, mich würde das mal so interessieren, wie das so, so gefühlsmäßig war für dich, Lars, wo du gerade sagtest, ja, hätte ich gewusst, dass das so einfach war, wäre es anders für mich auch gewesen. Was war das für ein Gefühl, als du dich diesem Gelände genähert hast? Wusstest du gleich, wo der Eingang ist? Hast du dich orientieren können? Bist du da ein bisschen so ziellos rumgelaufen? Wie einfach oder wie schwierig war das, dieses Village zu finden für dich? Es war super einfach, tatsächlich. Also ich hatte ja Peter aus Köln abgeholt, und dann sind wir von Köln, also ich bin einen Tag vorher nach Köln gefahren, da habe ich dann übernachtet. Am nächsten Morgen sind wir dann relativ früh los und sind dann halt am Nachmittag dort angekommen. Ja, und die Navi führt einen ja sowieso schon mal ziemlich zielgerichtet zu diesem Ziegeleipark. Das war also schon mal gar kein Problem. Und durch das Wiki vom Event, also vom Camp, und eben, da gibt's eben auch eine Kartenfunktion und so weiter, hatte ich mir das Gelände schon mal angesehen. Ich wusste ungefähr, aus welcher Richtung wir kommen würden, wahrscheinlich. Das hat dann aber auch geklappt. So, und da war dann direkt ausgeschildert, hier geht's nicht weiter, hier ist ein Parkplatz, stellt euch auf die Wiese, und dann darf eben geschleppt werden. So, und da haben wir uns die ersten Sachen direkt eben über die Schulter gehängt, in die Arme genommen und sind dann losgelaufen. Das war schon ein ganz schönes Stück, aber das war dann überhaupt kein Problem, eben einzuchecken und dann aufs Gelände zu kommen und da dann die ersten Sachen eben abzulegen. Und Sven, Roddy und die anderen, die waren ja eben auch schon da, und dann sind wir mit einem Rudel von, ich würde mal schätzen, so 6 bis 8 Leuten, ich kann das heute gar nicht mehr genau sagen, sind wir nochmal zum Parkplatz zurück mit einer Karre dabei und haben dann also das ganze Zeug von Peter und mir in einem weiteren Rutsch einmal aufs Gelände geschafft.
Und dann waren wir im Prinzip auch schon komplett. Es gab die schöne Situation, dass wir das alles dann auf diese Karre gepackt hatten und mit so Gummistrapsen alles festgestrapst und dann stand Lars da und hatte die Hände leer. Ja. Und ich sag, ich muss auch was tragen. Wer Lars kennt, weiß, dass ihm das furchtbar unangenehm war. Du trägst die Verantwortung, los geht's. Dann nimm halt noch eine Decke mit, los. Ja, das war wirklich sehr überraschend, was diese Karre auch alles schleppen konnte mit der entsprechenden Verschnürung. Geiles Ding, ne? Ja, das steht tatsächlich jetzt auf meinem Wunschzettel. ja, aber das hat wirklich, war wirklich so auch dieses alle haben mal immer irgendwas gemacht, war so entspannt und auch die Leute, die beim Camp eben da die Torwächter gemacht haben und so, die waren und eben im Bereich des es gab einen Bereich, der nur von Gabelstaplern und so weiter befahren werden sollten, da sollten also keine Fußgänger rumlaufen, da standen also immer Leute bereit, die Leuten gesagt haben, ihr müsst eben außen rumlaufen, später war dieser Umweg sogar noch beschildert, das hat einfach sowas von phänomenal gut geklappt und die Leute waren alle so entspannt und so locker. Für so ein Bastelprojekt habe ich mir später vom Log nochmal eben eine Leiter geholt. Das ging dann auch vollkommen problemlos eben in die Liste. Zack, Name, Liste, Leiter und das Ganze dann wieder rückabgewickelt. War einfach phänomenal. Das war wirklich total entspannt. Und ich, der jetzt beim Podstock das erste Mal seit, ich glaube, 25 Jahren wieder gecampt hatte als Probelauf hier fürs Camp, also ich habe noch nie in meinem Leben so entspannt gecampt wie beim Camp. Das klingt sehr seltsam, aber so war es. Ja. Ich glaube, wir hatten das. Wie war es denn mit der? Entschuldige. Bitte ergänz ruhig, bevor ich hier Fragen loslege, erzähl ruhig. Ich glaube, wir hatten das schon sehr richtig gemacht, dass wir im Prinzip gesagt hatten, irgendwie eben das große Zelt, da habe ich mir halt eine Ecke reserviert, wo ich dann mit so einem reingehängten Innenzelt, übrigens eine Idee von Sebastian, drin gepennt habe. Und daneben hatten wir die Küche aufgebaut und dann hatten wir so mehr als die Hälfte im Prinzip so als Wohnzimmer. Mit am Ende, glaube ich, 3 Falltischen und entspannt Platz für 8 bis 10 Leute mit entsprechend Stühlen und Bänken und allem Möglichen. Und das war schon ziemlich cool, dass man dann auch, wenn man aus seinem individuellen Zeltbereich halt rauskam, dass man dann halt so einen Gemeinschaftsbereich hatte, wo dann alle sich sammeln konnten und gemeinsam sitzen konnten. Wir waren da auch, ich sag mal, ansprechbar vom Weg aus, dass also auch Leute, die irgendwie dann gesagt haben, oh, ihr seid doch die Podcaster hier, ich will einen Podcast anfangen, wie macht man denn das? Das ja, kam echt? Mal vor. Kamen solche Fragen? Ja. Ja. Und also auch schön. Lars hat dann irgendwann einen Banner rausgestellt von auf Distanz, was er noch über hatte. Und da war dann also mehrfach so, ja, der sitzt da vorne. Ach, schön. Das ist ja toll. Ja, das waren dann tatsächlich mehr Leute, die den Podcast noch nicht kannten, aber interessiert waren von wegen, oh, ein Podcast über Raumfahrt und Astronomie. Da fragen wir den doch einfach mal. Da kamen also mehrfach welche oder die hatten auch gesehen, dass in der Stickerbox, die auf der anderen Wegseite war, super war. Auf Distanz Aufkleber drin waren, aber eben nicht mehr viele. Die kamen nochmal eben direkt teilweise auch mit Kindern rüber. Hast du noch Aufkleber? Und ja, natürlich, da waren dann auch immer noch Aufkleber. Das war aber so wirklich dieser Weg, den wir da hatten, auch dass im Prinzip, ich glaube, jeder ist über diesen Weg irgendwann mal bei uns vorbeigekommen. Und das war wirklich schön und Sven, dein Gemeinschaftszelt und das alles ist auch wirklich super gelaufen. Also das muss man nämlich sagen, wäre Sven nicht gewesen, hätten wir diesen Gemeinschaftsbereich wohl nicht gehabt. Das muss auch mal deutlich gesagt werden. It's what das I muss do. Mal deutlich also, gesagt werden. So. Ja, so, das wird man ja wohl mal sagen dürfen. Da riecht mich ja die Frage schon auf. So. Was auch toll war, ist, dass es halt auch gewachsen ist. Also wir hatten das erstmal so aufgebaut und dann hatte ich halt ja das eine übrig gebliebene Potthörnchen vom Potstock mitgenommen. Es stellte sich heraus, das war das von Roddy. Und Roddy hatte aber dafür, ich glaube, 2 Einhörner von Tine mit und dann irgendwie noch eigene von sich. Und wir hatten also relativ viele Potthörnchen. Und auf Betreiben von Björn hin wurde uns dann also noch eine sehr schöne Brücke über die Schienen gebaut. Und natürlich haben wir die Einhörner dann rechts und links davon hingesetzt. Das heißt, Martin, du wirst das Bild gesehen haben. Wir haben da ja einmal dann mit den genialen Helmen drauf posiert, die wir auch noch erwähnen müssen.
Ja, ich habe das Bild gesehen. Das heißt, wir hatten dann wirklich so dieses Zelt, daneben diese Brücke, die so in diesen Bereich reinführte und rechts und links diese großen aufgeblasenen Einhörner. Wir hatten das nachts dann auch so ein bisschen beleuchtet, einfach mit so einem Bauscheinwerfer, den ich mit hatte und den wir oben ans Zelt gehängt haben. Und ja, irgendwann standen, lagen dann Schilder vor den Einhörnern, wo dann drauf zu lesen war, dass wir Unicornia wären. Aha, und okay. Jetzt ist auch klar, dass wir also nächstes Mal auf jeden Fall dann Unicornia heißen. Das wird übernommen, falls wir nochmal Karten kriegen und so weiter, dann wird dieser Name übernommen, ja. Genau, und das Zelt, das Camp hieß eigentlich 528 Hertz. Die Leute, die MINT-Korrekt hören, werden wissen, dass das die Liebesfrequenz ist. Auch zuständig für DNA-Repair. Und wir waren das kleine Small Village of Indomitable Podcasters, weshalb bei Lars dann irgendwie plötzlich eine Kiste ankam. Ja gut, dann muss ich das wahrscheinlich erzählen. Es kam halt diese erkläre dich. Ja gut, ne? Das kleine unbeugsame Dorf, weil das war zu der Zeit, als das alles noch sehr provisorisch klang, so nach dem Motto, alle anderen sind schon irgendwie durchgeplant und wir machen jetzt einfach mal irgendwie und irgendwas, und aber wir geben keine Ruhe, wir machen es halt trotzdem, wir sind unbeugsam. Und dann fiel mir sofort ein, Asterix Obelix, die unbeugsamen Gallier, sozusagen das kleine gallische Dorf. Und ich habe dann irgendwie mit Lars rumgealbert, ich glaube über Twitter hatten wir so ein bisschen Konversation, dass doch dann eigentlich Helme das geeignete verbindende Element wäre von allen, die da rumlaufen. Und dann, ja, witzig. Und dann habe ich tatsächlich bei so einem Karnevalsausstatter, ich habe so ein bisschen rumgesucht, mit der Suchmaschine rumgesucht und habe von so einem Karnevalsausstatter Restposten Gallier-Helme gefunden, die jetzt sehr günstig waren. Und dann habe ich einfach, ich glaube, 5 waren es, ne? Ich glaube, 5 Helme bestellt und dem Lars geschickt. Weil er sagte, es kämen ungefähr 5 Leute dahin. Und dann habe ich dieses wunderschöne Foto bekommen als Dankeschön, wo eben die 5 Podcaster unter den gallischen Helmen zu sehen waren. Und ja, gestern sah ich dann noch ein Coverfoto von einem Asterix-Heft. Asterix und die Goten oder bei den Gothics oder so ähnlich. Und das sah schon sehr, sehr ähnlich aus. Das hat mir auch ausgesprochen gut gefallen. Also diese Idee hatte irgendwie schöne Früchte getragen. Da habe ich total Spaß gehabt. Das war gut. Das gut investiert ein paar Euro. Gut, es ist Plastik. Da kann man natürlich jetzt auch wieder sagen, ja, muss das? Nein. Ja. Da geht die Umwelt von zugrunde. Ja, aber der Spaß ist es dann doch vielleicht auch wert. Ja, also aber es ist ja kein Wegwerfplastik. Habt ihr den jetzt nur für das Foto getragen oder sonst auch tagsüber? Nee, ständig. Wahrscheinlich was. Kein Witz. Also ja, das ist wirklich ständig aufgehört. Doch. Also einer bei der Hitze? Lief immer damit rum. Ja, aber hallo, also das wird zwar ganz schön warm darunter. Ja. Genau, du musst das Video von der Freakshow mal gucken. Da hat Roddy das Ding auf. Ach nein! Die ganze Zeit. Und also auf dem Foto ist er jetzt nicht mit drauf, aber der Björn hat also auch, ist permanent mit diesem Helm auf in der Gegend rumgejagt auf seinem Handbike. Und es kam dann auch noch eine Dame bei uns vorbei und sagte, ja Mensch, ich wollte irgendwie nochmal mit euch, bei euch was sagen. Und dann so, ja, nimm das Mikrofon. Wie viel Hall möchtest du? Sie, was? Sagt irgendwas ins Mikrofon? Ist halt. Dann weniger. So, und dann, ja, und dann, ja, wir machen irgendwie die Camp Pride. Und da ihr so geile Helme und so coole Einhörner habt, wollte ich euch nochmal einladen. Und dann haben Roddy und ich also die beiden Einhörner auf den Bollerwagen geschnallt, haben uns noch jeweils ein Einhörner auf den Helm geschnallt und sind dann mit Helmen und Einhörnern bei der Camp Pride mitgelaufen. Und ach, wie schön. Also, ach, das ist ja wunderbar. Toll. Ach, das ist ja schön. Klasse. Herrlich. Ah, das freut mich ja doppelt. Der einzige Nicht-Orga-Wagen auf der ersten Camp Pride, wieder Geschichte geschrieben. Hui, hui. Ja, die Unbeugsamen. Ja, genau, die Unbeugsamen. Aber auch die Unbeugsamen müssen ja mal aufs Klo gehen. Wie war das denn mit den sanitären Anlagen? Super. Ja. Nein, wir hatten, es gab ja die Datenklos, die dann wohl im Vorfeld schon mal zweckentfremdet waren, weshalb an jedem dann auch nochmal ein erklärendes Schild dranhangen, dass diese also nur für Data-Dumps gedacht wären und nicht für Biological-Dumps.
Also reine Technikstationen. Ne? Ich habe aber einen Tweet gesehen, wo jemand sagte, in 4 Data-Klos hat jemand reingekackt und eins ist geklaut worden. Wo man sich dann auch fragt, muss das sein? Nee, muss es nicht, aber gut. Nee. Ja, und auf jeden Fall, die Aufbautage war es mit den sanitären Einrichtungen noch ein bisschen schwierig. Da gab es also dann die Toiletten, die da von der Location zur Verfügung gestellt wurden, wo man sich auch Mühe gegeben hat, da hinterher zu putzen. Aber das war einfach eine sehr große Anzahl an Menschen für relativ wenige Schüsseln. Von daher war es okay, aber nicht toll. Was sich dann änderte, sobald die eigentlichen Container in Betrieb gingen. Es war ja über das ganze Gelände verteilt, waren Sanitärstationen, also so Klo-Container mit Frischwasser und Abwasser, was auch quer verlegt war. Die Kanalisation da in der Ecke gibt das halt einfach nicht her. Dementsprechend gibt es halt außerhalb und auch auf dem Gelände große so Folientanks, Ganze... Davon hatten wir letzte Mal schon berichtet, als dann das Überdruckventil sich öffnete, hat es halt die Umgebung ein bisschen verseucht, sozusagen. Das war scheiße. War das wieder so? Nein, das ist diesmal, glaube ich, nicht passiert. Also zumindest nicht, dass wir es mitbekommen hätten. Okay. Und ja, und von daher, ich sag mal, je nach Uhrzeit und je nachdem, wann die letzten Mal da Engel drüber sind, ich lese gerade im Chat, dass das vom Chaos Computer Club gebuchte Reinigungsteam sich verdünnisiert hat und hektisch ersetzt werden musste. Aber gut, da weiß ich jetzt keine weiteren Details. Das wirft der Björn hier gerade ein. Ja, aber ansonsten war das ziemlich super, oder? Dann gab es noch das Shower Wonderland, wo dann also die Duschen halt waren. Das war dann dreigeteilt, Boys, Unisex und Girls stand da dann an der, in Anführungszeichen, Tür. Und da waren dann halt so ein großes Zelt und da waren dann so einzelne Duschkabinen mit mehr oder weniger Wasserdruck auf den Duschen, aber es reichte. Ja, und so war das also hygienemäßig jetzt alles kein großes Problem. Das klingt ja gut. Das ist immer so ein bisschen also für mich zumindest immer so ein bisschen so ein Knackpunkt mit der sanitären Versorgung da, ob das einigermaßen taugt. Aber wenn das so gelöst ist, dann kann man damit sicherlich gut leben, denke ich. Ja, es ist jetzt natürlich nicht wie zu Hause auf der Schüssel, ne? Also diese Container, die sind schon ziemlich eng und wenn da gerade die Sonne draufsteht und nebenan sich jemand gerade besonders ausgetobt hat, dann riecht es da auch mal merkwürdig. Aber ja, es ist also alles in allem ziemlich harmlos. Okay. Ich sag mal, als Camping erfahrene Leute hat man natürlich auch einen eigenen Wasserkanister mit dem Hahn mit, dass man sich dann auch mal einfach in Anführungszeichen zu Hause die Hände waschen kann. Ja, und als festivalerfahrener Mensch hatte ich halt auch hier Flächendesinfektionsspray und Tücher dabei, so Wischtücher dabei, dass man dann also auch, wenn man dann zu einer Uhrzeit, wo vielleicht gerade es nicht ganz so schön war, dann man da auch problemlos die Örtlichkeiten benutzen konnte. Wobei und die Klorolle hattet ihr immer unterm Arm, dann, wenn ihr da hingegangen seid? Am Anfang ja, das erwies sich dann aber als unnötig, weil eigentlich immer Klopapier in ausreichender Menge da war und nachdem dann das Sandpapier einlagig die ersten Tage es tun musste, war dann auch vernünftiges Mehrlagiges da, das man auch problemlos benutzen konnte. Okay. Ja. Also ich kann sagen, dass ich über die Tage beim Camp keinerlei negative Erfahrungen gemacht habe. Sanitärer Art. Das ist alles sehr gut gelaufen. Was ein bisschen doof war, war, dass an vielen der Duschen oder an den normalen Duschen die Knöpfe halt sehr weit oben waren, also im Prinzip oben am Duschkopf und ich sag mal, ich kam da problemlos ran und las wahrscheinlich noch viel einfacher. Aber die F-Hein Alex hatte dann zwischendrin mal getwittert, so ist das euer Scheiß Ernst? Wie soll ich denn da rankommen? Ja, später lagen dann Kanthölzer bereit, mit denen man dann, also das konnte man dann mit in die Kabine nehmen und damit dann den Knopf drücken. Ja, auch die Kinder hatten dann sicherlich Probleme. Ich glaube, ich habe das bei methodisch inkorrekt im Intro gehört, ne? Dass das mit den Kindern, also mit dem Sohn jedenfalls ein Problem war oder so, genau. Ne, das war nicht im Intro, das haben sie einfach in der Folge erzählt. Das Intro war der Staub. Ja.
Das, da kommen wir gleich auch noch zu. Ja, genau. Ja. Und der Staub muss auf jeden Fall noch gewürdigt werden. Nee, aber klar, man hatte eben diesen Druckknopf direkt neben der Sprühdüse sozusagen und die war natürlich entsprechend weit oben. Da wurde dann aber eben, wie, das habe ich jetzt auch nur aus MinCorrect, wurde eben erwähnt, dass später dann Familienduschen organisiert worden sind, wo dann eben auch Kinder die Möglichkeit hatten, da wohl besser dran zu kommen. Und ich hatte eben gesehen in dem Duschcontainer da in diesem Shower Wonderland, dass dann später also so mit leicht ironischer Beschriftung, ich weiß den Text nicht mehr, so Kanthölzer bereitlagen, mit denen man dann eben auch oben auf die Knöpfe drücken konnte. Björn schmeißt gerade im Chat noch ein, dass die Metro das Klopapier zu spät geliefert haben, weshalb dann halt Engel losgejagt wurden, Klopapier kaufen und die haben dann sämtliche Klopapierreserven der Umgebung aufgekauft und deswegen gab es das bessere Klopapier. Ha, danke Metro. Okay, und danach hat aber die Metro geliefert und jetzt ist... Sehen irgendwo in einem Chaos Computer Club Lagerhaus mehrere Paletten richtig. Mit Sandpapier einlagig. Das gute Graue. Oh, dann kann man doch noch was mit draus machen. Auf irgendeinen Drucker schicken oder so. Also aber ich hatte auch was draus machen. Mit, also. Lars, du hattest ein Bastelprojekt erwähnt und eine Rundumleuchte letztes Mal erwähnt. Und du hast gerade gesagt, du musstest dir eine Leiter holen. Diese drei Informationen, bring die doch bitte mal für uns zusammen. Ja, da ist es so viel gar nicht zu erleben. Das war ein... Ding, das ich glaube aus Sag doch nicht Notz mal sowas, das war fantastisch. Oh, Stundenspaß. Wahrscheinlich genervte als Nachbarn. Als der Protagonist dann noch vorbeikam. Also wir hatten, oder anders, ich habe mal irgendwann, ich weiß nicht, vor 10, 15 Jahren irgendwann mal eine Rundumleuchte gefunden mit Magnetfuß auf einem Flohmarkt. Und habe das Ding für einen absurd niedrigen Preis gekauft. Ich weiß ihn nicht mehr, aber es war deutlich unter 20, soweit weiß ich es noch. Vielleicht waren es sogar unter 10, ich kann es nicht sagen. Aber das Ding flog hier halt rum und ich habe die zwischendurch mal irgendwie auch mal so bei Freunden mal pseudomäßig das Ding kurz auf dem Auto geklemmt gehabt, als ich mit Pizza da angekommen bin. Ansonsten lag das hier nur rum. Und ich hatte dann die Idee beim Hören nochmal von einer bestimmten Stelle aus einer Not Safe for Work Folge, wo Holgi eine menschliche Alarmanlage aus einem Film nachahmt. Da machte er dann eben so hap, hap, hap. Hatte ich eben die Idee, dass man einen großen Knopf hat, so einen richtig fetten Buzzer, auf den man draufschlagen kann und dass sich dann eben diese Rundumleuchte oben im Zeltdach dreht. Dass man also die ganze Zeit dann ein bunt beleuchtetes Zeltdach hat und eben aus Lautsprechern dieses Holgi-Zitat zum Beispiel kommt. Und das habe ich dann erst mit einem Arduino gebaut, war allerdings mit der Wiedergabequalität des Tons nicht zufrieden. Man kann Ton ausgeben, aber es ist halt nicht gut. Und dann habe ich das Ganze mit Raspberry Pi nochmal eben neu gemacht. So, und als ich gemerkt habe, dass es grundsätzlich funktioniert, habe ich also diesen absurd teuren Grobhandtaster gekauft. Und habe das Ganze dann eingeladen und das haben wir dann so über die ersten zwei Camp-Tage verfeinert. Das durch ein sehr langes Anschlusskabel ging das Ding also auch mal von alleine los und dann war nachts noch der Ton an. Dann machte es sporadisch, also mitten in der Nacht übers Camp, hab, 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 bis ich dann... Und ich liege in meinem Zelt und sehe auf die Rundumleuchte und höre dieses Geräusch und denke so, Gott, ey, das hoffentlich nervt das Lars so sehr wie mich, dass der aufsteht und sich drum kümmert. Hat es. Irgendwann war ich selber genervt genug, das Ding kam eben durch meine Ohrenstöpsel durch und dann bin ich eben aus dem Zelt gewankt in das Gemeinschaftszelt und habe da den Ton ausgedreht. Da muss man nämlich wissen, wir haben eben Musik gehabt. Sven hatte so einen Mixer dabei und wir hatten dann dieses Alarmanlagending auf einen eigenen Kanal gelegt. Und das heißt, wir konnten das eben parallel regeln, sowohl das Verhältnis zu der Lautstärke der Musik oder mal eine Zeit lang auch ganz aus. Es kam mal so ein Rudel Kinder vorbei, die das Ganze so ein bisschen überbenutzt haben, dass selbst ich selber davon genervt war. Dann haben wir das leiser gemacht. Ja, genau. Oder zwischenzeitlich halt mal ganz aus.
Naja, und dann fielen uns noch so ein, zwei kleine Tricks ein, wie wir dann eben dafür sorgen, dass das Ding nicht mehr von alleine losgeht. Dann habe ich es also nochmal auseinandergenommen und habe noch zwei Bauteile nachgelötet. Und in dem Zustand ist das Ding dann... Und wenn du dann so mehrere Elektronikspinner da um den Tisch sitzen hast, die dann erstmal anfangen zu diskutieren, was denn jetzt der beste Weg wäre und wo man denn jetzt welche Komponente dann nochmal reinfummelt und so weiter, das war auch schon ziemlich Camp, ja. Ja. Und dann die Leiter habe ich eben dann gebraucht, um die Rundumleuchte ganz oben in den, wie nennt man das, in den First? Ins Himmel. Also in die in nee, First, bitte? Würde ich auch sagen, genau. First, ja. Oder Giebel. Also, in den Giebel, First, also ganz nach oben in das Dreieck reinzuhängen mit Kabelbindern. Dann habe ich so an der Zeltstange das Kabel runtergelegt. An der Seite hing dann so eine Plastikdose mit dem Raspberry Pi. Ein Netzteil hing da noch mit rum und dann ging von dort eben noch ein Audiokabel zum Mischpult. Ja, und in dem Aufbau ist das dann einige Tage einfach so dann geblieben. Und eines Tages war dann eben tatsächlich Holgi, dessen Stimme das ja nun mal eigentlich war, gegenüber auf dem Stickertisch. Und dann musste ich da natürlich mal eben draufschlagen. Und dann sehe ich nur, wie er sich ganz langsam umdreht. Und dann einmal so eine Rundumleuchte über seinem Kopf simuliert, weil er eben das Zitat aus diesem Film wiedererkannte. Später, als ich mit ihm dann sprach, wurde dann klar, dass er gar nicht gemerkt hatte, dass das seine eigene Stimme war, sondern er dachte, das wäre tatsächlich dieses der Originalton aus dem Film. Mhm. Und dabei war er das selber. Und da hatten wir dann natürlich in diesem Gespräch auch nochmal kurz eben Spaß dran. Dieses Bastelprojekt haben wir dann auch noch so ein bisschen gepimpt zwischendurch, dass wir Steckverbinder da hatten, wo ich also einfach mit Lüsterklemmen gearbeitet hatte und so. Das heißt, das Ding ist jetzt transportabel und ich glaube, das werde ich einfach auch so lassen. Bleibt, glaube ich, einfach so. Dann kann man es vielleicht noch mal Klopapier eingelagert und in 4 Jahren wieder rausgeholt, meinst du? Ja, ich schätze, man wird wohl irgendwann mal einen neuen Witz brauchen, aber an diesem Ding hängen jetzt irgendwie gute Erinnerungen. Ja. Also habe ich ja zwischendurch auch schon ein paar Mal gelesen. Dann, das ist aufgenommen worden in den aktuellen Sprachschatz, glaube ich. Es gab halt auch Leute, die dann einfach nur plötzlich bei uns ins Zelt gesprintet kamen, auf diesen Taster hauten, irre lachten und wieder wegliefen, ja. Das ist ja schön. Ich habe übrigens gerade mal den Wasserkocher angemacht und das Mikrofon umgestellt und wir haben jetzt hier wieder Atmo. Oh. Also Martin. Ich wollte gerade sagen, ich hatte vorhin schon sowas gehört und dachte, du hast wirklich die Waschmaschine wieder angestellt, aber nein. Nee, ich habe einfach nur, ihr hört jetzt live meinen Wasserkocher nebenan aus der Küche. Den Blödsinn wollte ich jetzt eben noch gemacht haben. Ja. Super. Ja, so. Das ist genau der Camp-Spirit, ja, so ein Schwachsinn einfach mal zu machen. Ja. Ich meine, wir waren ja völlig harmlos, ja. Also andere Leute hatten, haben wir auf Twitter 4 von gelesen, die hatten eine Donut-Maschine, also so eine Donut-Fertigungsstraße mit so irgendwie durchs Fett laufenden, durchs Fett schwimmenden Donuts mit Wendemaschine, dem Wendemechanismus zwischendrin und so ein Zeug, ja. Und die Three-Headed Monkeys, die hatten halt wirklich ein Schiff als Bar gebaut und so ganz viel so Monkey Island-themed da irgendwie gebaut und eigene kleine Boote, wo man dann da vor der Bar sich draufsetzen konnte und eine eigene Bühne und was weiß ich. Und die Seabase hatte den Spargel hier, den Turm vom Alexanderplatz in Berlin, den hatten sie halt nachgebaut in, weiß ich nicht, 4 Meter hoch oder was, vielleicht sogar noch höher, keine Ahnung. Und ja, das ist aber auch so ein Ding, was immer mitfährt, ne? Der Fernsehturm, der fährt doch, glaube ich, immer mit. Der wird wie die Fairy Dust wohl behütet und immer wieder aufgebaut, glaube ich. Ach so, gut. Der war doch auch in dem Film und der stand auch in Leipzig, meine ich. Na gut, okay. Naja, aber wie gesagt, die Food Hacking Area, die hatten ihre ganze Küche selber gebaut. Der Kidspace hat da irgendwie die komplette Kücheneinrichtung selber gebaut. Es waren also wirklich eigene Vorträge bei irgendwelchen anderen Villages und viel mehr mit Licht und so weiter. Also wir waren da ganz, ganz kleines Licht, sag ich mal, ja. Ganz kleines Licht, ja. Aber ein Rundum, immerhin. Ja. Aber ich meine, ist ja klar, ist so spontan, wie ihr euch da mehr oder weniger gefunden habt, wäre jetzt langfristige Planung ja auch nicht möglich. Und vielleicht auch gar nicht nötig. Wer weiß. Was habt ihr denn eigentlich den ganzen Tag über gemacht, außer
da in eurem Gemeinschaftszelt gesessen und geschaut, wer jetzt da vorbeiflaniert? Seid ihr auch selber über den Platz gelaufen? Hattet ihr, ja gut, zu den Waffeln, das ist natürlich ein Ziel, da muss man dann hin, das ist klar. Aber es gab ja auch Vorträge. Habt ihr irgendwas wahrgenommen oder so mehr oder weniger doch eher das draußen erlebt? Ja, also ich habe den Eröffnungstalk gesehen, in erster Linie, weil Claudia ihn gehalten hat, um ehrlich zu sein. Da habe ich dann auch allen gesagt, nee, wir müssen da hinten, den macht Claudia, komm, los jetzt. Super. Und das war's bei mir auch mit an Vorträgen. Aber klar, ich bin ja dann morgens oder irgendwann am Tag eigentlich immer beim Kidspace vorbei und habe geguckt, ob da Hilfe gebraucht wird. Und ja, dann auf dem Weg hat man immer Leute getroffen, die man kannte oder irgendwas Spannendes gesehen. Und dann hat man da halt eine Weile rumgehangen. Und ja, dann saß man da und dann kam wieder irgendwer anders vorbei, der eigentlich ganz woanders hin wollte. Und dann saßen die eine Stunde und da hat man irgendwie über Blödsinn geredet oder über irgendwas Tiefgreifendes, je nachdem. Und dann war auch schon wieder Zeit zum Essen. Und wo hat man die Tage ziemlich erfolgreich rumgekriegt, oder? Ja, das würde ich auch sagen. Also das Erschreckende irgendwie ist, es war also sicherlich eine der urlaublichsten Wochen, die ich jetzt oder Tage, die ich dieses Jahr hatte, weil also ich habe wirklich erschreckend wenig Produktives getan. Da hatte sicherlich auch das Wetter einen Anteil dran, weil es wirklich zumindest über den Tag enorm heiß war. Ich hatte also inzwischen Zeit. Echt hart, ja. Also wir hatten tagsüber wirklich an die oder über 30 Grad und auch wenig Möglichkeiten, sich irgendwie zu verdrücken, kaum Wind. Doch echt hohe Luftfeuchtigkeit, dass man also das Brett hatte und nachts waren es also doch deutlich unter 10 Grad. In so einem Zelt unter gegebenenfalls mit nur so einem Sommerschlafsack doch ganz schön kalt ist. Ja, also das waren schon verschärfte Bedingungen. Ich meine, da sind wir, glaube ich, alle gut mit klargekommen und wir hatten ja auch noch irgendwie so Notfalldecken mit und alles Mögliche. Da kam man dann doch schon klar. Aber ja. Ich hatte jetzt gerade bei Sven massive Aussetzer. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir war oder auch bei euch. Nee, das war zentral anscheinend, ja. Ah ja, oh, ich verdammt, auch. Es geht wieder los. Nee, das war jetzt bei mir, glaube ich. Also meine Internetleitung wird das wahrscheinlich gewesen sein. Ich habe hier einen Pingel parallel laufen und da waren 1 bis 2 Sekunden Laufzeiten dabei. Aber es hat sich von alleine beruhigt. Also wahrscheinlich irgendwie gerade Schluck auf in der Internetanbindung. Da hatten wir echt gekrummelt. Ja, also kurzform nochmal, tagsüber echt warm und echt hohe Luftfeuchtigkeit, nachts über echt kalt. Das war schon bis, das hätte auch, ich sag mal, nachts 5 Grad mehr und tagsüber 5 Grad weniger hätte schon geholfen. Aber man will ja nicht jammern, sonst kriegt man Aufkleber geschenkt. Was? Aufkleber bekommt man geschenkt, wenn man jammert? Der Show Me the World SMTW, der auch mit Claudia zusammen die Eröffnung gemacht hat, der kam irgendwann bei uns vorbei und sagte dann, ja, seid ihr denn zufrieden hier mit dem Platz und so weiter? Und wir so, ja, mit den Schienen hier, das ist ein bisschen schwierig und das und dies und jenes, aber nein, super Platz, also keine Beschwerden eigentlich. Er sagte, ah ja, ich habe da schon ein Mimimi gehört, hier, pass mal auf, hier habt ihr einen Stapel Aufkleber. Und dann hatte der so Aufkleber, das war so ein abgewandeltes Pfadfinder-Symbol mit noch so einem Computer drin und so und da stand dann ringsrum, ich habe keinen Bock auf diese Outdoor-Scheiße. Und das Beste ist eigentlich die Geschichte dahinter. Die Geschichte dahinter habe ich jetzt nicht von ihm gehört, sondern nur von jemandem zweiter Hand. Von daher, wenn sie nicht stimmt, schlagt mich nicht. Aber soweit ich sie gehört habe, war der SMTW, deswegen auch der Name, schon auf allen Kontinenten der Welt und auf allem außer der Antarktis mit dem Fahrrad. Und ja, und hat irgendwie über 600 Nächte im Zelt verbracht und der hatte wohl irgendwo in Skandinavien so einen Deutschen am Ufer sitzen sehen, als er da vorbeikam, der dann irgendwie darüber philosophiert hat, dass das doch alles scheiße wäre und die ganzen Mücken und das würde nerven und er hätte keinen Bock auf diese Outdoor-Scheiße. Und ein Jahr später war er wieder in der Gegend unterwegs und diesmal saß der Typ in einem Boot und hat zum Besten gegeben, dass er diese Outdoor-Scheiße, dass er keinen Bock auf diese Outdoor-Scheiße hätte. Und schaukeln tut's auch noch. Richtig. Und dann hat er irgendwo an einem völlig anderen Ort der Welt irgendwelche anderen Leute getroffen, die auch weit gereist waren und hat sich mit denen unterhalten und die haben gesagt, also das Krasseste, was wir hier erlebt haben, war dieser Deutsche in Skandinavien, der da am Ufer stand und sich über diese Autoscheiße beschwerte.
Und das war die Inspiration für diesen Aufkleber wohl. Ach, wenn wir eines können, dann nörgeln. Ne? Also es gibt ja immer so das Klischee, die Deutschen sind bekannt für ihre Ordnung und für ihre Tüchtigkeit. Aber wahrscheinlich sind wir viel mehr bekannt für unsere Nörgeligkeit. Granteln. Ah, das ist aber nicht gut, ja. Herrlich. Ja, aber dass also das nachts kalt war, wo du gerade das angesprochen hast, von wegen dieser Outdoor-Scheiße, das habe ich in der Closing-Zeremonie gehört. Da war ich ein bisschen irritiert. Ich muss sagen, ich habe das nur so 10 Minuten reingehört oder so während der Autofahrt, weil ich dachte, ich wollte Claudia wenigstens mal reden hören da. Die hat aber dann Englisch gesprochen. Das war für meine Ohren nicht ganz so einfach zu verstehen, zumal sie auch relativ viel Hall hatte auf ihrem Mikrofon. Aber die haben dann tatsächlich gesagt, dass es nachts unangenehm kalt gewesen sei. Was ich anhand der Bilder, wo ich dachte, mein Gott, ist das ein heißes Sommer-Event, gar nicht nachvollziehen konnte. Aber du hast es ja gerade auch nochmal beschrieben. Also habt ihr gefroren? So im Schlafsack? Jein. Ich friere relativ selten und in der ersten Nacht habe ich wirklich gefroren. Da bin ich einmal nachts aufgewacht und habe gedacht, hoch ist das kalt. Aber ich habe mir dann einfach einen Kapuzenpulli angezogen, wenn ich abends ins Bett gegangen bin. Das war immer nach Mitternacht, von daher war es dann auch schon ganz schön frisch und habe mir einfach irgendwie dicke Socken angezogen, ich hatte nur einen Sommerschlafsack mit, ich hatte aber dazu noch eine dicke Wolldecke mit und ich bin dann also in meinen Schlafsack gekrochen, habe den bis an die Ohren zugemacht, habe die Wolldecke drüber geschmissen und das Schöne war, wenn es dann morgens warm wurde, dann konnte ich erst die Wolldecke wegmachen, dann den Schlafsack aufmachen, dann den Kapu ausziehen, die Socken ausziehen und dann irgendwann musste ich dann auch raus aus dem Zelt, aber ja, so habe ich... Nackt übers Feld gelaufen, super. Kichernd, genau. Nein, ich hatte in der Tat einen Bademantel mit und bin dann in dem morgens dann in der Regel erstmal zum Duschen gegangen und wurde dann auf halbem Wege auch von dort campenden, ich glaube Holländern angesprochen, dass ich ja ein Professional Showerer wäre. You must be German. Ja, so ungefähr. Ja. Und nein, also wahrscheinlich hätte das kein Mensch interessiert, wenn ich da nackt übers Feld gelaufen wäre. Da ist das Camp genau wie Wacken. Es gab wohl auch FKK-Schwimmen, habe ich jedenfalls auf Twitter gelesen. Ja, ständig. Irgendwann gab es da eine Verabredung. Aber warum auch nicht? Lars, wie war das bei dir mit dem Nacktschwimmen? Nein, mit dem Zelten? Also mit nachts im Zelt? Wurde es bei dir wirklich kalt oder hattest du es auch im Griff? Ja, es wurde außen kalt und auch spürbar kalt. Also es gab so den Fenster, wenn man irgendwann halt zu später Stunde dann ins Zelt ging, merkte man schon ziemlich deutlich. Ich hatte dann zum einen alten Winterschlafsack dabei, den ich mal irgendwie, ich glaube, von meinen Eltern übernommen hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wo das Ding herkommt. Der ist auch ziemlich hinüber, aber tut immer noch seinen Job. Und ich campe halt nicht so oft, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt Geld für was anderes ausgeben. Also, dann hatten wir eben diese Thermodecken dabei. Ich hatte mir mal vor dem Camp einen 10er-Pack davon bestellt und hatte dann auch einiges am Zelt damit gemacht. Ich habe mich also in diesen Winterschlafsack gerollt, habe dann eine von diesen Thermodecken drüber gelegt und dann eine Wolldecke drüber. Das ging ziemlich gut, nur dass diese Thermodecken eben furchtbar glatt sind. Irgendwann ist anscheinend der ganze Schlamassel in der Nacht auch in der ersten Nacht einmal so runtergerutscht, so flatsch. Und das habe ich dann tatsächlich gemerkt, habe mich dann neu zugedeckt und den Rest gut geschlafen. Und in den darauffolgenden Nächten wurde es nicht mehr ganz so kalt. Da hatte ich mich aber anscheinend auch weit genug gewöhnt, wie ich am besten liege auf meiner Liege. Und das ging wirklich sehr, sehr gut. Krass war allerdings, wie morgens dann die Sonne auf dem Zelt stand. Der Wechsel von der nächtlichen Kälte zur Hitze im Zelt bei Sonneneinstrahlung. Mhm. Das war innerhalb von einer Stunde wurde das eine Sauna mit einer quasi unerträglichen Temperatur drin. Also ich wurde von der Hitze wach. Nicht von Lärm, nicht von Licht, sondern von Hitze, weil es war einfach nicht mehr auszuhalten. Und das war dann, ich habe dann an Tag 2 die sonnenzugewandte Seite morgens auch noch mit einigen von diesen Thermodecken abgeklebt. Das hat ganz gut geklappt, gab so eine extra halbe Stunde. Aber dann war es dann wirklich auch vorbei. Aber alles erträglich und ist das Thema Campen ist für mich halt viel besser gelaufen als erwartet. Das ist schön einfach. Also gut, dass ihr diese positive Erfahrung gehabt habt. Vorhin war im Chat noch die Frage vom Erik an dich, Lars. Ja, die habe ich auch noch offen.
Hast du gesehen, ne? Dass ja. du ja sowohl den Kongress als auch das Camp jetzt erlebt hast und er fragte nach dem Unterschied, spürbaren Unterschied. Hast du was? Also gut, abgesehen davon, dass du beim Kongress im Hotel schläfst und beim Camp halt im Zelt. Das ist naheliegend und offenbar, aber gibt es auch sonst irgendwie Unterschiede, die du wahrgenommen hast? Ja, also ich muss diesen Unterschied hast du jetzt ja selber schon genannt, aber der ist schon ziemlich essentiell. Man ist die ganze Zeit irgendwie mittendrin. Man kann sich einfach in sein Zelt zurückziehen und ist dann eben weg. Also ich habe mir dann nachts auch die Ohren verkorkt, weil auf dem Camp ist eben, ja, ich will nicht sagen rund um die Uhr was los, aber ich habe mir die Ohren verkorkt und ja, wenn man aber sagt, man möchte jetzt rauskommen, dann ist man schlagartig mittendrin. Von der Übernachtungsmöglichkeit. Das war eine sehr tolle Erfahrung. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann ist der Unterschied, das liegt allerdings eher an mir, dass ich also beim Camp zwar beim Kongress bislang immer so beim Sendezentrum mit dabei war, aber nicht so irgendwo in einer der Hallen, wo die ganzen Assemblies so geballt sind. So, und wenn ich jetzt die Assemblies mit den Villages vergleiche, dann war ich also nicht in dieser Assembly-Halle, sondern das habe ich jetzt eigentlich beim Camp erst richtig erlebt. Ne? Also auch wenn das Sendezentrum natürlich eine Assembly ist, aber irgendwo fühlte sich das ein bisschen anders an und ich hatte den Eindruck, ich war näher dran am Geschehen. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Was ist gleich, fragt Erik. Also diese ungeheuer entspannte, aufgeräumte Stimmung, dass das mit der Organisation einfach klappte und alle nett zueinander waren. Also ich habe jetzt keine negative Schwingung aufgenommen irgendwo. Ich habe gehört, natürlich gab es irgendwo Vorfälle. Erlebt habe ich selber nichts. Aber das ist wahrscheinlich passiert sowas einfach, wenn einige tausend Leute mal irgendwie aufeinander prallen. Ja, also auf eine gewisse Weise gleich und doch irgendwie anders und ja, jetzt durch dieses wahnsinnige Wetter und das Campen und so war das auf vielen Ebenen natürlich schon ein bisschen anders. Es war furchtbar hell, es war sehr heiß, es war richtig Urlaub, während das beim Kongress eher so ein bisschen eine dunkle Geschichte ist. Man ist in der dunklen Jahreszeit, die Tage sind kurz, die Hallen sind eher dunkel gehalten, da wird auch viel mit Licht gearbeitet, was beim Camp übrigens phänomenal war, war die Lichtinstallation überall, wenn es dunkel wurde, großartig. Krass, ja. Also ja. Wenn Licht gegen Depressionen hilft, dann war das Camp ein 1A Antidepressivum. Also tagsüber wirklich irgendwie Sonne und warm und nachts wurde es irgendwie gefühlt nicht dunkler. Also das war schon toll. Ja, also beide Veranstaltungen haben ihren eigenen Charme, haben aber genug Gemeinsamkeiten, dass man sagen kann, ja, das sind eben diese Chaos-Events. Das kann ich jetzt allerdings auch nur so aus meiner Neulingsperspektive sagen. Also es war mein erstes Camp und ich glaube, ich war bislang jetzt dreimal beim Kongress. Also ich würde mich selber noch als deutlich Anfänger einstufen. Aber ein großartiges Ding und ich hoffe, ich kann da wieder hin. Ja, muss dann 4 Jahre warten, ne? Ist ja nur. Ja, klar. Wobei diese Schar, die es zwischendurch gibt in den Niederlanden, die steht also jetzt, soll ja in 2 Jahren dann sein, die steht schon ziemlich deutlich auf meiner Liste. Das ist dann also so auch so eine Art Camp. Und bist du infiziert? Das Gefühl, das kann ich mir jetzt wohl gut vorstellen mit dem Zelt und dem ganzen Gerödel, was ich mir jetzt beschafft hatte fürs Potstock und fürs Camp. Jetzt ist ja alles da, einfach hinzufügen. Ja, genau. Einmal der Rundumleuchte die weite Welt zeigen. Das ist schon ein Vorsatz, den kann man haben. Ja, die muss mit, das ist ja wohl klar. Ja, aber es gab ja auch noch anderes technisches Gerät. Ich habe gesehen, es gab so eine Selbstbau, wie heißt das? Smartwatch, diese Card 10 oder Card 10 oder was? Habt ihr damit gemacht? Ich habe so ein Ding gekauft, man spricht es Cardio. Aber es ist als 1-0 geschrieben. 1-0, okay. Also, ja. Cardio. Und also ja, ich habe mir tatsächlich so ein Ding besorgt. Im Hintergrund der letzten Alliteration am Arsch-Folge hört man auch den von Tolpi bei uns im Zelt gegebenen Workshop dazu. Ach, guck.
Der hat also dann wirklich das Mikrofon in die Hand gekriegt und hat dann also der uns üblichen Verdächtigen halt im Prinzip erklärt, wie das Ding funktioniert und was er so rausgefunden hat. Okay, und das ist also ein Einplatinencomputer, den man sich ans Handgelenk schnallen kann und der ist frei programmierbar. Ich habe gerade noch vor einer Stunde hat jemand getwittert, ich habe Tetris da drauf und irgendjemand hatte die Tage getwittert, er hat den Anfang der Nationalhymne irgendwie auf seinen Badge gekriegt. Ich habe hier den Tweet, ich weiß nicht, ob ich das hier einspielen kann, ich versuche das mal gerade. Dann erzählt ihr mir bitte einfach noch ein bisschen mehr zu dem Teil und was ihr möglicherweise damit tut. Wo ist denn jetzt hier der Tweet? Da. Es baut sich langsam auf. I've made my cardio badge vibration motor play the German anthem. Ach so, das ist der falsche Rechner. Haha, gut, dann wird man es nicht hören können. Bis ich das jetzt umgestöpselt habe. Warte mal, das muss doch gehen. Zack raus, zack rein. Oh, so, jetzt aber. Na? Achtung, fertig, los. Achtung, fertig. Spielst du bitte? Das konnte man ganz gut erkennen. So, also ein Vibrationsmotor ist da drin und irgendjemand hat versucht oder es geschafft, seinen Badge die Hymne spielen zu lassen. Was habt ihr denn damit gemacht? Ich kann vielleicht mal anfangen. Nichts. Das ging bei mir relativ schnell. Ich habe beruflich irgendwie zu viel mit so Technik zu tun, als dass ich da Spaß dran hätte, da privat mit rumzubasteln oder mit dieser Art von Technik. Deswegen fand ich sehr cool. Ich fand auch die Ease of Use, also das, wie schnell man damit wirklich Resultate hingekriegt hat und so weiter, fand ich toll, fand ich echt beeindruckend. Ich habe da aber keinen Spaß dran selber. Deswegen habe ich mich davon ferngehalten, das aus der Ferne bewundert. Mhm. Und Lars, du hast so ein Ding gekauft, aber wahrscheinlich auch noch nicht bespielt. Lars ist weg. Oh, Entschuldigung, die Mute-Taste mal wieder. Ich hatte beim Camp hätte ich gerne mehr computert. Ich hatte auch in Sachen Podcast durchaus was vor, hatte ich ja beim letzten Sendegarten auch gesagt. Ich hatte allerdings bei der Hitze und auch bei dem Staub wenig Bock, an meinem Computer da zu sitzen, weil der Computer echt Staub gefangen hat. Und dafür ist er mir irgendwo noch ein bisschen zu pingelig mit dem Ding. Also ich habe ein paar Grundsachen versucht mit diesem kleinen Computer, mit dem Cardio. Bin allerdings auch gestern erst wieder nach Hause gekommen, weil ich zwischendurch noch ein paar Tage in Köln war. Und gestern Abend habe ich noch so ein, zwei Kleinigkeiten darin gespielt. Aber die eigentliche Beschäftigung mit diesem Gerät, die kommt erst noch. Weil das ist auch eine in einer Programmiersprache, die ich selber noch nicht beherrsche. Und ich möchte das also auch zum Anlass nehmen, da mich ein bisschen reinzuarbeiten. Aber das hat im Moment keinen Stress. Wie gesagt, nach dem Camp bin ich gestern erst nach Hause gekommen. Aber das war jetzt, ich habe dich richtig verstanden, das war etwas, was man extra und zusätzlich kaufen konnte. Das war jetzt nicht das offizielle Festivalbändchen sozusagen. Nein. Dafür gab es wirklich ein stinknormales Bändchen und man konnte diesen Cardio eben bei der Ticketbestellung, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, einfach mit quasi crowdfunden, indem du einen bestimmten Betrag mit reingekloppt hast in die Sache. Dann hast du dann hast du eben eine Karte bekommen, im Prinzip so eine Art Zugriffsberechtigung, dass du also dir so eine Karte holen konntest. Und die waren in dem Moment ja schon bezahlt. Dann bekam ich von Björn den Tipp, dass beim Einlass gegen 20 Euro man diese Karten noch nachträglich bekommt. Dann habe ich das ganz schnell eben gemacht, habe mir ein Fahrrad geborgt, bin da eben hingeradelt, habe dann mir so ein Teil auch beschafft. Und was es noch gibt, sind die blauen Karten, womit man wohl sozusagen Geräte zweiter Wahl, die sind nicht auf Funktion geprüft, soweit ich weiß, beim Camp vielleicht noch hätte bekommen können. Und jetzt wurde, glaube ich, auch angekündigt, dass man sie damit beim Kongress vielleicht noch bekommt. Die Karten sollte man also nicht wegwerfen.
Ja, und das ist im Moment der Stand. Das Ding liegt hier rum. Wie gesagt, ein paar Sachen habe ich damit schon ausprobiert, aber noch nicht viel Eigenes, sondern eher Fremdsachen auf dem Spiel. Okay. Letztes Jahr war die größte Gefahr für die technischen Geräte der einsetzende Regen. Letztes Mal, muss man sagen, vor 4 Jahren war die größte Gefahr der einsetzende Regen. Es hat ja ordentlich gewittert damals und technisches Gerät und Wasser verträgt sich ja normalerweise nicht gut. Aber du hast gerade, Lars, genau das Gegenteil berichtet, nämlich es war so trocken, dass die technischen Geräte deswegen möglicherweise Schaden genommen haben, beziehungsweise du sie nicht in Betrieb genommen hast. Der Staub war so prägnant, dass es sogar inzwischen einen eigenen Twitter-Handle oder einen Twitter-Kanal dafür gibt, C3 Staub. Und man den Staub in Flaschen abgefüllt hat, um ihn in Leipzig dann auch wieder auszustreuen. Und es ist sogar ins Intro von Methodisch Inkorrekt geschafft hat, die eine Erklärung für den Staub angeboten haben. Wie habt ihr das erlebt? Oh, es hat gestaubt, ne? Ja. Nein, also wir waren schon an einem der Hauptwege, der auch wirklich viel frequentiert wurde, und wenn da dann so ein Bobbycar mit 40 Sachen lang genagelt ist, dann hat das auch wirklich eine Staubfahne hinter sich hergezogen, wie in so einem alten Western. Das hat schon ein bisschen genervt, so war das nicht. Und ich sag mal speziell auch beim Auspacken, mit dem ich immer noch nicht ganz fertig bin, ich muss meine Schuhe auch noch ein drittes Mal sauber machen und einige meiner Klamotten habe ich auch durchaus 2 oder 3 Mal gewaschen. Das war schon ein bisschen blöde. Da muss man vielleicht beim nächsten Mal drüber nachdenken, ob man da vielleicht 1-2 Mal am Tag so einen Wagen mit so einer Brieselungsanlage oder so über die Wege schickt zumindest. Das, also ernsthaft, das war schon ganz schön unschön. Also wenn sich dann abends die Laser irgendwie von diversen Showinstallationen wirklich im Staub gefangen haben, so, das sah dann zwar toll aus, aber ja. Ja, ich wollte gerade sagen, genau das ist ja das, was man eigentlich möchte, ne? Dass es in den Reflexionen in der Luft irgendwie gibt, und umso besser kann man es erkennen. Man möchte die Reflexionsfläche nicht unbedingt einatmen. Ja, also wenn man die Sache mal ein bisschen eskaliert ausdrücken möchte, also wenn du dir die Nase geputzt hast, dann brauchtest du danach eigentlich keinen Spielfilm mehr. Was in deiner Nase war, war spannender. Also das ist es sehr schön, dass die Nase das alles ausfiltert. Also ich war sehr froh, dass sie da war, diese Nase. Okay. Ich fand es jetzt nicht schlimm, und es ist jetzt, ich werde mich an ganz viele Sachen erst erinnern und dann an den Staub. Es war jetzt also nicht irgendwie die Staubhölle von Mildenberg oder so. Aber es war schon merklich. Ja. War das denn dann auch so, so flach, dass der Wind ständig über das Gelände gepustet ist und eigentlich immer irgendwas vor sich hergeschoben hat? Nö. Nee, so nicht. Das würde ich so nicht sagen, nee. Also da musste jemand drüber laufen, drüber fahren, irgendwas. Also ich habe noch ein Bild sehr deutlich vor Augen, wo jemand in Sandalen einmal langgejoggt kam, der also allein dieser einzelne Mensch unfassbare Mengen Staub aufgewirbelt hat, wo ich gesagt habe, das kann gar nicht sein, das habe ich so noch nie gesehen. Und, das ist, als ich später mein Auto, das also von diesen Sandwegen da, von dem eigentlichen Gelände ja mehrere 100 Meter wegstand, also ich würde mal schätzen, so 300, 400, vielleicht 500 Meter, ich kann es nicht genau sagen. Das Auto sah aus. Bitte? 300 Entfernung, ne? Gesagt, ja. 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 Also das Auto, das braucht allein wegen dieses Staubs eine Wäsche. Beim ersten Tag war ich angekommen mit so normalen, ja, so normale Treter. Die sind halt so schwarzes Kunstleder oder so ein Zeug. Und die habe ich eben nur bei der Anreise einmal kurz angehabt. Und dann wollte ich sie eben in Köln am Montagmorgen zur Arbeit anziehen. Und ich packe die wieder aus und sehe, dass die einmal von dem Laufen zum Auto, vom Auto zum Gelände und wieder zurück eingesaut waren. Ja, und dann stand ich also draußen und schlug diese beiden Schuhe einmal gegeneinander, und diese Wolken, die da rauskamen, waren also phänomenal. Das war allerdings so ein feiner und trockener Staub, dass dieses Ausklopfen dafür gesorgt hat, dass sofort die Schuhe danach auch wieder schwarz waren. Also aus den Schuhen bin ich durch dieses Ausklopfen auch sofort wieder losgeworden. Okay. Ja, aber sonst alles andere
voller Staub, das Zelt voller Staub, also was allein an Staub reingeschleppt wurde in das Zelt, dadurch, dass man eben da mal reingelaufen ist im Laufe der Tage. Ich war froh, dass Sven da diesen Staubsauger dabei hatte. Das ist... Wie, Sven, du hattest einen Staubsauger dabei? Hallo? Das regt mir schon die Frage auf. Gasbetrieben? Nein, es waren ja so ein paar Eskalationen, die irgendwie sein mussten. Zum einen natürlich die jetzt ja schon reichlich bekannten Tellerkopfschrauben, die übrigens nicht der Pritlaff erfunden hat. So viel nur dazu. Da gibt es auch eine sehr schöne Szene in der Freakshow. Also wenn ihr euch die Freakshow Live-Show mal angucken wollt, dann die Tellerkopfschrauben, die Roddy dann mit hat, gehören übrigens mir, der Staubsauger auch. wie gesagt, Tellerkopfschrauben und gut, wenn man Tellerkopfschrauben, also für alle, die es nicht wissen, Tellerkopfschrauben sind sehr schön, um Heringe zu ersetzen, denn wenn man dann natürlich einen Akkuschrauber mit hat, dann kriegt man die sehr schnell und sehr fest in den Boden. Man kann die im Prinzip so tief versenken, dass man über die auch nicht drüber stolpern kann oder so. Nachteil ist, man braucht halt einen Akkuschrauber, denn irgendwie mit der Knarre oder so kriegt man die sicherlich auch in den Boden, aber das macht halt gar keinen Spaß. Und ja, dementsprechend hatte ich raue Mengen an Tellerkopfschrauben mit, die guten rostfreien. Nicht so eine verzinkte, so einen verzinkten Unrat, ja. Welche Größe hast du gewählt? 280. Also nicht, das muss mal gesagt werden, weil die Frage taucht ab und zu auf. Also 280er ja. Tellerkopfschrauben. Mit welchem Teller oben? Welche Durchmesser hat der? Die gibt es, glaube ich, nur in einer Größe, soweit ich das zumindest bis jetzt gesehen habe. Also ich würde nicht unter 200 gehen, alles zwischen 200 und 300 ist in Ordnung. Ich habe jetzt 280er genommen, weil ich da was gelesen hatte. Also ich habe die nicht nur fürs Camp besorgt, sondern allgemein. Aber ich hatte halt gelesen, naja gut, da liegen doch so ein paar Leitungen, die nicht dokumentiert sind und so weiter. Und habe gedacht, gut, dann nimmst du mal die etwas kürzeren, die sind auch ein kleines bisschen billiger. 280 ist immer noch ganz schön lang. Und ja, aber so 250er bis 300er würde ich empfehlen. Gut, also dann hatte ich ja auch den Akkuschrauber mit, weil um die Dinger reinzukriegen, und ich habe für meine Makita 18 Volt Akkus, es gibt da auch andere Hersteller, habe ich Aufsätze, dass man dann da 2x5 Volt USB rauskriegt. Und jetzt wäre für die, die mitgerechnet haben, 5 Amperestunden bei 18 Volt mit einem Schaltnetzteil, ich sage jetzt mal ziemlich verlustfrei, auf 5 Volt runter transformiert, da kriegt man die Akkus also ganz schön schnell, den Telefonakku doch ganz schön problemlos wieder mit voll. Mhm. Und ja, so hatte ich dann halt auf der einen Seite den Akkuschrauber mit, ich hatte dann halt irgendwie noch einen okay, also der Björn ergänzt gerade noch, nein, es gibt 8x250 beziehungsweise auch 10x250 und andere Längen. Also gut, es gibt da verschiedene Varianten, aber ja, also ich sag mal, je größer der Kopf, desto schöner eigentlich. Und auch je größer das Bit, desto schöner eigentlich. Das könnte man jetzt wirklich schön rausschneiden. Je größer der Kopf, desto schöner. So ist das. Das kann man immer gebrauchen, diesen Satz. Genau. Und dann hatte ich mir halt überlegt, naja, wir haben so Campingteppiche mit, und unter anderem wollte ich eigentlich den Teppich mitbringen, der das Potstock schon richtig gemütlich gemacht hat. Den habe ich dann vergessen. Der Nachbar hat uns dann einen geliehen und ich hatte noch ein paar kleine besorgt. Naja, gut. Ich hatte den anderen Campingteppich-Papa auch nicht gefragt, um ehrlich zu sein. Also von daher war es vielleicht ganz gut so. Der Teppich gehört ja nicht nur mir alleine, sondern auch Udo. Naja, so oder so hatte ich dann überlegt, naja, wenn wir dann da auch über diesen Teppich hin und wir mal rüberlaufen und so weiter, dann ist es vielleicht gar nicht verkehrt, auch einen Staubsauger mitzuhaben. Und ich besitze nun zufällig oder auch nicht zufällig einen Makita-Akku betriebenen Staubsauger. Ah, hör mal, gerade noch in der Freakshow gehört. Jetzt hast du ihn schon. Ja, den hatte ich in der Tat schon vorher. Und Tim hat sich den auch sehr genau angeguckt, als er uns am ersten Abend besucht hat. Ja, ja. Und Roddy hatte ihn dann auch mit auf der Bühne. Also das war auch meiner. Ja, das muss ich mir natürlich noch angucken. Also ich wusste gar nicht, dass die Freakshow da was gemacht hat und schon gar nicht, dass das live, also per Video mitgeschnitten wurde. Natürlich muss ich da reingucken, was der Roddy da alles von eurer Seite angeschleppt hat. Das ist auch mediaccc.de und der Moment, wo sie dann da Tim so ein bisschen auf die Schippe nehmen mit dem 1A-Equipment, was er nicht hat, ist schon ziemlich lustig. Also,
Naja, gut. Das hat sich also auch wirklich als eine gute Sache erwiesen, denn da hin und wieder mal einfach das reingetragene Gras vom Staub, vom Teppich zu saugen oder auch das Staub, den Staub aus den Zelten und so weiter, das war schon eine tolle Sache. Mhm. Ich habe den Staubsauger natürlich eigentlich, weil ich ja mehrere Bohrgeräte habe, die akkubetrieben sind, und wenn man dann irgendwo ein Loch in die Wand bohren möchte und dann aber wieder mit dem Staubsauger am Strom hängt, dann ist das natürlich blöde. Deswegen habe ich mir da diesen Staubsauger zugelegt. Ich nutze den aber auch für meine Treppenwoche und ähnliche Geschichten. Da ist man halt speziell mit so einem dicken Akku doch ziemlich autark. Oh, kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Und ein Flur ist manchmal schneller gesaugt als gewischt. Ja, speziell wenn dann das Treppenhaus irgendwie nicht so verunreinigt ist, dann sauge ich da einfach mal die Ecken durch und spare mir das Wischen. Das geht dann ganz gut. Sehr gut. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, Freakshow hat was aufgenommen, also da ist eine Produktion auf dem Camp entstanden. Habt ihr denn auch was gemacht? Ich meine, als Podcaster da hinfahren und dann ist ja vielleicht die Vermutung oder die Tendenz da, selber was zu machen. Lars hat schon durchklingen lassen, dass er nicht so produktiv war, wie er sich das ursprünglich gedacht hat. Habt ihr dann gar nichts gemacht oder gibt es irgendwas, was ich mal vielleicht auch mal nachhören könnte? Erzählt mir. Ja, ich hab mein Setup verliehen, also das kleine mit Zoom und Kopfhörerverstärker und Headsets und so weiter, und zwar an den vorhin noch im Chat erwähnten Sven, der doch noch da ist, siehst du wohl. Der hat mit Björn und mir eine Folge des Ochmenno-Podcast aufgenommen, die noch nicht draußen ist, weil ich ihm gestern erst die Spuren geschickt habe. Und er hat dann, glaube ich, mit Rotti noch eine weitere Folge des Ochmenno-Podcast aufgenommen. Dann hat auch mit Teilen von unserem Equipment der Reinhard eine Folge Alliteration am Arsch aufgenommen als Remote-Verbindung mit seinem Co-Podcaster. Die ist schon draußen, wo man auch unter anderem den Tolbi im Hintergrund pöbeln hört und er ruft irgendwie sowas wie, das ist eine Scheißparty hier, wenn ich meine Hose wiederfinde, gehe ich. Das habe ich ja gar nicht gehört, obwohl ich habe auch nur den Anfang bisher mitbekommen. Aber scheiß Party, wenn ich meine Hose wiederfinde, ich. Das ist ja ein großartiger Satz, wunderbar. Genau, also die beiden auch Menno-Folgen, die mit uns war über Festivals und Bühnen, die zusammenbrechen und solche Geschichten, und die mit Rotti war über Luftschiffe. Ah, ja, er hat ja mal da gearbeitet, glaube ich, ne, bei dieser Firma da. Genau, der hat bei Cargolift mal gearbeitet. Ja, genau. So, und dann, was war denn noch? Lars, hattet ihr was aufgenommen? Du und Peter? Nee, der Name war doch Peter, oder? Ja, ich glaube, der hieß Peter. Der Pablo Peter? Hätte ich gern gemacht, aber irgendwie war ich so urlaublich am Rumgammeln, dass ich es einfach nicht gemacht habe. Mut zum Nicht-Podcasten. Das war genau, so ein Witz, genau. der sich eingebürgert hat, dass wir dann über Peter gesprochen haben, während er dabei standen, und dann, ja, Peter hat ja gesagt, und sich dann zu Peter gedreht, und der Name war doch Peter, oder? Das haben dann Lars und ich irgendwie mehrfach gemacht. Und das seid ihr fiese Möppe? Nein, das ist nicht fies, das ist ein Running Gag. Das war sehr komisch. Ich glaube, Peter fand es mit am lustigsten. Also von daher. Okay. Es entstehen halt immer so diese Selbstläufer. Das ist hat mir selber sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich hatte auch noch irgendjemanden, ich weiß den Namen gerade gar nicht mehr, auch nochmal das H6 verliehen. Der hat da noch irgendwas mit aufgenommen. Das kann man irgendwo bei Twitter auch noch einen Link finden. Er hat, glaube ich, so eine Art Stenkelfeld-Parodie aufs Camp gemacht. Stenkelfeld ist so, ich glaube, vom NDR eine Comedy-Reihe gewesen im Radio oder ist noch. Kenne ich nicht, aber gut. Der H6 hat im Staub gut standgehalten. Da gab es keine so großen Probleme. Und das will ich mal hoffen. Ich habe den danach noch nicht wieder benutzt. Ups. Also meiner funktioniert vielleicht noch. Oh, vielleicht waren das die Ausfälle vorhin. Ha! Richtig. Da ist einfach nur ein bisschen C3-Staub in der Leitung gewesen.
Genau, Zeit für den kräftig Akkusauger. Genau, ein Akkusauger, die Akkus andersrum einsetzen, dann ist es ein Akkupuster. Kinder machen das zu Hause. Hab vorhin einen Tweet gesehen, da hat jemand die Slush-Maschine mit Druckluft von Staub befreit. Und das war auch sehr beeindruckend, was aus diesem Gerät rausgepustet wurde an Staub, mein lieber Scholli. Naja, gut. Ja, ich war auch sehr, sehr dankbar, dass ich bei den Stauben einiger Dinge Pressluft zur Verfügung hatte, ja. Ach, du hattest auch Pressluft dabei? Nein, jetzt wieder zu Hause. Ach so, ich dachte, du hättest auch noch einen Kompressor dabei. Also, ehrlich gesagt, bei dir würde es mich nicht wundern. Ja, ich hab in der Tat vorher geguckt, ob es von Makita auch auf 18 Volt einen Kompressor gibt, in erster Linie, um die Potthörner aufzupusten. Und den gibt es aber nur für die kleine, für die 10,5 oder was das ist, Serie. Das prangere ich an. Also Makita, wenn ihr zuhört, ich hätte gerne einen 18 Volt Kompressor von euch. Ich ahnte nicht, wie nah ich wirklich an der Wirklichkeit dran war. Ich hatte auch drüber nachgedacht, mir den 18 Volt Baulüfter, andere nennen es auch Ventilator, noch zuzulegen. Damit hätte ich, glaube ich, echt der Held werden können. Aber Motti kann ja Eskalation auch ganz gut. Der hatte nicht nur eine Siebträger-Espresso-Maschine, sondern auch einen Ventilator, mit dem wir dann ganz langweilig an Strom gehängt haben. Hatte denn keine Solaranlage irgendwie dabei und die Sonne eingefangen? Also von uns nicht. Die Nachbarn ja. Björn hatte für den Wohnwagen auch eine Solaranlage mit, dann ein Stück weiter, da stand die solare Einsatzleitung, da konnte man also an einem mit Solarzellen bestückten Dach sein Telefon aufladen. Ich habe ein Foto gesehen, man hat dann sein Handy in eine Socke gesteckt und das quasi wie so auf so eine Leine gehängt oder so, ne? Genau, dann Socken und Kabel von der Decke und da konnte man dann sein Telefon anstöpseln, in die Socke tun und... Das sah sehr hübsch aus. Sehr gut. Ja gut, beenden wir langsam mal diesen schönen Bericht von euch, vom Camp. Möchtet ihr noch einen zusammenfassenden letzten Satz sozusagen loswerden? Also so ein Fazit in ganz kurz. Hat es sich gelohnt? Ich meine, die Frage ist eigentlich überflüssig. Aber das Camp ist nicht überbewertet. Ach so, ich wollte noch fragen, wie viele Stunden Schlaf ihr denn eigentlich gehabt habt? Durchschnittlich. Insgesamt oder? Ja, so. Also sagen wir mal, mehr als erwartet oder weniger als erwartet oder überraschend viel? So, ich bin, glaube ich, immer so oft. 4 bis 6 Stunden gekommen, tendenziell eher so 6 Stunden. Das ging eigentlich. Also ich bin immer irgendwie zwischen 2 und 3 ins Bett und dann irgendwann, wenn es mir zu warm wurde, wieder raus. Okay. Ich schätze, dass ich nachts bei etwa 7 Stunden im Schnitt lag, was deutlich mehr und damit überraschend viel Schlaf war. Ja. Wobei ich muss sagen, ich bin dann auch morgens aufgewacht, habe irgendwie meine Decke abgeworfen und mich dann irgendwie so ein bisschen ausgeplündert, also Kapu aus und so weiter und habe dann erstmal ein bisschen Podcast gehört, wie man das so macht. Ne? Erstmal Sendegarten an und... Genau, richtig. Dann nochmal einen Sleeptimer gesetzt, weil man dann meistens doch nochmal so ein bisschen weggedöst ist. Und also jetzt nicht wegen dem Sendegarten so. So bei Podcasts, die auch spannend sind, einschlafen kann ich, ja. Man kann bei spannenden oder nicht spannenden. Und wer beim Sendegarten einschläft, ja, wunderbar. Warum denn nicht? Der wacht dann eventuell auch wieder mit dem Sendegarten auf. Ja, das stimmt. Das ist mir in der Tat ein paar Mal passiert, dass ich dann also mehrere Teile wirklich mehrfach gehört habe, weil ich immer eingeschlafen bin und dann irgendwie wieder aufgewacht bin. Und dann habt ihr über irgendwas geredet, was ich nicht kannte und dachte, okay, das ist ein Rückbezug. Du musst zwischendrin 20 Minuten geschlafen haben. Tja, kommt vor. Wir können ja zwischendurch immer wieder abfragen. So, liebe Hörer, was haben wir in den letzten 5 Minuten gelernt? Immer auch Zeitmarken. So, apropos, ja. Wir sind jetzt 26 Minuten auf Sendung. Ach so, es ist 26 Minuten 30 Sekunden seit dem Start. Sie hören den Sendegarten. Das könnte man tun. Lars, hast du noch ein knackiges Camp-Fazit?
Vielen Dank. Knackiges. Du übernimmst die Moderation, du übernimmst die Motivation, wollte ich gerade sagen. Du übernimmst die Moderation. Beides. Perfekt. Du weißt doch, dass ich komme, irgendwo rein und übernehme den Laden. Das scheint so eine Natur von dir zu sein. Aber da du es dann auch gut machst, warum nicht? Mach mal. Ja, Lars hatte das Wort. Ja. Achso, ist es dann doch noch hier. Ja, erstklassiges Camp, gerne wieder. 5 Sterne, vielen Dank. Boah, war das knackig. Das sehr war abgedroschen, mal knackig, würde ich sagen. Ja, ja. Sehr abgedroschen. Nee, es ist im Prinzip weitestgehend alles gesagt, was sich auch irgendwie widerspricht, aber scheiß drauf. Also, ja. Hätte gern noch länger gehen können für mich. Ja, schlimm, ne? Man hatte am letzten Tag, wo dann irgendwie schon so am Samstagabend war dann schon so, verdammte Axt, so jetzt haben wir irgendwie gerade raus, wie es hier läuft und wissen, wie es geht und haben es uns gerade so richtig gemütlich gemacht und alles so weit ausoptimiert, dass man sich jetzt so richtig entspannen könnte und jetzt ist vorbei, scheiße. Das ist vielleicht noch ein letzter Gedanke, der, ich glaube, der Tim hat das in der Freakshow vor dem Camp, hatte irgendwie auch sowas gesagt wie, naja, dieser Ziegeleipark, das ist jetzt das zweite Mal unser Spielort und damit ist er eigentlich durchgespielt und beim nächsten Mal müssten wir uns mal was nach was anderem umsehen, so habe ich ihn, glaube ich, im Ohr. Hattet ihr das Gefühl, dass da jetzt so alles schon ausprobiert war oder ist da noch was zu erkunden und auszuprobieren? Ich bin eigentlich der Falsche, um das zu fragen. Ich war nur einmal da. Ich habe also nicht gesehen, was dort an Möglichkeiten noch ist. Also ich glaube, für mich als Anfänger gibt es auch, wenn das jetzt noch zweimal an den gleichen Stellen waren, immer noch Neues zu sehen. Ich denke, wenn das der Kongress in Hamburg so lange durchgehalten hat und man immer wieder neue Wege gefunden hat, die Location zu bespielen, könnte ich mir vorstellen, kriegt man das da auch mehr als zweimal hin. Also ich würde dort auch ohne weiteres sofort wieder hingehen, auch wenn es eine ziemlich lange Reise war. Ich hätte kein Problem zu sagen, oh, wieder im Ziegeleipark, wunderbar, cool. Würde mich freuen. Jo. Wenn dann noch der Wasserwagen da die Wege feucht hält und nicht der Staub so überall eindringt, dann wird es richtig gut. Ich würde es auch mit Staub nehmen. Es ist natürlich, ja, es ist natürlich hammerschwer, eine Location zu finden. Ich meine, das muss ich, glaube ich, Sebastian irgendwie am wenigsten erzählen. So. ne? Und ich sag mal, das Camp hat natürlich das Problem, ich weiß gar nicht, 5.000, 6.000 Leute waren jetzt, glaube ich, da. Und der Bedarf wäre ja nun wirklich richtig krass größer gewesen. Es war ja nun wirklich schwierig, an Tickets ranzukommen. Und wenn man da jetzt nicht irgendwie Vitamin B und Glück hatte, dann ja, wurde es halt nichts. Also klar, wenn man jetzt direkt Anschluss an irgendeinen Hackspace hatte oder sowas, der entsprechend CCC-Teil ist, dann Bestandteil ist, dann kommt man darauf. So war das nicht. Aber ja, es hätten ja sehr viel mehr Leute kommen wollen. Und ich denke, dass das eher ein Grund wäre zu sagen, okay, wir gucken uns nochmal anderweitig um. Zum anderen, es ist natürlich sehr schön, da irgendwo um nirgendwo zu sein, aber der Björn schrieb gerade im Chat noch, dass Wasser, Fähr und Entsorgung doch dort sehr teuer ist, weil es halt auch teilweise mit einem LKW hin und wieder weggekarrt werden muss. Und ja, das ist natürlich auch ein Argument, ne? Wo man dann sagt, okay, vielleicht gibt es eine Location, die größer ist und wo solche Geschichten, wo man vielleicht einfach an eine Wasserleitung und an eine Abwasserleitung ran kann. Ne? Ja, das Problem ist halt einfach, meistens sind das dann schon gut ausgebaute Dinger und dann kannst du halt wieder nicht alles machen, was du möchtest dort und das schränkt einen dann wieder ein. Das sind halt immer so die zwei Extreme, mit denen dann man spielt. Entweder hat man sehr viel Infrastruktur vorhanden. Gut, es geht ja auch irgendwie. Ich meine, mittlerweile kann man sogar Messehallen soweit nutzen. Aber das ist, ja, ist halt schwierig, ne? Ja, wir haben das Problem ja mit dem Podstock auch. Das kann man ja auch ganz klar an der Stelle mal sagen. Ich sage jetzt mal wir, weil wir da ja auch mitdiskutieren an dem Thema. Es gibt natürlich viele Leute, die gerne drinnen schlafen wollen. Es gibt aber auch viele Leute, die sagen, hey, es ist immer noch ein Festival, ich will da verdammt nochmal campen.
und eine Location zu finden, die auf der einen Seite genug Betten hat, dass man da den Bedarf wirklich abdecken kann, auf der anderen Seite aber auch irgendwie Campingmöglichkeiten und dann auch die sanitären Anlagen etc., dass man da auch die Leute von draußen die campen halt mit abdecken kann. Das ist alles in allem nicht einfach, ja. Und wenn man dann noch selber kochen möchte beispielsweise und so weiter und so fort, ja, herzlichen Glückwunsch, ne? Ja, es läuft im Endeffekt immer auf Kompromisse hinaus. An der einen oder anderen Stelle wird es immer irgendwo eine Lücke sein. Die muss man gucken, ob man die irgendwie gefüllt kriegt. Und anders geht es leider nicht. Also, man baut sich irgendwie von planerischer Hand die perfekte Location, die dann natürlich aber auch immer irgendwie erweitert werden muss oder mit der Anforderung dann wachsen muss. Und das ist natürlich finanziell eine ganz andere Hausnummer. Und wer Sebastian kennt, weiß, dass er da bereits dran arbeitet. Genau. Na ja, gut. Ich glaube, das lassen wir mal so stehen. Und was die Orga vom Camp daraus macht und fürs nächste Mal sich was ausdenkt. Also gut, Hobby QS, Björn scheint da wohl einen näheren Kontakt zu haben. Claudia sicherlich auch, die wird da vielleicht ein bisschen auch noch erzählen können. Die hat uns die Denksportaufgabe des Einhorn Olga aufgegeben. Sie ist ja heute nicht dabei, aber sie sagte, das wäre eine Geschichte, über die könnte man gesprochen haben. Aber keiner der Anwesenden weiß, was mit Einhorn Olga gemeint ist. Das nehmen wir als Cliffhanger bis zum nächsten Mal mit. Es sei denn, wir bekommen vielleicht sachdienliche Hinweise von Hörerinnen und Hörern. Am liebsten als Audiokommentar, dann spielen wir das nämlich beim nächsten Mal gleich ein. So. Und wir gehen jetzt von der Gartenbank runter. Dankeschön, Sven, Daniel, Valaze. Wie auch immer, der kleine Teufel, der Freche, nicht der kleine bitte. Teufel, das wäre ein bisschen doof. Der Kleine klingt zu despektierlich, das meine ich gar nicht. Och, ich kann damit leben. Ja, musst du auch. Sorry, ich habe es ja jetzt gesagt, kannst du nicht wieder zurücknehmen. Ich meine es aber jetzt nicht in dem Sinne von kleinmachend, sondern eher bin so. Bin ich von anderen Leuten, die so auch aus deiner Umgebung kommen, ganz andere Sachen gewohnt. Schönen Gruß nach Herten. Ach so, aus meiner Umgebung. Ich dachte gerade, also räumlich aus meiner Umgebung. Ich dachte gerade, aus meiner Umgebung so. Schönen Gruß nach Herten. Ja gut, dann ahnlich. Aber der ist ja, naja. Na, was willst du sagen? Was willst du von so einem, ne? Genau. Dankeschön für die schöne Beschreibung dir und dem Lars auch. Und wenn der Lars jetzt noch kann, würde ich ihn bitten, uns den Blühkalender. Entmute dich. Ja, ich bin entmutet. Und mal gucken, ich habe den einen Kalender mit ziemlich heißer Nadel heute gestrickt, weil es etwas knapp wurde vor dem Sendegarten. Also ich hoffe, dass trotzdem alles stimmt und vollständig ist. Hier sind die Podcast-Termine der nächsten 3 Monate, wie immer aus dem Termin-Wiki im Sendegate. Los geht's in München. Da gibt's vom 13. bis zum 15. September die Audio Hack Days. Das soll ein Hackathon sein. Es geht nach eigenen Angaben um Voice Assistance, Sprachsteuerung, Streaming, Podcasting, personalisiertes Radio. Das Ganze mobil immer und überall. Los geht's da am 13. September um 16 Uhr beim Mediennetzwerk Bayern. Am 14. September geht es dann nach Kiel. Da gibt es im Rahmen der digitalen Woche auch dieses Jahr den Kieler Podcast-Tag, dieses Jahr zum 3. Mal. Und auch dieses Mal ist das wieder im KMTV. Los geht's um 10 Uhr. Am 18. September können interessierte Menschen dann zum Podcast-Meetup Leipzig kommen. Los geht's da um 20 Uhr im Bayerischen Bahnhof. Am 30. September ist dann der International Podcast Day. Der möchte das Podcasting international feiern und ein bisschen bekannt machen. Informationen, wie das läuft, gibt's unter internationalpodcastday.com. Dann ist auch wieder ein Podruhr geplant, aber immer noch auf der Kippe. Trotzdem sage ich es vorsichtshalber hier mal mit an. Das ist ein Treffen für alle Podcast-interessierten Menschen. Wenn alles klappt, soll das am 4. Oktober sein, wieder im Unperfekthaus in Essen und wieder um 19 Uhr. Wer sicher gehen möchte, ob der Termin jetzt stattfindet oder nicht, kann zwischenzeitlich einfach unter podruhr.de oder eben im Terminwiki im Sendegate schauen, ob der Termin da zwischenzeitlich auftaucht. Ansonsten kann man mich aber auch einfach fragen.
Am 15. Oktober gibt es wieder das Podcast-Meetup Franken. Los geht's hier um 18 Uhr im Modul 26 in Nürnberg. Dann ist vom 18. bis zum 20. Oktober wieder das Ganzohr. Das findet dieses Jahr in Nordhorn statt, im Nordwesten von Deutschland. Das ist aus Gründen ganz zufällig ganz hier in der Nähe. Veranstaltet wird das Ganze von Wispod und unter wispod.de gibt es auch weitere Informationen über die Teilnahme, die Termine und wo man übernachten kann und so weiter. Dann ist auch wieder das Podcast Meetup Leipzig. Das ist am 23. Oktober. Los geht's um 20 Uhr im Bayerischen Bahnhof. Am 25. Oktober gibt es dann in Wiesbaden den Podäppler. Der Veranstaltungsort steht noch nicht fest, wird also noch bekannt gegeben. Und wenig überraschend, zum Abschluss gibt es auch noch ein Podcast Meetup Leipzig. Dann am 27. November. Los geht's wieder um 20 Uhr im Bayerischen Bahnhof. Das wären die Termine. Im Wiki gibt es wie immer noch Links zu weiteren Infos zu den Veranstaltungen und Adressen und so weiter. Und das Wiki ist offen für weitere Beiträge. Und wer da also einen Termin mit einträgt, der wird ihn auch hier im Sendegarten dann wiederfinden. Prima, dankeschön. Heiße Nadel hin oder her, das war gut. Prima. Ich habe auch eine heiße Nadel, denn ich habe hier für dieses Mal keine Setzlinge vorbereitet, aber wir können trotzdem zur Rubrik Setzlinge kommen. Republik Setzlinge wäre auch nicht schlecht. Denn der Gast hat einen mitgebracht, deswegen kommen wir jetzt zu den Setzlingen. Sven, ja, du Retter der Rubrik. Das habt ihr davon, wenn ihr Fans einladet hier. Gibt es einen ganz tollen Setzling. Ja, Entschuldigung. Es gibt einen ganz tollen Setzling, der mich also sehr begeistert hat. Und zwar ist das Projekt Kaktus. Das sind die Daniela Ishorst und ihr Freund, Lebensgefährte, was sagt man da, Christian Steiner, die ein Kind zusammen erwarten. Und nach der letzten Folge, also nach der ersten Episode, ringe ich jetzt schon ein bisschen um die Formulierung. In der Pre-Show hatten Martin und ich das auch schon thematisiert, denn ein Kind bekommen klingt so passiv und da ist ja jetzt schon doch Arbeit mit verbunden, auch mit dem Schwangersein. Das, da müsste man eigentlich irgendwie eine bessere Formulierung für finden. Ja, und die wollen dann halt im Prinzip diesen ganzen Prozess des eines Kindes bekommen begleiten in diesem Podcast. Es gibt bis jetzt eine Nullnummer und eine erste Folge. In der Nullnummer erklären sie so ein bisschen das Projekt und wer sie eigentlich sind und wo sie jetzt irgendwie stehen mit dem Projekt Kaktus. Und in der ersten Folge geht es um Rollenbilder. Ein Prolog heißt das Ganze auch, denn das Thema wird sicherlich öfter mal vorkommen. Und ja, finde ich als jemand, der weder Kinder hat noch Interesse daran hat, Kinder zu haben, trotzdem sehr, sehr spannend. Ich meine, gut, Daniela könnte auch aus dem Telefonbuch vorlesen, ich finde das toll. Und Christian habe ich bis jetzt relativ wenig gehört, aber ist auch ein erfahrener Podcaster und auch eine sehr angenehme Stimme. Die beiden haben überraschenderweise eine tolle Chemie zusammen. Und hört euch das an, Projekt Kaktus. Eine fruchtbare Chemie, meinst du? Badum push. Badumz. Sorry. Jo, alles super. Kannst du denn eine Sache mal eben spoilern? Warum Projekt Kaktus? Wo kommt dieser Name her? Ja, das muss man dann schon im Podcast selber hören. Okay, dann werde ich das tun. Wieder ein Download mehr. Tada! Die haben bestimmt irgendwie so einen Affiliate-Link oder so. In der Tat haben sie auch wirklich eine Wunschliste, denn wenn man so Kinder bekommt, ich bin auf den letzten Tagen des Camps Onkel geworden und ich kenne das jetzt also aus dem nächsten Verwandtenkreis auch und da ist natürlich dann einiges, was man irgendwie beschaffen muss und so weiter und so fort. Also wenn ihr den beiden was Gutes tun wollt, beziehungsweise dem Nachwuchs was Gutes tun wollt, dann könnt ihr das an der Stelle auch. Ah. Kakteenerde. Rauen Mengen. Ja, ich habe auch schon da reingehört. Ich mag Daniela sowieso. Wir haben ja auch schon. Mit Daniela bin ich gemeinsam auf einer Herrentoilette gewesen in Leipzig.
Das war irgendwie, das ist irgendwie meinem Hirn besonders, hat sich festgesetzt, dass wir beide gemeinsam die Toilettenanlagen da besichtigt haben. Das war einfach nicht irgendwie total witzig, easy und problemlos. Aber ich könnte das, also euch kann ich das hier so locker erzählen, das ist ganz, aber wenn ich das zum Beispiel meiner Familie so erzählen würde, ich, oh, wir haben doch Toilettenanlagen besichtigt und uns darüber. Ich glaube, ich würde schon ein bisschen schräg angeguckt werden. Aber gut. Ja, ich bin von der Tatsache, dass da eine Elternschaft ansteht, ziemlich überrascht. Hatte ich, also dass die sich über, was bedeutet das, Eltern zu sein, also so mehr oder weniger abstrakt und theoretisch unterhalten würden. Ja, ich gedacht, okay, naja, kann man sich ja mal grundsätzlich Gedanken machen. Aber dass es so konkret war, das wusste ich nicht und das freut mich sehr. Also ich bin Abonnent dieses Angebotes, auch wenn sie gesagt haben, dass sie nicht ganz regelmäßig was machen werden, sondern so nach Lust und Laune, was ja sowieso die beste Idee ist. Mein Podcatcher wird aufmerksam catchen, wenn da was kommt und dann werde ich auch reinhören. Obwohl ich vielleicht auch manche Überlegung, habe ich so gedacht, ist vielleicht auch ein bisschen verkopft. Man kann sich ja ganz viel vornehmen, aber wenn es dann tatsächlich so passiert, ob man sich wirklich an seine theoretischen Herleitungen, die man dann irgendwann mal gehabt hat, so hält oder vielleicht dann doch aus dem Bauch und ganz anders entscheidet, würde mich nicht wundern, würde ich wahrscheinlich so machen. Aber wir werden sehen, was die beiden da für Erfahrungen dokumentieren und vielleicht kann man da seine eigenen Vorstellungen da auch gut mit abgleichen. Ich denke, ja, das schönes, ist bei schöne, den beiden... Ich denke, das ist bei den beiden auch das Tolle. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal auf ihre ersten Folgen zurückgucken und sagen, okay, was hatten wir denn da für Ideen und was ist davon über? Das, ja. Ach ja, und falls ihr uns zuhört, herzlichen Glückwunsch von uns allen. Richtig, ja, herzlichen genau. Glückwunsch zum genau. Ansatz, genau. Weiter noch nicht. Kommt ja noch. Okay, dann kommen wir zur letzten Rubrik, zum Rauswerfer, das ist nämlich, das sind die, oh Leute, was ist denn los, die Blütenschätze. Ach nee, andersrum, mutig ist ja, wenn man keinen hat. Ich bin zum Beispiel heute mutig, ich habe keinen Blütenschatz. Ich sehe jemanden, der ist nicht so mutig, aber ich frage trotzdem auch mal andere. Sebastian, hast du einen Blütenschatz? Ich schließe mich dir an und habe auch Mut zu keinem. Bist auch mutig, super. Ja. Sven, hast du einen Blütenschatz? Etwas, was dich besonders bewegt hat in den letzten Tagen, Wochen? Ich bin feige, ja, ich habe einen Blütenschatz. Es liegt aber auch daran, dass ich jetzt irgendwie jetzt schon ganz schön lange halt den Sendegarten höre und immer gesagt habe, Mensch, wenn ich irgendwann mal im Sendegarten sein sollte, dann habe ich auf jeden Fall was dabei an Setzlingen und an Blütenschätzen. Also das Nein. war dann also klar. Das den natürlich, den also, Gedanken hast du echt gehabt? Ja, klar. Mir geht schon mal was. Das ist ja, logisch. Also ich habe dann auch zwischendrin immer, wenn ihr über eure Blütenschätze geredet habt, dann habe ich auch so überlegt, hätte ich denn jetzt gerade einen? Und ja, ich habe einen. Und zwar ist das der Podcast Bandleben von Jan und Johnny und Gast. Der Jan trommelt bei Pyrogenesis und der Johnny ist der Johnny Death Shadow von der gleichnamigen Band. Und ja, die reden immer mit Gästen oder Gästinnen über das Musikmachen, das Erleben als Musikerinnen, auf Tour gehen, Bier trinken und den ganzen Rest wird hier in der Beschreibung auch noch erwähnt. Und die haben einen echt heftigen Output. Also ich weiß gar nicht, in welchem Rhythmus die rauskommen, aber sind jetzt schon 18 Episoden, also schon, ich sag mal, ein gut verwurzeltes Gestrüpp. Und wirklich tolle Folgen. Die Egotronic-Folge hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Captain Kappa-Folge war wirklich spannend. Die Folge Marcel Zürcher von den Krupps war toll und so weiter und so fort. Da darf man eigentlich gar keine rausgreifen, weil die durch die Bank wirklich klasse sind. Und die wandern in meinem Podcatcher auch immer ganz oben in die Liste und Auto-Download sowieso. Und wenn ich schlechte Laune habe, wenn ich irgendwie was zu tun habe, bei dem ich gerne unterhalten werden möchte, wenn ich gute Laune habe, Bandleben geht irgendwie immer.
Und ja, ein ganz toller Podcast mit ganz viel Leidenschaft und spannenden GästInnen und ja, tollen, die beiden machen das auch super. Klasse. Kommt, wie gesagt, dazu auch noch schön regelmäßig raus. Das heißt, immer guter neuer Stoff vorhanden. Mein Blütenschatz, der Bandleben-Podcast. Meine Damen und Herren, das war der Blütenschatz von Sven. Lange vorbereitet, lange wieder sich umgetragen und wunderbar wirkungsvoll vorgetragen. Ganz herzlichen Dank, das war toll. Das hat mir gefallen. Danke. Hat mich neugierig gemacht, obwohl ich wahrscheinlich nicht wirklich vom Fach liege. Aber wer weiß, wenn die beiden so toll daherreden, macht es ja manchmal gar nicht so viel aus, worüber geredet wird, sondern wie geredet wird. Ich muss da, glaube ich, auch mal reinholen. Dankeschön. So, Lars, du bist der Letzte, last but not least, um den alten schlechten Witz wie nochmal zu machen, der schon so abgehangen ist. Oh, ja, Moment, Moment. Warte. Mhm. Warte, das kriegen wir noch hin. Mhm. So. Ich hatte ja fest damit gerechnet, dass jetzt hab. Es ist nicht aufgebaut, es ist hier im Koffer. Das Deichpott würde es gerne sehen. Es kann also sein, dass ich es noch mitbringe. Ich muss mal sehen. Juhu. Ja, Blütenschätze waren wir, ne? Da war noch was. Genau. Ja, das ist furchtbar offensichtlich, was mein Blütenschatz ist. Also ich habe zwei. Der eine ist das Camp, das kann ich nicht anders sagen. Was Nein. war einfach groß, doch, phänomenal. Oh. Phänomenale Tage dort hatte und für mich als Nicht-Camper, dass ich mich beim Zelten derart wohlfühle, kann eigentlich nur bedeuten, dass es wirklich, wirklich, wirklich ganz toll war. Genau wie beim Podstock übrigens, da habe ich ja auch gezeltet und fand es toll. Das kann nach Blütenschatz, kann nur ein Blütenschatz sein. Die Begründung haben wir hier heute lang und breit ausgewalzt, das muss ich nicht noch weiter ausführen. Und der andere Blütenschatz ist jetzt auch keine große Überraschung, kennt hier auch jeder, aber ich bin in der letzten Zeit nicht so wahnsinnig viel zum Podcast gehören, aber einer ist so eine absolute Konstante bei mir. Wenn der rauskommt, ist der also mit Top-Prio, dass ich den höre. Hat mir also lange Autofahrten in den letzten Wochen sehr versüßt, nämlich das ist mal wieder methodisch inkorrekt. Und dass die über diese langen Folgen und über diese lange Zeit, sie haben jetzt ein kleines Jubiläum mit der 150. Episode, derart das Niveau halten und den Spaß halten und spannend bleiben und interessant bleiben und so weiter, das kann jetzt auch nur bedeuten, dass sie mal wieder Blütenschatz sein müssen. Super. Das ist gute Wahl, sehr gute Wahl. Und das mit dem Niveau halten, das ist wirklich etwas, was ich mit Bewunderung und Verwunderung beobachte. Da steckt so wahnsinnig viel Energie drin und die haben immer noch was nachzulegen. Das ist mir ein bisschen unheimlich schon fast, aber wo war Nikolas zu Gast? Im Hör doch mal zu Podcast, glaube ich, mit Jan und Frank, und da hat er mal gesagt, ihm ist schon bewusst, dass die Kraft irgendwann mal nachlässt und es ist jetzt so eine Art Zeitfenster in seinem Leben, wo er einfach so raushauen kann und deshalb will er diese Gelegenheit nutzen. Und das fand ich schon, ich fand es beeindruckend, in all dieser, habe ich das beim letzten Mal schon erzählt? Ich komme mir gerade so vor, als würde ich das wiederholen, aber egal. Dass bei all dieser Popularität und bei dem Erfolg dann trotzdem so ein Bewusstsein dafür da ist, ja, das kann auch irgendwann mal alles wieder ganz anders sein. Und trotzdem machen die beiden einfach erstmal volle Pulle weiter. Ja, und Sascha erwähnt gerade noch im Chat die tollen YouTube-Videos, die Nikolas in der Zwischenzeit produziert. Die sind ja auch wirklich, wirklich sehr schön gemacht und toll ausgedacht und cool in Szene gesetzt. Mir gefallen die auch wirklich gut. Wenn ich jetzt sage, sie halten das Niveau, das ist in keiner Weise abwertend, sondern sie fallen irgendwie nicht ab. Sie erfinden sich die ganze Zeit so weit neu, dass sie dieses Top-Niveau, ich meine, das ist jetzt wirklich überhaupt nicht ironisch, sondern im positivsten aller Sinne, dass sie dieses hohe Niveau, was sie haben, halten können, ohne dass es langweilig wird. Ich finde das sehr großartig.
Damit den beiden dann, wenn sie das hier hören, noch so richtig die Ohren klingen im positiven Sinne. Wir haben sie jetzt ja auf dem Camp auch als immer mal wieder Gäste in unserem Village begrüßen dürfen und dann interagiert man mit ihnen und sieht auch dann irgendwie andere Leute, die da jetzt, also wir sind glaube ich da über das Fanstadium und dem Fanbenehmen alle ein bisschen hinaus, weil wir sie zu oft getroffen haben, um da irgendwie noch vor Ehrfurcht zu erstarren. Aber wenn man dann auch sieht, wie die mit anderen Leuten sich irgendwie unterhalten, wenn sie dann da bei uns vorm Zelt stehen und wie sie mit denen so umgehen und aber auch sie einfach so trifft halt und mit denen dann irgendwie beim Grillen sitzt und so weiter, dann sind die beiden halt auch irgendwie privat genauso toll wie im Podcast, ja? Ja. Unwidersprochen. Ja, was für ein schönes Schlusswort. Machen wir hier Schluss für heute. Der Sendegarten wird zugemacht. Wir gehen aus unseren Gartensesseln jetzt raus in die Karpfen liegen und schlafen uns durch die Nacht. Ich danke ganz herzlich allen, die bis hierhin zugehört haben und natürlich allen, die im Chat wieder mitgemacht haben. Dieser Chat, den ich hier habe, diesmal auf einem Linux-Gerät, sagt, es sind wohl 10 Leute hier irgendwie drin. Immer noch. Ich bin da ganz erstaunt. War ja auch wieder einiges an Diskussionen. Herzlichen Dank fürs Live-Zuhören. Diejenigen, die nicht im Chat sind, vielleicht sind es ja sogar 11 oder 12, keine Ahnung. Und natürlich schöne Grüße und einen herzlichen Dank an alle Konservenhörer, die das jetzt später zu sich genommen haben und es konsumiert haben. Ganz vielen Dank für eure treuen Ohren. Aber ich möchte vor allen Dingen danken den Menschen, die jetzt hier den ganzen Abend mit mir gesprochen haben. Und da fange ich an mit den Mitsendegärtnern, wie ich sie auch begrüßt habe. Dankeschön, Sebastian. Immer wieder gerne. Dankeschön, Lars. Ja, war wie immer eine Freude. Kann ich ja nur zurückgeben. Und natürlich ganz besonderen Dank dem Gast des heutigen Abends, dem Sven, dem Daniel Welles, Wallace, Evidel Welles. Also man hat mehrere Möglichkeiten, ihn zu benennen. Er hört eigentlich auf alles und man ist bei ihm immer in guten Händen. Vor allen Dingen, wenn es ums Essen geht oder ums Aufbauen und Abbauen oder auch das Staubsaugen. Er hat eigentlich immer für alles das richtige Ding am Start. Ganz herzlichen Dank dafür, dass du da gewesen bist und so schön vom Camp erzählt hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Ehre, eine Freude und ein Traum. Ja. Und sollte das Gras mal hochstehen im Sendegarten, dann werde ich dich bitten, und nochmal zu kommen und mit einem akkubetriebenen Rasenmäher für niederen Wuchs zu sorgen. Wie ich jetzt zum Beispiel auch gesehen habe beim Deichpott, also am Wochenende findet eine andere kleine unbeugsame Podcasterin-Versammlung statt in Husum, ganz im Norden, beim Potsdok entstandene spontane Idee, und ich sah, dass dort der Garten von hochstehendem Gras befreit wurde, damit dort auch Zelte aufgebaut werden können. Also diese Idee, sich irgendwo zu treffen, gute Zeit miteinander zu haben, ein Zelt aufzubauen, einfach easy, aber gut miteinander umzugehen, setzt sich offenbar fort von Nord nach Süd. Wer weiß, wo es beim nächsten Mal stattfindet, irgendwo in München oder so. Keine Ahnung, was den Leuten auch einfällt. Okay, wir gehen in die Nacht. Dankeschön nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.